Hallo meine lieben Leute und ein herzliches Willkommen zu einem viel zu späten Livestream, so ist das. Kündige ich heute einmal früh an, bin ich erstmal über 10 Minuten zu spät, so muss das Leute, genau so. Und wir sind wieder back am Start, heute als Real Life Online Admin, BTD als Homeland. Ihr wisst ja, wir haben ja keine Admins mehr, wir sind schon seit längerem Homeland Security Police. Damit wir uns schon ins App hier einbauen können, dass das auch nicht stört, dass wir fett irgendwo Admin oder draufstehen haben, gibt es ja bei uns schon lange nicht mehr jetzt. Oh, das heißt, wir schauen uns heute ein bisschen alles an, wir ein bisschen hier alles managen als Admin und Duty. Gab es schon lange nicht mehr, wurde sich auch sehr oft wieder gewünscht und deshalb machen wir das einfach heute. Und Leute, wer es noch nicht wusste, Road zu 2 Millionen Abonnenten, es fehlt nicht mehr viel. Nee, Spaß beiseite, wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich freuen und lasst ein Like da auf dem Stream. Jetzt geht's los, ich freue mich. Und es gibt ein paar Neuerungen, die zeigen wir euch gleich. Also es ist ja sicher, die neue Insel ist da. Viele haben jetzt spekuliert, RLO 3.0, nein, aber so ist es nicht. Leute, 3.0 braucht noch ein bisschen. Wir sind noch auf 2.0, aber es gibt wirklich eine neue Insel. Kein Clickbait. Insel ist da. Zeige ich euch gleich. So. Dankeschön an die Leute, die schon vorm Stream donated haben. Hier der Christoph Seeland hat schon Euro donated vor ganzen 22 Minuten. Das ist auch nicht schlecht. Baguette, danke für 2 Euro. Einfach das Baguette. Der Cheatkurdel. Alles gute Nachricht. Kannst du mich und meine Freundin Erostritze grüßen? In Erostritze grüßen mal. Und Joshua 07, danke für 2 Euro. Und DW181M. Kennst du mich noch und wie geht's dir? Ich soll dafür darauf keine Antwort mehr machen, ne? Mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Und, den kennst du mich noch. DW181M. Keine Ahnung, Bruder. Das ist ein Name, den werde ich mir niemals merken können, glaube ich. So, ich mache erstmal mein Auto ready. Habe ich mir gerade frisch aus dem Versandhandel geholt. Hat mich schön hergespawnt, das Ding. Kann man sich ja nirgends kaufen, Leute. Also ich mache mir eine Ramba, mache ich mir schön drauf. Mal gucken, ja. Die Lichter machen wir dran. Hinten möchte ich gerne die, genau, die Antennen. Da fehlen Antennen. So, perfekt. Jetzt ist er ready. Ready für den Einsatz. So machen wir das. Da Freddy! Erster, aber sowas von der Erste, Freddy. Ist ja nicht so, dass wäre schon jemand vor dir gewesen. Das dauert immer ein bisschen, bis der Doni ankommt. Ne? Kuss geht raus an Freddy. 20 Euro mit Fies, der kleine Wuppe. Ja, später vielleicht noch eine Runde Fortnite. Das ist wieder komplett ab. Ne? Ablästern über die Leute. ja, wenn ich Fortnite spiele, Alter, Leute, ich spiele wieder Fortnite mit Fredward und so. Und ich rage wirklich sehr hart. Also ich bin wirklich hart am Upragen. Also Kuss geht raus. Oma zu Dane, danke fürs VIP werden. Matty, danke auch fürs VIP werden. Und Kuss geht raus. Neue Vips am Start. So. Dann werden wir mal das Ding aber trotzdem auftanken gehen. Das werde ich mir jetzt nicht cheaten. Wir tanken das auf. Und ich muss mein Geld zurücksetzen. Muss man das gerade? Warte mal. Names, machen wir gleich mal an hier. Ob gerade ein fettes Auto da unterwegs. Fährt einfach durch. Einfach durchgefahren. Baguette, kannst du mich und meine Schwester grüßen? Das ist mal Baguette und die Schwester. Heißt die Schwester Schwester Baguette? Grüße meine Schwester Baguette. Irma. Scrubs Staffel 5, Episode 9, 616. Let's go. Keine Ahnung, Bruder Irma. Bruder Irma, wer kennt's nicht? Und an Tippige Gamer mit 107 Euro gönnt, sei es dir gegönnt. Ach, Kurs geht raus. An Tippige Gamer. 1:7 rausgewuppelt. Von an Tippige Gamer. Vielen herzlichen Reiz dann, Bruder. Wir machen ja heute gar keine 1:7 Streife hier. Ja, sonst 1:7 Streife immer durch. Wer kennt's nicht? Alter, Kurs geht raus an dich, mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Der an Tippige Gamer. Na gut, der haut aber auch öfters raus. Davon darf man schon mal fettes, fettes Bussi geben. Warte mal. Ah, nee, was muss man anders machen? So, so, was soll das? Was so? So, a Bussi. Was der Bussi kriegt für 107 Euro. Hat sich das aber ganz schön gelohnt. Stonks. Machen wir gleich mal eigene. Sag mal, betreibt der Farming? Schauen wir gleich mal, ob der da ist. Betreibt hier jemand AFK-Farming? Das hören wir jetzt gleich mal gucken, ob der hier AFK-Farming betreibt und nur im Handy ist und nichts macht. Aber ich denke mal, der ist hier hart am struggeln. Schau mal, schau dir jetzt einfach nur an. Theoretisch, wir machen jetzt den Test. Theoretisch dürfte er mich nicht ansprechen. Wir schauen mal, ob er mich anspricht. Das ist der ultimative Test, Leute. Okay, er ist nicht am AFK-Farm, er ist jetzt am Tablet. Das ist der ultimative Test, Leute. Der ultimative Test. Wird er mich ansprechen? Wenn ich hier so präpotent vor ihm stehe? Oder wird er mich nicht ansprechen? Soll ich ein bisschen näher kommen? Er spricht mich nicht an. Kommen wir mal ein bisschen näher, so.
Ich bin so fies, ne? Er spricht mich nicht an! Nö! Ah. Grüß dich, Sergei. Das ist der Sound of a Spindel. Gut, bestanden. Bestanden, er hat bestanden. Ich dachte, Alter, ich dachte, er spricht mich an. Wie er das Tablet ausgepackt hat, ich dachte, jetzt geht's los. Er hat's einfach bestanden, Bruder. Kuss geht raus. Weil sonst, wenn ich rumstehe, ich werde mal, manchmal werde ich angesprochen, ja. Manchmal, man darf hier uns nie ansprechen, MAP. Wir sind dann immer weg, außer wir sprechen die Leute an. Weil es gibt auch nicht so, ich habe mal eine kurze Frage, das gibt's nicht. Wir sind nur da, wenn ein Ticket da ist. Ah, es ist nicht schlecht. Hat er gemacht. Hat er sich gut verhalten. Was passiert, wenn man sich anspricht? Ach, nix. Wir sind da nicht so streng, aber im Regelwerk steht trotzdem, man soll hier die Dings nicht ansprechen. Also hier, wenn du so rumfährst. Deshalb gerade der Test, ich fand es gerade nur einfach lustig, ob er es macht oder nicht. So Leute, soll ich euch die Neuerung zeigen? So Chat, wer möchte jetzt die neue Insel betrachten, Leute? Wer möchte sie sehen? Schreibt mal alle eine 1 in Chat, wenn wir uns die jetzt angucken sollen. Oder ob wir sie später angucken sollen. Ich weiß nicht, sollen wir die direkt jetzt angucken? Streamer Mode, ach ja. Dass wir irgendwo Musik hören auf einmal. Schauen wir mal, was der Chat sagt. Weil hier geht's dann gleich lang, Leute. Wir können hier auf die Insel. Ist die neue Insel von GTA selbst. Willst du gleich sehen? Oh, schau, da fährt wer weg. Guck. Brian M. Walker. Ist das ein Cop? Sieht mir fast so aus, ne? Oh, da kommt die Einsame in den Chat reingeflogen. So muss das. Eins in den Chat. Na gut, das sind viele Eins. Gut, dann machen wir das direkt jetzt. Das sind sehr viele Eins im Chat. Das ist sehr schön. Gut, dann jetzt soll mal alle, die hier Eins im Chat geschrieben haben, auch nochmal ein Like da lassen. Dann haben wir hier instant 10.000 Likes, so viel Eins, wie wir gerade einen Shoutout bekommen. Aber gut, wir fahren hin, Leute. Wir fahren hin. Ohne Blaues, wir sind ja nicht im Einsatz. Hier, liebe Leute, geht es auf die neue Insel. Ja. Hier, guckt euch das an. Du kannst hinfliegen, aber du kannst auch hinfahren einfach. Ist das nicht geil? Und guckt euch diese Aussicht an. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn, oder? Ist das geil oder ist das geil? Ich zeige euch das mal. Wir haben heute noch mit dem Ersteller der Brücke, habe ich heute noch geschrieben, habe ein bisschen geholfen. Da gab es noch Performance-Probleme mit der Brücke. War ich nicht ganz happy. Jetzt Performance, die Brücke zieht null Leistung. Es ist richtig geil. Du siehst die Brücke bis ganz nach hinten. Und man sieht auch von hier aus einfach die Insel. Und das feiere ich so dermaßen. Ich bin so gehypt auf diese Insel. Guck dich das an. Du kannst einfach bis nach hinten gucken. Und wisst ihr, was das Geile auch noch ist an der Sache? Auf diesem Weg hier, ja. Das ist spezial. Wer es auch schon auf Instagram gesehen hat, ne? Ich weiß nicht, Instagram folgt mir irgendwer. Ich weiß es nicht. Könnt ihr nachschauen. Habe ich ja gepostet. Auf dieser Brücke gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. No. Gibt es nicht. Man kann auf dieser Brücke so schnell fahren, wie man möchte. Das haben wir auch deshalb aus dem Grund gemacht, weil hier keine kopflosen Autos rumfahren und wir brauchten unbedingt mal eine Strecke, die mal lang ist und wo man wirklich sein Auto ausfahren kann. Das heißt, hier komplett durchziehen. Also ab hier, ab den Talstationen, also hier Talstation sei schon, ab den Stationen hier. Ab hier darf man dann Vollgas geben, bis zum geht nicht mehr. Also wir haben jetzt unsere eigene kleine deutsche Autobahn auf dem Server. Ich weiß, in Los Angeles gibt es das nicht, Hashtag unrealistisch, dies, das. Aber es gibt auch eigentlich keine Brücke, die auf diese Insel dann führt, weil ihr werdet gleich sehen, hier steht Thank you for visiting Los Angeles, also danke, dass ihr halt hier war, ne, dies, das. Auf der anderen Seite steht dann sowas wie Willkommen in Los Angeles, genau. So, wir fahren jetzt hier einfach mal durch, drücken das Ding komplett. Und das Coole ist auch, wenn hier ein Unfall passieren sollte, auf dieser Brücke, dann muss die Polizei und die Feuerwehr die komplette Straße sperren. Da muss sie stillgelegt werden. Dann darf hier keiner mehr langfahren, aufgrund dessen, dass hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist und es sonst zu weiteren Unfällen kommen könnte, wenn man hier voll durchrast. Also muss hinten komplett gesperrt werden bei Arbeiten. Finde ich auch lustig, weil wenn du dann irgendwie auf diese Insel möchtest und es ist gerade gesperrt, dann kommst du nicht auf die Insel, außer mit dem Hubschrauber oder mit dem Boot. Das ist immer das Lustige an der Sache. So, ihr seht gerade Edmund Mobil für 300. Wir werden es dann gleich auch mal auftunen, das Ding, dass wir ein bisschen schneller sind. Dann werden wir gleich mal die Brücke nochmal testen. Und dann seht ihr gleich hier, steht jetzt Catalina Island. Und für die, die es nicht wissen, diese Insel gibt es Nähe von Kalifornien. Also die ist links neben Kalifornien. Deshalb haben wir Cayo Perico zu Catalina Island umbenannt, dass das eben ins echte Kalifornien links dann passt.
Also links in Kalifornien und deshalb, ja, ist das halt jetzt hier Catalina Island. Fand ich schöner dann als Cayo Perico, hat ja eh jeder Server, haben wir die halt ein bisschen umbenannte Insel, dass es halt realistischer ist. So, und hier geht's dann los. Das Geile ist jetzt, man sieht auch auf der Map und hört mal hin. Hört ihr es zwitschern? Wenn man ganz, ganz genau hinhört, dann hört man Rainer aus der Schanze schreien. Aber nur, wenn man ganz genau hinhört. So, aber wenn man jetzt ein bisschen rumguckt, wird man auch feststellen, es gibt keine Tankstelle. Es gibt hier zwar Läden, aber man kann hier nicht betanken. Also, es gibt nichts. Du kannst hier nicht tanken. Nichts. Und in den Läden kannst du auch noch nichts kaufen. Und ich sage euch, was der Grund dafür ist. Das hier ist nur Vorbereitung für 3.0. Das heißt, hier ist noch nicht viel drauf. Hier gibt es auch noch nichts zum Abbauen, Anbauen. Das Einzige, was man jetzt machen kann seit heute, man kann jetzt kochen gehen mit dem Auto. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Meth machen möchtest, fährst du hin, kannst du kochen gehen. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht schon die ersten da sind und schon ein bisschen was kochen hier auf der Insel, müssen wir mal gucken. Also die Polizei muss jetzt auch hier kontrollieren, aber an sich sind das hier nur Vorbereitungstests für 3.0. Ja, wir möchten auf dieser Insel was Besonderes machen. Was wir draus machen, sage ich noch nicht, aber es wird was Besonderes. Also das hier ist jetzt alles Performance-technisch oder Crash-technisch, das hier alles einfach Funz, dass ich weiß, okay, auf 3.0 können wir es drauf machen, weil sonst tue ich mir die Arbeit nicht an, wenn es nicht funktionieren sollte. Und je mehr Spieler das testen, desto besser ist es. Ne? Deshalb habe ich es jetzt schon drauf gemacht. Ist halt schon, ist geil, ne? Also kannst jetzt hier rumfahren, ohne irgendeine Cutscene oder so, das ist halt schon nice jetzt, ne? So mit einer eigenen kleinen Insel, wo man dann ein bisschen was macht. Also auf 3.0 wird diese Insel, wenn sie drin bleibt, höchstwahrscheinlich bleibt sie drin, bis jetzt gibt es keine Probleme mit. Da wird es hier sehr viele Sachen geben, die man hier machen und unternehmen kann. Wie gesagt, derzeit eher so viel zum Testen für uns drauf, ne? Mini-Hospital und Mini-Polizei, das wär's, ne? Hier auf die Insel packen, so eine kleine Polizeistation. Die nur für die Insel zuständig wäre, das wäre schon süß. Das wäre schon so ein kleines Mini-Hospital. Ja, wir fahren jetzt mal zurück. Ich gehe mal die Karre tunen, mal gucken. Ich wette, was mit euch da, das sind irgendwo Leute auf der Insel, 100%ig. 100% sind da irgendwo Leute. So, ab hier können wir wieder so schnell fahren, wie wir wollen. Machen wir mal mit Blau. Ist halt geil, ne? Ja, fahr mal durch. Die 1:7-Insel. Nee, das wird keine 1:7-Insel, das nicht. Das Schild auf dem Flugfeld ist noch Cayo Perico. Ja, das wird ja alles so umgeändert. Die Insel an sich so ist noch gar nicht editiert. Die ist null editiert, Leute. Die ist noch komplett Standard. Da haben wir noch nichts drauf gemacht. Das ist nur zu Testzwecken mal drauf, dass die Insel alleine mal so standhält den Server. Also, dass die Leute da nicht wegcrashen oder es da irgendwo Probleme gibt. Das ist nur zum Testen da. Das heißt, das kommt ja alles noch. Auf 3.0 wird dann alles ausgetauscht. Eins, was ich schon gemacht habe, ist die Brücke. Da habe ich das schon mal umgeändert. Aber die Insel ist hier noch alles überarbeitet. Also, da dürft ihr noch gar nicht hingucken. Das ist noch in Arbeit. Das Geile ist hier, gibt es diese Abbremsung. Ich meine, ich finde es RP-technisch besser, wenn man schon davor abbremst, aber es ist halt zur Sicherheit hier, wenn hier mal eine Kontrolle oder so ist und dass du nicht hier direkt reinguckst, wie hier in die Barrikaden. Es ist auch sehr schön, vor allem wenn du hier auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung hast. Dann sollst du hier auch am besten mal abgebremst werden. So. Hier nochmal ein Stoppschild. Schön links, rechts gucken und ja, wie gesagt, unser neues Brücken. Linksbums und dann fahren wir gleich mal Richtung Tune. Dann gehen wir mal die Kiste auftunen. Ein bisschen schnell unterwegs sind. Also da freue ich mich schon hart drauf, wenn wir hier fettes, geiles RP spielen können. Es erweitert halt den Horizont, ne, wortwörtlich. Und vor allem guckt euch das an, wie geil das einfach aussieht, dass hier jetzt die Lampen und alles. Also ich find's halt nice. Ich find's halt einfach nice. So, jetzt schauen wir mal los hier. Wer hat denn hier donated? Salero. Ist weiterhin geplant, dass das 1:7, das Anwesen 1:7 gehört. Dazu sage ich noch nichts. Ich sag so viel, lasst euch überraschen, was mit der Insel passiert. Ich habe viele Sachen dafür schon geplant. Ich gebe ja gar keine Leaks zu 3.0 raus und ich finde das besser so, weil dann sind die Leute umso mehr erstaunt, wenn wir dann 3.0 rausbringen, ne? Deshalb sage ich jetzt so nichts, was wir mit der Insel machen und wie, wo, was, ne? Das dürft ihr euch jetzt mal selber denken, was wir draus machen, so. Peter Knöffler, danke für 10 Euro, wann kommt mal wieder GTA Royale auf einen schönen Stream? Haben wir eigentlich nicht mehr geplant gehabt aus dem Grund, weil wir jetzt auf 3.0 auf dem Testserver alles neu machen, da ist auch der Modus draußen, der Royal-Modus, den habe ich halt nicht mehr drin, muss ich wieder reininstallieren. Kann aber sein, dass wir es irgendwann mal wieder machen. Aber jetzt geplant hatten wir es nicht, obwohl wir schon irgendwie Bock drauf hätten, das wieder zu zocken. Ah, dankeschön, Peter. Der, oh mein Gott, Ben, der Ben Inz. Hallo, kannst du bitte meine Freunde grüßen? Dann grüßen wir die Freunde von dem Ben, vom guten Ben. Über die Freunde gegrüßt, so, jetzt machen wir den mal fair. Oh nee, ich habe das ja mit meinem eigenen, ich muss mein Geld wegtun, stimmt. Muss mein Geld wegtun. Weil sonst, Leute, ich bin ja Admin und Duty. Wenn ich das jetzt wieder vermische, habe ich ein Problem. Excuse me? Und dann ist der Geldautomat.
So $2,500, die mir noch gehören. Excuse me, mon amour, wo ist denn der nächste Geldautomat? Jetzt wirklich, wo ist denn der? Hä? Da muss doch irgendwo den Geldautomat. Ach, ich weiß schon wo. Nee, hier vorne, glaube ich. Irgendwo muss einer stehen, wenn ich weiter vorfahre. Einfach mit Blaulicht, komm ich erst drauf. Ist ein Einsatz, Leute, ich brauche ein Geld. Hier müsste einer sein, ne? Ja, da ist auch einer. Guck. Ich kenne die Geldautomaten in- und auswendig. Weiß ja, wo das ist. So. Keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht ist er draußen. Einzahlen. So. Gut, das kann ich nämlich Set Money machen. Dann gebe ich kein Geld heute aus. Cash. Ich wundere, dass ich heute ID 83 habe. Wir hatten vorhin einen Server Restart, weil ich was eingefügt habe. So. 83. Spiele nach dem Server Restart. Genauso ist es. Oh, schau mal, wer da ist. Das Wurstwasser ist wieder da. Ich finde es echt geil, wie ihr du euch da reinhängt. RLO erweitert sich echt krass. Plunderstück. Dankeschön, Wurstwasser für 20 Euro mit Fies. Und für die Props. Locker weiterfahren. Einfach locker weiterfahren. Ist nichts passiert. Alles gut. Beim Auto geht's auch. Wartet mal. Beim Auto geht's auch gut. Beim Auto geht's super. So, tun wollte ich. Ne? Da wollte ich mal ausfahren. Ich weiß mich gar nicht mal, wie schnell er jetzt fährt. Und mit. Warte, NOS. Ich habe ja letztes Mal auch NOS gegeben zum Testen. Ja, hier. Er ist sogar noch drin im Inventory. Kann Schandl Hallo sagen. Ist gerade leider aus dem Zimmer raus. So, jetzt machen wir den mal schön in den Wagen, ne? Oh, tiefer. Schauen wir gleich mal, was der dreht, der Hobel. Sollen wir auch nochmal andere Felgen dran bauen? Haben Sie schöne Felgen im Angebot, Herr Tuner? Da können wir schon dran bauen, ne? Man sieht, ist ja eh komplett egal. Na, wobei RP-technisch hat so halt. Ach komm, scheiß drauf. Sieht halt so besser aus, wenn wir so rumfahren. Weil ihr werdet kein Polizeiauto mit Tuning-Felgen sehen. Außer es ist ein Zivilpolizeiauto dann schon. Alter, der zieht. Bist du deppert? Wisst ihr, wie lange ich nicht mal mit Tuning gefahren bin, den Wagen? Ziemlich lang her. Alter. Na gut, das muss ich jetzt aber testen. Fahren wir auf die Brücke. Wir brauchen noch unbedingt ein Brücken-Icon oder sowas. Weil du findest die Brücke jetzt nur durchs Reden, ne? Also, du merkst es uns nicht. Auf der Karte ist nichts markiert. Also, noch. So. David Padovic RNO, was geht? Kennst du dich? Natürlich, natürlich. Grüße und Liebe geht raus an dich. Jakob, danke für 2 Euro. Schreib keine Message dazu, das ist auch schön. Da Ben nochmal. Hallo, grüße meine Freunde. Nochmal vom Ben die Freunde grüßen. Ja, das ist super. Zweimal gegrüßt und niemand weiß, wie die Freunde heißen. Herr Christoph Stadler ist auch dabei. Vielen Dank. Yellow Snowman, bitte grüß mal wieder Popo-Berater Axel Früh. Der alte Schnee. Na, Alter. Herr Kuss geht raus, aber den kenne ich auch noch. Ja, ja. Vom letzten. Vorletzten Stream, ne? Natürlich. Mhm. So, da fahren wir mal lang. Hier sind manchmal solche Leute, die stehen hier rum und gucken blöd. Ne? Das ist ja wirklich schön hier. Das ist ein schöner Spot, um rumzustehen. Ja, schau mal jetzt, Leute, guck mal, wie schnell die Kiste jetzt fährt. Ich brauche aber coole Musik. Habe ich gute Musik drauf? Ich glaube nicht, ne? Doch. Die schönen Polenmucke, die habe ich drauf. So. Und los! Schau mal gleich, wie schnell der Ding fährt. Mit der Bassbox hinten drin müsste es schneller fahren. So, und mit LEDs natürlich, der RGB-Boost. Hier im PC. Und jetzt machen wir gleich NOS-Zündung. Jetzt! Schaffen wir 500? Ach komm. Ah! Nein! NOS! Komm, nochmal schnell NOS zünden! Nein! Ich schaff's nicht! Ach nee. Leute, ich bin fast auf 500 gekommen mit der Kiste. Mit NOS auf der Strecke. Also nicht schlecht, Herr Specht, ne? Nicht schlecht. Schau mal, ist er eigentlich Werbe? Ich mach mal Blips an. Blips eigentlich? Hab ich das richtig gemacht? Blips. Ja, einer ist da. Guck. Ah, nee, das sind mehrere. Na gut, dann fahren wir mal lang, ne? Schau mal, was die Leute machen auf der Insel. Kann ja sein, schon wer kochelt. Aber er sagt doch, die Insel ist schon gefüllt. Da sind schon die ersten Leute eingetrudelt. Die gibt's ja erst seit gestern. Haben wir erst seit gestern drauf gemacht. So ist es. Hoffentlich kochen die nicht. Nicht, dass die einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich mit der Kiste herkomme.
Ich hoffe, sie kochen nicht. Aber es ist schon, wenn man denkt, als Kochspot relativ geil, aber irgendwie auch nicht. Weil wenn du hier kochst, ah, die werden wir auch wegmachen, die Dinger hier. Wenn du hier nämlich kochst auf der Insel, siehst du es halt, oh mein Gott! Okay, das ist auch noch was weggehört. Ich habe doch nichts gemacht. Also das muss ich nochmal testen. Was ist denn da passiert? Wo hat sich das so ausgehebelt? Alter, da hebelt es halt aus. Na Gott sei Dank mache ich heute keine AP, weil sonst wäre das schon wieder Krankenhaus-AP gewesen. Da bin ich heute froh, dass ich hier heute... Ja, den Spot merke ich mir aber, Alter. Wo hebelt es da bitte denn aus? Hä? Alter, da muss der übelst aufpassen. Bruder! Ich bin hier ganz normal hochgefahren, auf einmal hebelst du mir den Schnürsenkel hoch. Guck mal. Hä? Also das war also unglaublich. Alter, das ist erstmal Krankenhaus-AP incoming. Wenn ich hier mal hoch. Okay, dann den Spot, den merke ich mir ab jetzt. Den merke ich mir für immer. Da werde ich nie wieder langfahren. Will, dass wir nie mehr so schnell da langfahren. Den werde ich bemerken. So, also hier müsste irgendwo jemand sein in der Nähe. Oder auch nicht. Das ist die Sound of the Spiele. Ja, die sind dann hier. Die sind hier alle am Anwesen, sind die am Großen. Alter, schau ich mir an. Eigentlich zwar mehr, das ist einfach, was hier so uneben ist. Ich merke schon, ja. Das ist, Leute, das ist ja einfach so uneben, dann passiert das. So. Yellow Snowman habe ich ja vorgelesen. Toni Maroni ist auch wieder am Start. Dankeschön. Lara Feger. Grüß mal, Lara Fee. Hier das große Grundstücke. Wo wir mal gesagt haben, dass das hier mal 1-7-Dings-Gebiet wird. Aber das sieht schon geil aus hier, ne? Schon geil. Und hier hinten stehen die Leute anscheinend. Wenn wir was hier machen. Ah, die sind da drin. Dann crash ich mal die Party, würde ich sagen, ne? Ich schwöre euch, ich bin halt froh, dass ich heute nicht fahren muss im RP, Alter. Ich werde heute 50 Unfälle bauen. Ich bleib überall hängen und stecken. Ah, da parkt ja jemand. Auf Privatgelände. Ah, oh, guck mal, was da ist. Schau, ein Kocher ist da. Ja. Guck, ich sag doch. Das ist sicher der erste Kocher hier. Einer hat sich ja eingeweiht. In der N05. Schau mal, ist da was drin? Ah, zugemacht. Ja gut, ich schau mal nach vorne, was die machen. Ja, hoffentlich machen die nichts Unsittliches da drüben. Kann ja sein, dass die da irgendwas machen, von dem wir nichts wissen sollten. Ah, ist das nicht schön? Ah, sag ich das schön doch schon. Ich glaube, die machen Party, kann das sein? Ja, die machen Party. Die machen einfach Party. Ich wurde nicht eingeladen. Gut. Ja, gut. Wollen wir mal vorbeischauen, ob da schon wer ist. Also. Ah, da kommt auch noch jemand, guck. Da ist auch schon jemand unterwegs. Also die sind einfach nur hier, um Party zu machen. Das ist noch kein Kocher. Also einen habe ich jetzt gesehen, aber... Ne? Schau mal, hier kann man ja auch überall lang. Man kann hier überall rein. Das sieht halt schon nice aus, ne? Mal gucken. Ach, der Tresor ist offen. Das wollte ich hier zumachen. Das Büro hier gibt es einen Fahrstuhl, ne? Oh, und der fehlt, der Fahrstuhl, der fehlt, ja. Gut. Da könnte man nacharbeiten. Bietet wie ein Fahrstuhl einbauen. Eigentlich sollte der da sein, das wundert mich gerade ein bisschen. Weil oben gibt es nämlich ein Büro, so ein Chefebüro gibt es ganz oben. Das schaue ich mir mal schnell an, ob das, wie man da hochkommt. Ich glaube, wenn man von hier weiter hochgeht, hier. Ja, da oben ist das Chefebüro, ziemlich sicher, dass das hier ist. Ja, das muss hier sein. Ja klar. Das ist das höchste Gebäude hier. Das ist bitte das größte. Ach, wie komme ich denn da hier hoch? Bruder. Was mache ich? Hä? Jetzt aber. Hä? Wie zum Teufel komme ich da hoch? Wieder komplett lost heute? Hä? Bitte wie? Nee, jetzt, no joke, wie komme ich da hoch, Leute? Also jetzt bin ich hart verwirrt. Weißt du was? Ich schaue einfach, wie das geht. Also jetzt. Kann es sein, da kannst du nur mit dem Fahrstuhl hochkommen? Ich glaube nämlich fast. Ach, da geht ein Gang. Guck hier. Alter, wie lost, Bruder. Wie lost bin ich denn? Da gibt es einen Gang hoch. Ja, moin. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Stell dir vor, da ist mal Polizei-Raid oder sowas. Die findet hier gar nicht nach oben. Ich weiß nicht mal, wie man ins Büro kommt. Hier ist das Büro.
Und hier sollte der Fahrstuhl drin sein. Eigentlich. Und da, schau, da funktioniert's. Da ist der Fahrstuhl da. So sollte er eigentlich aussehen, der goldene Fahrstuhl. Und da ist Büro. So. Ist das nicht schön hier? Schon geil, ne? Wir sind halt eingerichtet, aber sonst. Das ist der Sound auf die Spende. Schau, der Bauer, die Frau Bauer Jenkins ist auch dabei. Das Andel der Cowboy. Alles wunderschön. Kleines, schönes Feuerchen. Schon ein schönes Büro, ne? Ja, gefällt. Gefällt. Gut. Ja, haben wir mal hier nochmal angeguckt. Ich finde hier das Zwitschern auch so geil. Das, also da kommen richtig die Urlaubs-Vibes rüber. Also wer jetzt möchte, auf RLO kann man jetzt auch schön Urlaub hier machen. Das ist ja auch schön, ne? Weil davor gab es ja nirgends was zum Abschalten. Jetzt fährst du auf die Insel, kannst mit den Leuten chillen, bist du komplett weg von dem ganzen Gedöns in der Stadt. Ist ja was Schönes. Ist ein kleiner Urlaubsort. Gut, dann fahren wir da wieder raus. Gott sei Dank habe ich heute eine Rambar dabei, kann ich überall reinfahren. Ich überlege sogar, ob ich die Türen hier wegmachen soll, dass man hier reinfahren kann. Aber ich glaube, die mache ich wirklich weg, ja. Oder vielleicht so eine Slider-Door halt, die von beiden Seiten so aufgeht. Das wäre auch geil. Ist ja so ein... Also schon so von oben, aber sowas, was so seitlich aufgeht, wie bei 1:7 halt. Das wäre doch was. Ah, nee, Landeplatz gibt es ja auch, stimmt. Hier, Helikopterlandeplatz. Auf Ehrenbruderbasis. Also das Anwesen ist schon Gold wert, ne? Ja, mal schauen, was wir damit machen werden in Zukunft. Mal gucken. Excuse me. Dankeschön. Ja, einer fährt hier oben vorne rund. Passt schon. Villa des mexikanischen Drogenbarons. Da ist halt wirklich aber sowas, ne? Ist halt wirklich sowas. Das ist ja das Lustige. So, paar Koko lang von Euro vorhin. Vielen Dank. Hab den Namen geändert. Hieß früher XX Daniel. Ja, den kenne ich auch noch. Da ist schon Zockergamer. Den kennen wir noch. Und Maxiko. Das soll ja Mexiko heißen, ne? Boah, wie komme ich denn jetzt hier? Ich bin falsch gefahren, ne? Voila. Hier ist nämlich der Bootsanleger. Muss man mal hier irgendwie zurückführen. Ey, das ist ja... Aua. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich heute nicht fahren muss. Hier geht's hoch. Stimmt, hier. Dann geht's ja zurück. Ich glaube, so kommt man irgendwie zur Party-Location. Da gibt's ja auch diese Strand-Party-Location. Ich meine, ihr kennt ja alles. Ist ja, das... Ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach... Wir mussten mit 5 km/h fahren, Alter. Was ist denn das? Was ist denn mit dieser Insel los? Hä? Fahr ich so schlecht? Warum hebelst du mich auf alle... Also jetzt gucke ich mir das aber an, Alter. Jetzt muss ich das Ding wieder flippen, wartet. Ich wollte nicht DV'en. Hilfe. Ich, Leute, so schlecht fahre ich nicht, okay? So schlecht fahre ich wirklich nicht. Also wie kann ich das Ding flippen nochmal? Ich will mein Ding hier flippen. Wie mache ich denn das? Oh nee, ich kann das in dem Auto nicht machen, weil ich ja Dings anhab. Ach, das ist ja kacke. Flip. Ja. Hashtag Flip. Nee, das funktioniert nicht. Perfekt. Fahrzeugmenü? Nee. Weil du kannst mit Admin Tools kannst das Fahrzeug nicht umdrehen. Guck, es geht nicht. Frag mich nicht warum. Aber ich habe eine Idee. Wartet. Ich habe eine Idee, um das Fahrzeug zu flippen. Geiler Salto. Dankeschön. Ist alles natürlich im Vorhinein geplant gewesen. So, passt mal auf. Wir machen das jetzt einfach auf die. Ach, scheiß doch. Ich ramm das Ding jetzt einfach weg, bis das sich umdreht. So. Also ich merke schon, diese Insel ist wirklich, wirklich böse, was Autos betrifft. Also das ist wirklich hart böse. Hart am Limit. Weil da hier so eine. Guck dich das an, weil hier geht es hier so einmal hoch, glaube ich, ne? Hier, das Ding ist es. In der Mitte so einmal hochgeht. Man kann es ja nochmal probieren, aber mich jetzt ja gleich nochmal flippen. Ich muss mal genau den Point hier finden. So, ich fahre hier lang. Das ist das andere. Oder, schau mal, es flippt mich genau hier. Nee, das kann doch nicht, das muss doch irgendwo, das muss doch eine Kollision irgendwo sein, oder? Aber nur von der einen Seite. Ich muss ein bisschen langsamer fahren, das muss doch irgendwo spürbar sein, dass hier was ist. Nee? Hä? Ich komme einfach hier unten auf, wegen runterfahren. Nochmal. Das ist, Alter, du musst einfach nur langsam fahren, dann geht's. Ich bin so verwirrt. Also diese Insel macht mich noch fertig.
Einfach langsamer fahren vielleicht. Wäre vielleicht eine gute Info, ne? Wird es sicher auch nochmal sein. Ach, schau, Motorradfahrer. Ah, Motorradfahrer, den hätte ich fast mitgenommen. So. Mal probieren, das Ding ist nicht aus wie ein hingekacktes Ding geschissen. Gehen wir mal zum Flugfeld. Da könnte man seine Karre eigentlich auch mal ausfahren, ne, am Flugfeld hier. Kannst auch mal Rennen fahren. Ich bin zu schnell für das, für die Insel. Ich bin einfach zu schnell. Es tut mir leid, Leute. Ich muss das Ding downgraden. Also was ich heute hier für Stunt-Flips mache, ist ja unglaublich. So, wir fahren hier mal lang. So, jetzt. Hier ist ja auch fett Platz. Alter, stellt euch mal vor. Oh, jetzt kommt eine geile Idee, Alter. Da könntest du richtig geiles Tuning-Treffen machen. Wie geil ist das, wenn du hier Tuning-Treffen machst? Das ist, ey, das ist die perfekte Location. Hier, du machst hier drauf. Alle Autos in der Reihe. Tuning-Treff vom Feinsten. Jedes Auto hier so aufgestellt bis nach unten durch. Komplette Reihe. Und dann hast du hier Rennveranstaltung auf der Brücke. Das ist die geilste Idee, die ich jemals hatte, Alter. Best Idea, EU West. Hier fettes Auto. Das werde ich mal machen, Alter. Ich schwöre, ich werde hier fettes Autotuning planen. Tuning-Treff hier. Da müssen wir irgendwo eine Tankstelle hinbauen. Irgendwo hier müssen wir eine Tankstelle machen. Hier fährt das Tuning-Treff, Autos in einer Reihe aufgestellt, bis nach unten runter. Und dann hier machen wir Rennen auf der Brücke. Das ist halt... Das ist halt echt ein geiler Spot, um ein Tuning-Treff zu organisieren. Wirklich geil. Also das habe ich nämlich gar nicht gedacht, dass du hier so viel Platz hast auf dieser Landebahn. Bis nach hinten durch kannst du hier einfach auf Ehre Treffen machen. Und hier sind halt die Shops, wo nichts drin ist. Also da kannst du noch nicht einkaufen gehen, noch nicht zur Bank gehen. Das ist halt alles noch... Ne? Alles noch nicht fertig. Aber in Zukunft wird man dann hier einkaufen gehen können und Tankstelle wegschauen, wo ich hier hinballer. Ich denke mal hier vorne, wenn wir Tankstelle hinbauen. Hier irgendwo kommen. Ja, hier sieht hier irgendwo eine Tankstelle aus. Bauen wir hier den Laden hier einfach weg und dann machen wir hier eine Zapfsäule hin. Statt den Bikinis gibt es Zapfsäulen zum Holen. Mach Homeland-Tuning-Treffen. Ja, lasst mir das alle Homelander bitte zum Tuning-Treffen. Das ist der Sound of a Spinde. Ja, aber das ist schon nice hier, ne? Also hier wär's, das wär schon nice, location-technisch. Dann baust du dir noch ein DJ-Pult auf, machst du fette Musik. Also das würde ich hart fühlen. Das würde ich wirklich, wirklich hart fühlen. Also, diese Insel macht schon was her, wenn du da so Veranstaltungen machen kannst. Was macht der? Ja, dann zieh ich den mal weg, ne? Und kleinen Wörter. Mal hier. Aufladen und dann nochmal reinziehen. Ich hab die 500 damit. Es geht sich immer so knapp nicht aus, ne? Oh, okay, das Schild, das ist halt auch fies. Es geht sich knapp nicht aus auf die 500. Ach komm, jetzt mach ich das aber mal. Ich fahr nochmal runter eine Runde. Das schaffen wir jetzt, komm. Ich hab eine Idee, wie ich schaff's, Leute. Passt mal auf. Ich hab da einen Trick. Ich hab da einen ultimativen Trick, dass wir auf 500 km/h kommen. Ich fahr ja nochmal eine Runde. Aber auf eine andere Art und Weise. So, ich fahr hier nochmal durch. Dann nochmal bremsen, genau. So, passt auf. Mein Trick ist der, ich fahre immer wieder rauf, runter, dann booste ich das Ding so ein bisschen. Ist jetzt RP-technisch natürlich schwach, aber wir sind ja ausgeschlossen vom RP, dann komme ich schneller auf meine gewünschte... Das ist wie so Bumps, wenn du so Bumps mitnimmst, wisst ihr? Habe ich jetzt sogar so auf 400, wenn ich das mache. Ja, und jetzt ziehe ich durch. Dann sollten wir das eigentlich... Ja, guckt. 513 bin ich gerade gefahren, nur 514, geht doch. Einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen Bump-Using. In Real Life erstmal fake, komplett im Pop ist. Erstmal komplett neu bestellen, oder? Ja, aber so funktioniert's. Gut, ich bin happy. Ich habe 500 km/h geschafft. Jetzt können wir wieder zurückfahren. Aber wisst ihr, was jetzt machen? Sollen wir mal. Soll ich mal zeigen, wie lange es mit dem Golf braucht, bis wir da drüben sind? Pass auf. Golf Old war das? Oder Car Old Golf? Oder was? Golf 3 oder Golf 2 oder Golf
Golf Old. Old Golf 2. Scheiße, wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn das Teil? Braucht ein richtig langsames Auto. Oder ach, wisst ihr was, wir uns einfach ein. So ein normales Auto halt. Mein Gott. Mal gucken, wie schnell man da rüberfährt. Das dauert halt echt lange, bis du drüben bist. Ja, ist schon schön. Ja, das Ding ist langsam, das passt. Habe ich immer so ein bisschen eine Einschätzung kriegt, wie lange man braucht mit so einem normalen Auto ohne Tuning, bis man mal drüben ist. Das dauert schon ein bisschen. Das dauert schon ein bisschen. Toll, jetzt kann ich noch in die Tuning-Garage fahren. Perfekt. Das Ding despawned. Ja, jetzt mache ich halt neues Tuning drauf. Passt schon. Das passt schon. Aber schau mal, wie lang. Das ist halt so heftig. Ich feiere das. Ich bin jetzt erst in der Mitte. Jetzt bin ich in der Mitte. Das ist jetzt nicht mehr. Jetzt komme ich schon Richtung Brückenausgang. Ich feiere das. Es sieht auch geil aus. Also es macht schon was her. Mit dem Smart hätten wir machen müssen. Aber das ist unfair, guck. 2 km/h schneller. So. Wieder mal unser altes Auto zurück. Aber wisst ihr, was ich mir so richtig gut vorstellen kann? Wenn du hier drüben kochen kannst, ne? Ich stell mir hier schon so die Polizei vor, wie sie hier steht und nur wartet, bis die ganzen Kocher von der Insel kommen. Wobei, eine Sache gibt's, Leute. Eine Sache gibt's. Wisst ihr, was fies ist? Auf der Insel könntest du theoretisch mit dem Boot dich anlegen und kannst dann das Zeug von der Insel mit dem Boot Richtung Festland bringen. Oder mit dem Flugzeug. Wobei, mit dem Boot finde ich sogar besser. Das heißt, man hätte es relativ einfach, die Sachen abzutransportieren, ohne dass hier vorne irgendwer was merkt, dass hier ein Kocher steht. Das ist halt das Geile dran. Also du kannst hier wirklich geiles AP machen, mit dem du hier die Drohungen so gesehen wie in Real Life halt so verschiffst, BZW halt mit dem Flugzeug ins Land bringst. Macht RP-technisch auch wieder Sinn, dass das so auf einer Insel dann stattfindet. Finde ich halt cool. So, jetzt holen wir unseren Homeland Charger wieder. Genau, da ist er. Jetzt darf ich ihn wieder neu tunen, ich weiß, aber... Das Schöne ist, wir haben jetzt noch keinen Einsatz. Das ist das Schöne jetzt gerade. Wir haben noch nichts reinbekommen. Scheint heute jetzt bis jetzt relativ ruhig zu sein, aber ist ja so, wie es ist, wenn es anfängt. Also wenn es ruhig ist am Anfang, wird es später umso heftiger. Ist meistens so. Dann wird es später umso heftiger. Gut, dann gehen wir mal Tuning Garage. Fahren wir dorthin. Perfekt. Genau. Aber ich hoffe, Leute, euch gefällt das. Schreibt es mal gerne rein, wie ich das gefällt, das Ganze. Ob ihr die Idee gut findet mit der Brücke und dass man hier jetzt dann drüben die Insel hat, mit der wir dann auf 3.0 sehr viel machen werden. Schreibt es gerne rein, wie euch das gefällt. Also ich hoffe, euch gefällt das jedenfalls. Und bis jetzt also RLO-Spieler, Feedback war sehr positiv, den hat das auch sehr gefallen. Ich meine, was willst du Negatives sagen? Ist ja geil. Ist ja eine Erweiterung. Ist ja eine Erweiterung. Und ich überlege auch, dass wir hier diese Grenzübergänge, dass wir da auch diese Regelungen schreiben, dass man dann auch die Fahrzeuge suchen darf, ne? Auf Ehrenbruderbasis natürlich. Schau mal, was der Chat schreibt. Der arme Fredbot, was ist mit dem Freddy? Übelst geil, schreibt Chat. 9 von 10. Der eine Punkt hat gefehlt. Ja, der hat sich wohl verschrieben, hat er sich. 10 von 10 immerhin einer, jawohl. Baba. Hauptsache ich kann hier fahren, ne? Da fragt einer, eine Frage, was willst du mit 500 Euro kaufen? Also wenn ich es ausgeben müsste. Boah. Gute Frage. Wenn ich für mich was kaufen würde, wenn ich es ausgeben müsste, ich wüsste es gar nicht. Weil derzeit, ich spare ja alles auf dem Haus jetzt, derzeit für den Hausbau, spare ich halt alles weg. Finde den Übergang zwischen Brücke und Straße komisch. Also ich finde ihn gelungen. Also ich finde vorhin das übelst gelungen. Mit der Übergang. Ich finde ihn richtig seamless gemacht dafür. Aber soll man bedenken, der Ersteller dieser Mod, der muss ja perfekt das Ding einsetzen. Und der hat das wirklich gut eingesetzt. Ich habe schon Brücken gesehen, die nach Cayo Perico rübergekommen sind, die sahen richtig kacke aus. Das ist bis jetzt die erste und einzige Brücke, die ich gesehen habe, die gut war. Und da haue ich auch wirklich Props raus. Also ich finde, er hat das gut gemacht. Ich fand, der Übergang ist heftig. Man muss immer so sehen, dass das Ding existiert in dem Spiel halt nicht. Ja, es ist halt sehr schwer, sowas dann perfekt dorthin zu bekommen. Und dann, dass du es auf so eine Weite, ne?
wie weit das rüber geht und so perfekt dann dort einsetzt, ist schon eine Aufgabe. Also ich habe da Brücken gesehen, die sahen auf, die waren auf einem ganz anderen Niveau. Das sah gar nicht gut aus, aber das Ding ist heftig. Also ich fand den Übergang gar nicht das Problem. Ich fand sogar bis jetzt der beste Übergang, den ich jemals gesehen habe. Fahr mal Fulltune, das Admin-Mobil, das habe ich nicht mehr lesen können, perfekt. Eine Fähre wäre auch geil. Eine Fähre. Naja, das kannst du halt wieder in SAP verpacken. Wir wollen ja auch, dass die Leute dann vielleicht so pilotenmäßig was machen können. So halt gucken. So große Passagierflieger wären halt geil. Dass du halt von... dass du was buchen gehst, ne? So einen Flug gehst du buchen, dann machst du halt Urlaub und fliegst dann mit dem Flieger da drüber. Wäre halt auch nice. So. Warum liest du nicht die Comments durch? Habe ich doch, Bruder. Ich war doch gerade dabei, gerade. Hab doch gerade gelesen hier. So, also wir fahren mal rein, wir tun das Ding mal full auf. Machen jetzt mal hundertprozentig. Wo ist denn das hier? Full! Genau. Dann wieder voll machen. Ja, also bis jetzt keine Aufträge. Das macht mich gerade traurig, aber ja, man kann nicht mal alles haben. Ich finde, dass die Straßentextur nicht so mit den anderen übereinstimmt. Ja gut, muss es auch nicht. Eine Brücke schaut immer ein bisschen anders aus als der Straße, ja. Aber ich finde die Straßen sogar besser. Also ich fand die Straßentextur besser als diese hier. Die sieht viel cleaner aus einfach. Das sieht hier alles so, ne? Und die Brücke sieht halt aus wie neu betoniert. Das schaut halt alles komplett gepflegt und neu aus. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich finde es gut, weil es sieht halt neu aus. So ganz ohne Dinger drin. Ja, wir können auch Leute mal beobachten, wenn ihr das wollt, wenn ihr darauf Bock habt, Leute. Weil jetzt ist ja gerade nichts. Gehen wir mal beobachten, oder? Aber dann parken wir uns irgendwo hin, wo uns keiner stört, oder? Wisst ihr was, ich parke das Auto einfach hier am Hauptplatz. Das klaut mir eh keiner weg. So. Gut. Ja, mal schauen, was die Leute machen, ne? Auf Erdbruderbasis. Aber ich gehe irgendwo anders hin, wo ich keinen störe. Wo ist mein Lieblingsspot hier oben, ne? Oder war das hier? Nee. Wo war denn mein Spot, wo ich letztes Mal so oben war, wo es richtig geil war? Hier, oder? Den fand ich schön und den hier oben. Also eine Aussicht auf dem Hauptplatz hast, aber... der hier war besser, doch. Der war besser. Oder... Nee, das ist schon zu weit oben. Ah, der das ist ja ein schöner Blick hier. Nee, also der Spot hier ist... Baba, der hier. Habe ich immer gesagt, irgendwann machen wir uns hier... irgendwas hin zum Runtergucken. Vielleicht sogar hier noch besser. Haben wir uns hier so eine Couch hin. Kannst du schon auf den Hauptplatz gucken. So, guck mal, was die Leute machen. Interessiert mich gerade. Kusch ist der gerade drüben war, ne? Ich will mal zuschauen. Das wird der, ja, die machen. Reden kann er trotzdem nicht. Die machen Grillparty! Okay, die machen Grillparty. Ja, das sind die gerade da waren. Ah, mit dem Helikopter sind sie da. Aha. Ist das ein Polizeihelikopter? Ist das ein... Was ist denn das für ein Helikopter? Keine Ahnung. Also entweder ist gerade ein Kopf gelandet oder guckt, was hier los ist, oder ich weiß nicht, wo der herkommt. Vielleicht ist er da auch gespawnt. Oh, hier geht's ab. Einsatzfahrt. Aha. Aha, ui. Da gibt's anscheinend gerade Probleme. Liquid 46 ist auch mit fort. Hat der gerade nicht gesehen, dass der geflüchtet ist da vorne? Der Andy da? War der Wunder... Wie heißt der Wunder? Der versteckt sich jetzt da oben oder was? Da geht jetzt das ab. Hier, der hier. Guck. Am besten hier mal kurz warten, der Herr meinte auch gerade zu einschritten, ja, und er springt. Ui! Ui! Also, Royal Gamer, das will ich schauen. Royal Gamer. Was ist das denn? Ja, die Person, die was betrunken ist, handelt sich wahrscheinlich um Herrn Norris. Das sehe ich schon wieder. Der will springen? Geht sich gar nichts an. Ich habe noch mein Abi gemacht. Und dann war Schluss mit 19 Jahren. Ich
Ich dachte zuerst, ja. die haben den Verfolger oder sowas, der will nur springen. Also nur. Was haben sie denn? Springen! Nein! Wollte Freddy Mod geben, Opala, Entschuldigung, Freddy. Wollte ich das? Freddy, wann wollte ich denn das? Soll ich jetzt Freddy nicht Mod geben und warten bis nach dem Stream? Soll ich das machen? Warte mal, ich mach schon. Wenn ich ihn finden würde, das Problem ist, finde Freddy in den ganzen Dings. Ich find's mal wieder nicht. Freddy, ich finde dich leider nicht. Tut mir leid, kann dir leider kein Mod geben, so. ich find ihn gerade wirklich nicht. Freddy, schreib mal was rein. Jetzt weg! Komm, sie so, so muss. Boah, der hat aber auch Mikrofon auf Anschlag. Wieso? Ne? Alles wird sich. Nichts ändert sich. Oh, wo ist denn die Feuerwehr? Gar nichts ändert sich, gar nichts. Soll ich die Feuerwehr herkommen und da helfen, Alter? Da ist nichts unten aufgebaut. Guck mal, was wird sich ändern, wenn ich jetzt hier runtergehe? Der will ja springen. Richtig. Gar nichts. Mein Leben geht weiter, beschissen weiter. Hier stehen jetzt gerade. Also es ist keine Feuerwehr da. Ja gut, das macht Sinn. Einmal mich hier, ne? den Herrn da. Der Typ, ich feiere das. Der Typ, wir springen, Feuerwehr sitzt immer da. Heute Feuerwehr einfach mal nicht da. Wir machen einfach Urlaub. Auch. Aber und der Typ dachte so, jo, würden wir it's uns my day. Erstmal springen, Bruder. Feuerwehr ist nicht da. Labern Sie nicht so'n Scheiß. Ich hab den grauen Hahn doch schon gesehen. Der hat doch nass gegen mich. Nur wegen ihn spring ich. So, mal weiter zuschauen. Der hat nichts gegen Sie. Und ihr glaubt, der springt? Nein, ich sehe nichts. Das schon mal, hat Freddy geschrieben. Freddy, ich suche. Ah, da ist er. Jetzt habe ich ihn. Sicher der mit dir, Mann, sei schon, da warte hier. Nutzer vorübergehen auf diesen Kanal ausblenden. Nutzer vorübergehen blockieren. Ich blockiere dich mal. So. Freddy wurde erfolgreich blockiert und von deinem Kanal ausgeschlossen. Genau, das wollte ich anklicken. Das kann leben. Nee, Freddy hat jetzt Mod bekommen. Funktioniert. Das stimmt nicht. Kommen Sie vor der Kante weg, lass mir. Klabern Sie nicht so einen Scheiß. Kommen Sie keinen Schritt näher. Wie viel Geld hatten denn dabei? Immer, ob er es ernst meint. Jo, also wenn wir schon mit den 942.000 Dollar springen, Bruder, sind wir schon gar ja, geil. Ja, was wollen Sie? Ja, darf ich Ben sagen? Oh, eine 99 ja, Cent Klingendonation, perfekt. Ich bin bald weg. Zockergamer, vielen Dank. Hören Sie mal, mein Name ist Alexander Anderson, ich bin Officer. Alter, der springt ja mit ganz viel Stuff. Ja, ich auch. Ja, also ob der sich umbringen will mit so viel Stuff da drin? Der hat sogar noch den X-Miss-Wein, den gab's nur zu Weihnachten. Der will doch nicht mit dem Weihnachtswein springen. Der ist doch viel wert. Stopp! So ist gut. Was ist denn los? Aber ey, sein Mikrofon ist halt echt auf Owen. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Mein Sohn ist tot. Also meine Schwester ist tot. Achso, gut, das ist nicht schön. Meine Mutti ist tot. Mein Papi ist tot. Was mache ich noch auf der Welt hier? Nichts. Gar nichts. Leute, glaubt ihr, der springt? Ich glaub's nicht. Ich schau doch schon. Oder? Wenn das Leben auf uns herabsieht und man denkt, dass alles keinen Sinn ergibt. Das heißt, ich schau dem Juno zu, der schreit halt nicht so. Ja, ich komme zurück in den Himmel. Nein, Sie haben ein unglaubliches. In der Bibel steht, wiederbelohnt als neuer Mensch. So, jetzt bin ich als. Ach, viel angenehmer. Jetzt kratzt man auch nicht mehr so. Es würde mir was bedeuten, wenn Sie das jetzt nicht tun. Bitte was? Es würde mir sehr was am Herz liegen, wenn Sie das jetzt tun. Also, wieso? Wir kennen uns weil gar nicht. Das ist etwas sehr Schreckliches und ich wünsche das keinem Menschen. Sie glauben an Gott, so wie ich das richtig verstehe, oder? Ja, der springt safe. Denken Sie, dass derselbe Gott. Leute, was hätten wir, dass der springt und nicht springt? Zeigen warte wird, mal, wir machen Abstimmung. Warte mal. Wird er springen? So Leute, frag mal die Community. Schau mal, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Wird er springen? Dann hat er halt was. Ja gegen. Oder nein? Leute, wir machen Abstimmung. Nein, was glaubt ihr? Nein, definitiv nicht. Ja, also ich glaube nein. Sie, ich das glaube, dass er nicht springt. Das ist dann redet er halt ein bisschen und gut ist. Der hat noch die guten Sachen dabei, ja? Den X-Mess-Wein, das ist der Glühwein. Man springt doch nicht mit einem Glühwein in der Tasche, das geht doch nicht.
Ich kann doch, der wird doch mit einem schönen Glühwein aus dem Weihnachts-DLC springen. Das waren die Real Life Online Weihnachtswochen. Ben, die kann er doch nicht mitnehmen in den Tod. Das ist sau viel wert. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon sehr viele Momente. Wisst ihr, was ganz schön wertvoll ist? Das sind diese. Was hatten wir damals? Dieses Kusch, dieses spezielle. Dieses Banana-Kusch. Das hatten wir noch irgendwo im Inventar. Wisst ihr, wie alt das ist? Und es gibt's noch. Das haben noch die Leute. Freunde. Doch, einen habe ich, Wahnsinn. Das gibt's hier noch sogar. Ey, wenn er sowas in der Hand hätte, dann springt er. Also ich glaube nicht, dass er springt. Nein, Ben. 73% bitte. Schreiben ja. Ich bitte Sie. Ja, schauen wir mal. Ich glaub's nicht. 2800 Stimmen. Tun Sie das jetzt nicht, bitte. Vielleicht ist er noch am Schlafen oder das Handy ist kaputt gegangen oder sonstiges. So, kommt jetzt Feuerwehr? Herr Nor, Ben. Heute ist richtig, also noch ist wenig los. Mal schauen, wie lange es braucht, bis viele da sind. Wie gesagt, mir sehr am Herzen liegen, wenn Sie das jetzt tun. Wäre nicht schlecht, wenn die mir mal Dings holen würden, ne? Warum Rettung. Sollte es mir das nicht? Das muss ich mir jetzt aber Zappa, Leute, nochmal. Das schaue ich mir jetzt mal von außen an. Das schauen wir uns von außen an. Haben die hier keine, ey? Also, jetzt mal an die Cops, ne? Ich weiß nicht, ob die Krankenwagen gerufen haben oder ob die gerade richtig fett im Struggle. Es kann sein, dass die Leute, die gerade. Wir haben gerade drei Ambulanzleute online vom EMS. Kann sein, dass die gerade alle vergeben sind, ne? Aber bei sowas, da würde ich direkt anfahren, Alter. Also, schau mal, wenn der da unten aufklatscht, ja, das ist ja nie so schön, dann könnte man hier wenigstens irgendwas hinstellen, weißt du, dass hier nichts passiert, dass hier nicht über vorbeigeht oder so. Ich sind die Center, ich muss echt mal rausschmeißen. Ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr leben. Dieser tanzende Bananadog, Alter. Mein Bruder ist tot. Jeder ist tot. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Ich hab grad eine Idee. Ich mach mich jetzt zu einem Vogel und flieg da mal hin. Schau mal, ob das funktioniert. Was waren das nochmal für. Wie nennt man das Ding? Nee. Wie heißt das Ding, was ich mal zu anderen mache? Müssen wir mal schauen. Sollen wir die Animal List durchgucken? Ich weiß nämlich auswendig nicht, was das für ein Ding ist. Weil so eine Krähe wäre halt cool, ne? Schau mal. Nee. Jetzt hau ich einfach so zu so einem Endl-Dings da, ist ja auch egal. Ah, nee, da hab ich's, glaube ich. Nee. Nee. Dann hab ich wirklich nur das Ding hier, dieses, das Ding hier, ja, aber egal, da flieg ich halt darüber, mein Gott. Schau mal, ob ich dort. Das Ding gelandet bekommen. Warte, wie fliegt man nochmal? Mit Leertaste landet man, ne? Mit Andel der Ente. Ich schau mal, dass ich dort lande und dann mir das vom genauen Standpunkt dann anschaue, weil so können wir direkt ins Geschehen rein im RP. Damit stören wir auch niemanden. Ich schau mal, dass ich hier irgendwie perfekt reinlande. Da müssen wir jetzt einen schönen Landeanflug hinkriegen, genau. So ein bisschen Zeichen setzen, wisst ihr? Mit Spring bitte nicht. Nur Scheiße labern. Okay, und jetzt probieren wir, ob ich das Landen hinbekomme. Und schaue ich, dass ich direkt vor ihm lande. So, vielleicht springt er dann ja nicht, ne? So als Zeichen. Er sagt, er glaubt an Gott. Vielleicht glaubt auch an. Ich werde dafür sorgen, dass der Officer Connor in Zukunft mit ihm alles komplett raus sich hält. Und dass das dann die anderen Kollegen übernehmen, die eine neutrale und gute Sichtweise dazu haben. Damit wir. Und nein, ich wollte nicht. Damit das nicht so eben genauso ist. Oh nee, ich wollte eigentlich nicht. Wichtig für Sie und dass Sie beide da. Okay, ich muss mal was probieren, da zu landen. Ich wollte eigentlich nicht aufstehen, wollte eigentlich einen Ton von mir geben. Oh Scheiße, ich hab gekackt! Sind wir keine Kacken! An die kackende Ente? Aus der Kloake kommt der Spaß. Von oben nach unten. So.
Mal probieren, dass ich hier nochmal notlande. Ich bin so gut gelandet, Bruder. Das schaffe ich doch nochmal, oder? Die Mediziner müssen ihn nicht. Ich will hier nicht weg. Mein Herz. Mein Herz. Wir müssen ihn jetzt echt zu einem Arzt bringen, weil sonst. Du musst dich ins AP einbringen. Ich gehe jetzt einfach hier vorbei. Aber Leute, ist nicht gesprungen. Dann kann ich die Bewertung hier mal ausstellen. Umfrage beenden. Ich hab's nicht gesagt, er springt nicht. Mit. Mann, Herz. Helfen Sie mir mal, den hochzuheben. Ich hab ein bisschen mehr. Ja. Und eins, zwei, drei. Jetzt festhalten. Sehr festhalten. Ja. Ich mach mal seinen Arm um meine Schulter. Man sieht das so ein bisschen dasselbe. Kollege, wie sieht's aus mit den Medizinern? Ah, die haben schon Mediziner gerufen, ich sag doch, kommt keiner gerade. Aber sie sind unterwegs. Ach, die sind abgestürzt! Die haben Code Nym? Ah, deshalb ist keiner. Das macht jetzt Sinn, ne? Haben sie nicht die ganzen Medics erstmal abgestürzt. Die Frage ist, wer hilft dann den Medics, wenn die alle abgestürzt sind? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Na komm, da fliegen wir mal weg. Mach blepp. Ich bin eine kackende Ente, Alter. Ich freue mich so drüber. So, da fliegen wir mal weiter. Guck mal, was noch los ist. Hier, der Enrico Miller, den kackt mal sein Auto voll. Spaß mit Slip. Hätte schlecht ausgehen können. Den kackt man sein Auto voll. Pfefferminz-Eis? Was ist Pfefferminz-Eis? Pfefferminz-Eis? Okay. Ha! Raufgeschissen! Ah, ne, doch nicht. Boah! Alter. Wirklich jetzt? Weißt du, Hauptsache ich flieg vorher nicht in das Ding rein, ne? Wäre so typisch. Sag jetzt mal. Verliere ich da nicht meine Sachen, ne? So, jetzt aber. We flying high. We flying high. Bis to the sky. Wie komme ich jetzt? Hallo? Hier. Gut. Dann schauen wir mal, was die Leute so machen. Also. Da hundertprozentig jemand am Kochel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da tippe ich mich mal hin. Die hat einen Fahrradunfall gehabt. Pff. Was ist das jetzt machen? Die hat einen Unfall. Die hat einen Bikeunfall. Big, big. Quack. So, dann bin ich mal weg da, aber ganz schnell. Die Arme. Ey, die haben aber jetzt viel zu tun, ne? Die hat einen fetten Bike-Unfall gehabt. Die dachte sich nur so, was ist denn jetzt los? Oh, man kann ja bis nach oben so fliegen, ist das geil. Guckt euch das an die Happy End. Oh. Das wird mit dem kacken Lärmer nochmal. Gut, also die ist runtergefallen, das ist schön zu wissen. So, wo hätte man noch jemanden, wo wir gucken können? Ach, der baut an. Also wenn der nicht anbaut, Leute, jetzt mal no joke, wenn der jetzt hier nicht anbaut, esse ich für euch heute live on stream einen Besen. Andel schreibt, er macht den Job gut, das stimmt. Andel macht seinen Job gut. So, gucken wir mal. Also wenn der nicht anbaut, fresse ich einen Besen. Hundertprozentig, Leute. 100, 195%ig. Ha! Ha, was habe ich gesagt? Was habe ich euch gesagt, Leute, dass der hier anbaut? Was habe ich gesagt? Hier. Ich darf heute keinen Besen essen. Ja, komm, aber das kennt man ja. Das ist der... Ein absoluter Dreamspot ist das hier zum Anbauzen. Aber sowas von. So, ich lande hier mal. Ding, ding. Da kommt der Eiermann. Warte, ich mach... Soll ich ihn so voll erschrecken? Mach mal.
Ich glaube, das war jetzt laut. Wieso? Lass du meine Samen ruhen, bitte. Möchtest du Brot? Ja, warte, ein Sandwich. Warte. Das musste so laut, es tut mir sehr leid. Und kriegst noch einen Muffin. Aber nächstes Mal nicht so anschleichen. So, ich glaube, wir haben alle seinen Job gut übernommen. So, jetzt kacken wir noch einmal auf das Ding, dann wächst das hier besser aus der Kloake. So, da la, einmal drüber scheißen. Perfekt, direkt im Weed gelandet. Irgendwer wird also sein Weed bestellen und da ist eine fette Kacke drin. Perfekt, hat toll funktioniert. 10 von 10 Sternen, immer wieder gern. So, also wir haben ein Sandwich und einen schönen Muffin haben wir uns mitgenommen. Meine Ohren, ja, die Leute, die Ohren, die müssen so wehtun. Es tut mir sehr leid, aber das muss leider sehr laut für die Leute sein, weil sonst erschrecken sie sich ja nicht. Was, also das haben wir schon mal gemacht. Dann hier hinten, da baut, wenn der auch nicht anbaut, dann weiß ich auch nicht. Wir gehen da mal hin. Ich darf nicht wissen, dass du Kopftuch hast, aber ich wissen, dass aus Kühe auch dünner gemacht wird. Ja, ich töte gleich Kuh, ich bin mit. Wir machen dünner. Aufpassen, jetzt wird's laut. Alter! Das ist der Sound auf die Spinde. Das ist halt. Das ist Alter gerade gehört, auch nicht schön. Ja, da können wir noch Entenbraten machen, oder ist das eine Gans oder was ist das für Tier? Ist das eine Ente? Ich glaube, das ist keine Ente. Das ist ein Fischreiher, ist das. Was machen diese Stinken? Hast du es gesehen? Nee, ne? Das wär's ja. Komm, gib dir Alkohol, Mann. Komm, wir geben dir Alkohol. Warte mal. Hast du mal eine Fortnite tanzende Ente gesehen? Das funktioniert sogar. Sieht nicht gesund aus. Ich hab was Besseres für dich. Warte mal. Gut, die hat vier Flaschen. Die hat jetzt vier Flaschen. Ja, ich hab auch. Geh mal weg. Ui. Das zieh ich mir mal rein. Scheiße. Die Autotune-Ente? Aber auch nicht schlecht, ne? Die Kifferente. Die Kifferente mit Autotune, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Geschäftsidee. Also wenn wir uns jetzt aber nochmal hier den Dings reinpfeifen, aber da fliege ich jetzt nicht runter, oder? Welche? Oh, nicht im Baum rein, bitte. Wenn ich mir jetzt hier nur den fetten Wodka reinpfeife, fliege ich dann runter? Einfach mitten. Oh, lässt mich aber richtig zu. So, von der zugedröhnte Ente im Anmarsch. Wie kann ich Ihnen helfen? Also die fliegt ja richtig kacke jetzt. Kann ich ja in First Person fliegen? Nee. Aber kacken kann ich immer noch.
Kacken im Sauseschritt. Na, das ist super, das gefällt mir. Solange ich scheißen kann, ist alles gut. Sag mal, wie oft kackt eigentlich so eine Ente im Monat? Hat das schon mal irgendwer... Gibt es da eine Studie drüber? Also viel Scheiße, wie Andl auf seinem YouTube-Kanal produziert. Da müssen aber Enten ganz schön viel aushalten beim Scheißen. Ah, Kuss geht raus an Andl. Ich hab dich lieb. So. Gut. Aber ist das fies. So, aber der war nicht schlecht. Gut, jetzt wollen wir mal gucken. Wo geht's denn jetzt hier lang? Also der hat angebaut. Hier oben ist gerade... Ach, hier, der da. Ach, schau. Da ist sicher... Ah, nee, der fährt da gerade rum. Die liegt immer noch tot im Graben. Das ist auch schön. Da kommt auch keiner hin. Wisst ihr, was ich nur gerade sehr, sehr entspannend und lustig finde? Wir haben gerade 3 Medics online. Und wie es aussieht, kümmert... Ah doch, das kümmert sich. Ich dachte schon, da kümmert sich keiner drum. Wisst ihr, was ich genau meine? Wir schauen uns das mal an. Wir lachen einen Radlfahrer aus. Oh nee, bin ich jetzt nicht ernsthaft hier unten gespawnt? Das muss halt echt nicht sein, Bruder. Das ist halt echt nicht sein, dass ich hier unten spawne. So. Schauen wir mal, ob ich das gelandet bekomme, das Ding hier. Im Wald, weil ich viel... Ah doch! Ach, deshalb hatten die einen Code... Das waren doch die. Ah, die Nachtschwester funktioniert... Ah, da ist jemand unterwegs. Da bin ich gleich dort. Da habe ich mal einen Auftrag. Kann ich da den klauen? Ich finde es so schade, dass ich hier nicht kacken kann. Also mal ein bisschen lauter werden hier. Ich glaube, der ist bestimmt schneller als ich, wenn wir mit. Soll ich dich einfach auf den draufsetzen, dann kannst du mit dem fliegen. Ganz schön zutraulich. Kann man den als Haustier haben? Musst du mit? Das ist ja mal los, ne? Ui, ich muss hier aufpassen. Es sind so viele Bäume, ich hab Angst, dass ich hier drauf gehe, Alter. So, ich muss zur Nachtschwester, ne? Da war ja was, so. Was ist denn mal, so, weil irgendwer hat ja eine Nachtschwester herbestellt. Muss ich doch nicht mehr behandelt werden. Das ist richtig. Dann wünsche ich schönen Abend noch, gell? Ciao, ciao. Ja, und ich muss heute den warten. Juhu, ciao. War das oben? Der hat mir da oben bestellt, ne? Ich werde einfach ganz normal mit ihm reden, weil ich bin ja Admin und Jude, der ist ja komplett egal, mit was er redet. Hauptsache, er redet mit irgendjemandem. Ja, ich bin schon da, Alter. Ich bin doch schon hier. Ich passe nicht durch die Tür. Hallo, die ist nicht artgerecht gebaut. Ah, jetzt komme ich durch die Tür. Die ist nicht artgerecht für Hirsche gebaut, die Tür. Das ist echt unglaublich. Unglaublich präpotent. Unglaublich präpotentes Verhalten. Oder wird das hier? Oh, nee. Okay. Hey, wir haben ein neues Krankenhausmaskottchen. Hoppala. Keine Leute damit schubst, das wusste ich nicht. So, wer war anders jetzt hier? Der. JJ109. Wo ist denn der JJ109? Ah, da, JJ, da ist er. Wir haben ein neues Maskottchen. Aua! Ah. Aua. Wir haben einen Hirsch im Krankenhaus. Ja, der ist schon gerade gezählt. Nachtschätzer funktioniert aktuell. Wieso hab ich den hier schon draußen gehört? Kamilla? Ah, okay, das funktioniert trotz aktiver Medizin. Da hat irgendwer was Scheiße gebaut. Ja, lass uns den mal raustreiben hier. Ich glaube, der hat sich verlaufen. Dank zum Messern. Um Gottes Willen. Tatsächlich, es funktioniert. Da hat irgendwer Scheiße gebaut. Aber richtig heftig Scheiße. Jetzt müssen wir den mal da vorne in die Tierklinik holen. Oh ja, die Veterinärklinik. Der hat sich das Kreuz gebrochen. Sterilisieren. Hier kannst du Notfall für zwei wieder. Tierchen, magst du mal abholen aus dem Krankenhaus? Warum rede ich eigentlich mit einem Hirsch? Bin ich behindert oder wie? Ja, wer? Dann gehe ich halt wieder. Bin hier nicht erwünscht. Unglaublich unfreundlich da drin. Alter, kurz voll erschrocken. Aber ich bin jetzt aber mal weg. Wie kann ich das hier wieder... Scheiße, bekomme ich hier wieder zurück? Hilfe. MP-Man war das, ne?
MP. Scheiße. Hilfe! Ich bin im Hirsch gefangen! Ich wollte doch was testen! Oh nee, ey. Komm ich auch nicht mehr raus hier. Ah doch, ich weiß nicht, alle doch hier. Perfekt. So, wild entlaufener Hirsch. Ganz schön weg hier. Im Galopp aber. Oh, ist der schnell. Oh, der rennt aber wirklich schnell, der Hirsch. Bist du deppert? Der zieht ja richtig ab. Und Zugriff. Oh mein Gott. Ich glaube, der Hirsch hat einen Nackenbruch. So, muss mal schauen, wie komme ich da wieder zurück an meinem... Ich glaube, unter Skin ändern, ne? Geschlecht ändern, ja. Ah ja, wollt ihr Mark Rumpel als Frau sehen? Hier. Das ist Mark Rumpel als Dame. Ist sie nicht wunderhübsch? Frau Rumpe? Das ist Frau Rumpe mit Bart. Wunderhübsch gewesen, ne? Wunderschöner Anblick. So, schauen wir mal zurück. Also, anscheinend gibt es hier ein Problem mit, Guten Tag. Warum riecht's denn hier so komisch nach Wild hier drin? Komisch. Okay, also man kann anscheinend trotz aktiver Mediziner kann man sich hier wieder... Das darf natürlich nicht sein. Dann checke ich mal schnell das Skript ab, Leute. Auf ehrenhafte Art und Weise machen wir das jetzt. Schauen wir da mal... Schauen wir mal rein, sagt man so auf gut Deutsch, gell? Schaut mal rein. Schaut mal rein. So. Also. Da hat sich der Andel wieder mal auf ein Skript höchstwahrscheinlich draufgesetzt, weil es umgesetzt hat. Und seitdem funktioniert es nicht mehr. Das wäre ziemlich sicher. So. Kurz geht raus. Unter Jobs müsste das sein. Oder... Emergency Scripts, da ist es drin, so. Sehr viel. Was ist denn da passiert? Am 17.05. wird das geändert, also heute um 14.14 Uhr. Gut. Und ich glaube... Nee. Mhm. Aha. Ah, das macht jetzt aber keinen Sinn, gell? Also man kann sich anscheinend hier einfach healen lassen, ohne, ne? Hm. Das darf natürlich nicht sein. Die Frage ist jetzt natürlich, warum genau ist das so? Denn, zack, 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 else, if online, diese Bumse und diese Bumse, genau. Und der sagt das Null oder was, wartet, ich mach schon einen Print rein, dann sehe ich das. Ich mach doch mal am Print rein, so. Dann check ich das mal in-game ab, was da los ist. So, restart, RLO, self heal. So, check mal das mal ab, was mir returned. Nil, nil, das passt. Du kannst dich nicht selber verarzten, wenn Rettungskräfte im Dienst sind. Das passt. Und wenn ich mich jetzt set, job, 8-3. Hm, also das ist komisch. Jetzt macht er das richtig. Warum macht er das jetzt richtig und davor nicht? Jetzt setzt er das ganz normal. Jetzt macht er hier mal eine 1 rein. So bis es gehört. Also, was auch immer da gerade passiert ist, der hat das nicht gecountet, aber jetzt funktioniert, also irgendwie, pff, bitte fragt mich nie warum. If confirmed, warte, vielleicht gibt es hier ein Problem. Confirmed ist gleich. Nee, das ist ja richtig. Alter, ja, wo kann das liegen? Er macht hier den Job-Count einmal runter. EMS Online ist gleich Job-Count, Ambulance, zack, 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 nee. Funktioniert jetzt aber nach dem Restart. Das macht mich schon matt gerade. Dass das jetzt funktioniert. Ich hatte die Prints wieder raus. Ich glaube, es jetzt funktioniert. Also der macht das. Nö, der macht das richtig. Puh, keine Ahnung, was da passiert ist. Fragt mich nicht. Fragt mich bitte nicht, wie das passiert ist. Ich kann es euch nie sagen, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Dies passiert ab und zu mal. Ne? Ist ja mal irgendwas verabschiedet. Oder der Andel sich ein Skript anschaut und dann funktioniert sowieso nicht mehr. Also,
eins von beiden wird schon passiert sein, ne? So ist es. Gut, haben wir das auch so gesehen und Anführungsstrichen gefixt. Ich weiß noch nicht, was er ausgelöst hat, aber es geht jetzt. Also wenn es geht, dann geht's. Werde ich mir nochmal in neuer Beobachtung stellen. Nicht, dass das öfters passiert. Oh, schau, wer da kommt. Ach, Stadtwerkler kommt da. Oh, ist er mit seinem Putzauto. Können wir auch wieder durchfahren mit dem Putzauto durch die neue... Wir sind doch gar nicht mit dem Putzauto durch die neue Dinge durchgefahren. Das wär's doch. Das wäre doch mal was. So, haben wir das aber geklärt. So. Hab ich dir das überhaupt schon gesagt, dass ich das gefährlich gemacht habe? Ah, der sieht's eh selber. Oder? Ah, ne, der gibt ja 2000 Dollar dafür aus, wenn der mal meint. Nicht, dass der da drauf drückt, auf einmal geht's. Die Nachtschwester. Warte, wo ist er denn? Hallo? 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 Ja. Das ist jetzt, das funktioniert wieder. Ah, okay. Okay, danke. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Ja, bevor ich hätte mich jetzt einfach verpisst und er wäre jetzt einfach 50 Minuten nur da gestanden und er hätte gewartet auf mich. Das ist fast voll vergessen, Bruder. Der stand ja noch da. Da war ja was. So, geh mal durch hier. Wollte ich mein Auto stehen lassen? Ah ja, am Hauptplatz, da war was. Gut, Hauptplatz, ich hoffe, er steht noch da. Einmal weggenommen, das Ding. Einfach geklaut. So, hab ich doch irgendwas noch nicht vorgelesen. Baguette haben wir vorgelesen, Cheatcode haben wir vorgelesen. Josche 007 habe ich nicht vorgelesen. Kuss geht raus, dankeschön. Baguette Irma mal vorgelesen. Das haben wir auch voll perfekt. So. Spiel über. Kannst du morgens Sven Rumpel streamen? Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Salzwort Fanboy, das arme Reh, aber sowas von. Ach, schau, da ist es ja. Mein Lieblingsauto. Ja, wollen wir da mal den Plan ausschleifen oder wie schaut's aus? Oh ne, da höre ich lieber nicht zu. Nicht, dass ich dann irgendwelche Informationen mit ins Spiel nehme. So, bin wieder da. Und dann, wir könnten auch wieder Leute ausspüren, den können wir auch machen. Ist eigentlich bald zu 700 los? Nee, ne? Ah, da ist ein Radar. Mal volle Kalle durchbouncen. Und ich werd wieder was mit euch, das ist ein Radar. Aber er sollte mich... Kriegt er mich eigentlich erst mit der... Ach doch, mit der Radarfalle kann er mich scannen, doch, doch. Schau, wie schnell die Radarfalle aufnimmt. Schau mal, 400? Ja, mit NOS. Mit NOS. Why not, ne? Ob er das gesehen hat? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ja. Das ging ihm sehr zu schnell. Wenn er jetzt aufgepasst hat, weiß er, okay, da war ein Blaulicht drauf, passt. So. 400 durch. Ja, ob er noch da steht. Ja, er steht noch da. Guck. Er hat's gesehen. Passt. Mir ist einmal jemand nachgefahren. Da wird einer ins Kitchen gebracht. Das ist auch immer schön anzusehen. Warte, wir gucken nochmal hier. Hier gab's ja mal. Hier hinten gab's so einen Anbauort. Voila. Ups. Ich schwöre euch, ich bin so glücklich, dass ich heute kein RP spielen muss mit dieser Fahrweise. Hier haben sehr viele mal angebaut und da hat irgendeiner mal gesagt, dass man hier mal durchgehen konnte. Aber ich glaube, das ist jetzt gefixt, ne? Ja. Alter, wenn du dich theoretisch hier durchquetschen könntest. Probier das mal. Das geht. Aber wenn das funktioniert, hätte ich so gelacht, Alter. Einfach so gelacht. Aber durchcrawlen durch das Ding. Das ist ein Zeitlupe durch Umfeld, das Teil, weißt du? Ah, es kommt jetzt der Knast, der Typ, der da vorhin war? Nee. Was? Der. Nee, es war anders. Okay, gut. Fahren wir weiter. Ich frag mich, was die da machen. Die stehen da schon seit einer Stunde rum. Die haben irgendwas. Die machen irgendwas aus. Weiß noch nicht was. Dann der hier. Achso, der. Also, der geht hier. Ich weiß schon, was er macht. Der tut hier Farben fischen und so. Das würde mich interessieren. Ja, Gang wird. Der ist in seinem Haus drin, ja, das macht Sinn. Feuerwehr ist ein bisschen was los. Was machen die? Tattoo-Stechen tun die? Auch nicht schlecht. Und hier ist halt. Ja, Alter, hier spielt sich gerade alles ab. Da fahren gerade die ganzen Leute, guck. Da geht's ja ab, da fahre ich aber hin. Oder was hat so zur Insel in die Richtung? Smokey, wir haben auch eine Insel gekauft. Wie macht man das, dass man die Straßen auf der Minimap sieht und so? Also. Die Insel, du hast eine Insel gekauft? Wir haben die nicht gekauft. Wir haben die kannst du gratis runterladen. Du musst ja nur die Insel aktivieren. Wer muss denn nicht machen? Und in dem Script gibt es auch, dass das gleich mit aktiviert wird, wenn du drüben bist.
Also die Insel muss man nicht kaufen. Die kostet nichts. Also dann wirst du aber mies abgezockt, wenn du eine Insel gekauft hast. Außer es sind zusätzlich MLOs drauf. Das sagt einfach Insel gekauft. Basic GTA. Jonas Urban, die Mittelmeerpinie, ist auch wieder dabei. Du hast meine Spende überlesen. Nein, nein, ich bin auch dabei. Ich lese auch gerade vor. Ich gehe gerade von oben nach unten. Tut mir leid. Toni Marode, ja, für 95 Cent. Und hier nochmal. Jonas Urban, die Mittelmeerpinie, jetzt habe ich es. Mach bitte mit Chandel, Wendler und Laura. Schatz, oha. Ja, keine Ahnung, das ist etwas cringe. Oh, da ging was hoch. Schön, schön, schön. Polizei steht da, ja, tatsächlich, ja, blitzt. Der tut blitzi, blitzi, tut er da hinten. Aber guter Spot hat er sich ausgewählt. Mit dem Blitzen, Blitzen. So. Toni Maroni nochmal, danke auch dafür, dass er bei Vogel Smokey. Und mir hast du die Insel. Also wie gesagt, die gibt's auf 5M gratis zum Runterladen. Da gibt's alles für die Insel gratis. Auch die Shops kannst du dort, also es gibt ja so einen Shop MLO, das kannst du dort auch gratis ziehen. Das kostet also übrigens gar nichts. Heißt einfach einer Smokey, weißt du? Wie unser Smokey. Würdet ihr eigentlich was bei der 1 Million donaten? Liebe das Streams noch weiter, so Dankeschön. Vielen Dank an Devil. Doch, ne, Devin, nicht Devil. Devin L, jetzt bin ich falsch abgefahren. Perfekt. Ach, falsche Tour, komm. Boah, ich jetzt falsch abfahren. So. Lessons, danke für zweimal Donation von 99 Cent und einmal 1 Euro. Toni Marodi auch nochmal, danke für 95 Cent. Kuss und raus, kennen die Wolfgang ja für 1,07 Euro. Schreibe auch nichts dazu. Ist das immer schön, wenn die nichts dazu schreiben, ne? Im Superchat, das ist ganz angenehm. So, Steven Leingang ist auch wieder am Start, danke für 3 Euro. Rinne Wolfgang für 1,49. Ray Jay-Z, danke für 1,60 Euro. Fidericus, Reifenstuhl, was ist denn der Name? Welche Voraussetzung muss man für RLO mitbringen? Was für RLO oder Real Life? Für Real Life musst du sehr viel mitbringen, für RLO nicht so viel. Für Real Life. Also für Real Life Online steht alles im Forum. RealLifeOnline.net unter Bewerben. Auch wenn jetzt die Phasen geschlossen sind, man findet alles im Forum, wenn man es braucht. Die chillen echt alle da drüben, ne? Ich fahr nochmal rüber, ich will mal schauen, was die jetzt machen. Da sind jetzt so viele drüben. Fahren wir nochmal auf die Insel eine Runde. Ein schöner Unterboden. Wenigstens haut es mich hier nicht weg mit der Kiste. Mal nochmal, ob wir das geboostert bekommen auf Ehrenbruderbasis. Ich bin mit Blaulicht, dass das jeder wohl sieht. Jawohl. Wir würden da echt so eine Blockade hinbauen, dass man da nicht raufboosten kann. Ist ja richtig fies, wenn man das macht. Ich fahre jetzt schon 400. Nochmal 500 gekommen, perfekt. Und. Alter. Ja, okay, das war zu schnell. Also bei 500, da bringt sich das Speedbomb-Dings nicht mehr. Dann ist das. Geht das nicht mehr, Leute. Dann ist da schon Ende Gelände. Da ist da aus. Da kommen immer mehr Leute hin zu der Party da unten. Guck! Alter, was ist denn da los? Die ganze, ey, Leute, hier ist gerade fast mehr los als drüben. Guckt euch das mal an. Wartet mal, da sind eins, alleine Lebenswort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da sind 3, 7, 8, 8 Leute, mit mir insgesamt 9. Ah, hier sind auch noch welche. 10, 11. Alter. Das sind ja sau viel jetzt drauf. Ich frag mich, was die alle machen. Wir müssen aufpassen, mich heben sonst wieder aus, Leute. Sollen wir mal probieren nochmal die Hebelwirkung? Vielleicht lag es ja auch an der Frontbar, das kann sein, ich probier's mal. Da hat es uns, glaube ich, ausgehebelt, ne? Hier? War das hier? Nö. Vielleicht lag es an der Frontstoßstange am Bumper. Hier war das. Hier bin ich durchgefahren und hier hat es mich dann ausgezwiebelt. Glaube ich halt. Jetzt hat es mich noch ausgezwiebelt, guck. Vielleicht war es einfach die Bar vorne, die Rollbar. Also Rollbar, die Rambar meine ich. Schön ist, wir können ja da drauf fahren. Komm, aua. Wir können ja einfach offroaden. Wir sind auf dem Turm oben, ne? Ah, auf dem Turm.
Lass es mal an. Ja, guck, der ist ja riesig. Ja, die sind da oben auf dem Turm. Das ist auch geile Aussicht. Schaut mal, wir können von hier aus auf die, auf Held A gucken. Das ist halt geil, ne? Guck euch mal diese geile Aussicht an. Hier stehe ich mir mal hin. Hey, da gibt's sogar so einen Aussichtsplatz, wie geil. Das ist mal was Schönes. Das ist mal was richtig Schönes hier. Das ist mein Leben gerade einfach wirklich in eine komplette Situation verpackt. Ich will mich auf dem Sessel hinsetzen, der Sessel fliegt um. Ich sitze. Echt, das alles ist nicht geil. Und mal nach rüber hier. Und das Einzige, was man hier hat, ist, wenn man auf eine gewisse Höhe kommt. Man sieht es hier ein bisschen. Dann sieht man den Übergang vom Meer, das hier so ist, zu dem Meer hier drüben. Ne? Dann wird es ja ein bisschen komisch. Aber sonst sieht das echt heftig aus. Guck ich das an. Jetzt nach rüber sieht man. Nagelband geht nicht mehr weg. Jawohl, mein Einsatz, ich bin dabei. Dann testen wir gleich mal. Achso, ist eh gleich hier hinten. Ja gut, da bin ich dabei, Bruder. Ist ja eh gleich da hinten. Kann ich gleich mal zur Einsatzfahrt fahren. Also passt das eh, dass ich auf der Insel bin. Erste Einsatzfahrt auf der Insel. Und ich war dabei. Ich bin unterwegs. Da kriegt ja sein Nagelband nicht mehr weg. Also diese Probleme will ich auch haben. Okidoki, so wo steht denn hier das Nagel hier? Jawohl. Guten Tag. Stelle, bitte. Guten Tag. Von den Kopf wurde deine Spalte entdeckt. Perfekt. Warum bin ich da ein Nagelband? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade mit dem Porsche hierher gekommen, bin fast durchgefahren. Die Männer da drüben in dem Auto können es auch bestätigen. Das lag da schon. Dann frage ich mal drin nach. Ja. Yeah, oder stehen vielleicht auch irgendwo vorne Cops. Keine Ahnung. Macht halt keinen Sinn, hier so ein Nagelband hinzulegen. Oder ja, Grund. Da vorne stehen noch Cops. Die ja. Verstecken sich wo? Irgendwie. Wo hier? Wo sind die? Den Weg hin. Da, warte mal. Irgendwo da lang. Also ich habe jetzt... Also mir sind... Mir ist warte mal, hinter uns rennen welche. Ja, die sind doch gerade hier entgegengekommen. Das waren doch die hier, ne? Wieder. Hallo. So eine Nachfrage, wo der Nagelband liegt. Das weiß ich nicht. Ich hab kein Single. Wie ist denn das jetzt weg? Jetzt ist es weg. Ja, ich sag mal so, es ist. Achso, aber wir konnten das irgendwie nicht aufheben. Nee, liegt daran, nur Cops können Nagelbänder derzeit aufheben, glaube ich. Echt? Achso, okay. Glaube ich jetzt mittlerweile. Achso, weil wir dachten, konnten wir die auch aufheben. Ja. Und deshalb dachte ich, das ist irgendwie verwackt. Okay. Oh, nee, Achtung, nee. Achtung. Nee, weil ich wurde jetzt geholt, weil ich dachte nämlich, dass die Polizei da Nagelband nicht wegkriegt. Jetzt habe ich nochmal geguckt. Ja, nee, der Kollege hatte gerufen, weil wir dachten, das wäre irgendwie verpackt. Weil normalerweise haben wir die als Zivilisten auch wegbekommen, wenn ich mich jetzt irre. Okay. Ist das eine Razzia oder was haben so ein Auftreten? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, okay. Da kommen jetzt Leute raus. Gut, dann bin ich heute weg. Halte ich die mal an. Ich warte mal. Hallo? Servus. Uno frago, por favor. Ja. Habt ihr ein Nagelband vorne hingelegt? Von der Einfahrt? Nee. Nicht, ne? Ja, irgendwer hat ja, das ist schon klar, aber ich weiß nicht, ob die was suchen oder so, aber ich frag mal schnell durch, ob das irgendwie war. Und euch hat keiner Nagelband hingelegt, oder? Nee. Das lag da schon, als ich gerade hingefahren bin. Wie gesagt, die im X6 hinter uns, die können das bestätigen, die stehen da, glaube ich, schon seit 5 bis 10 Minuten und das denke ich mal. Das muss auch also wenn dann. Das verstehen wir nicht, weißt du, wenn die. Der eine Kopf meinte, er hätte es aufgehoben, aber ich weiß nicht, ob er es vielleicht auch geworfen hat. Der Witz ist ja, die suchen einen Kocher und da steht ein Kocher drin, aber den hat sie gar nicht gejuckt irgendwie. Er macht halt nur keinen Sinn, da jetzt ein Nagelband hinzulegen, wenn da nichts ist, so. Ja, vor allem, wenn man da, also ich bin wirklich fast wissentlich 5 cm vor meinen Reifen einfach stehen geblieben. Ja, es ist halt kacke, wenn du da reinfahren möchtest, jetzt alles offen, willst du reinfahren, ja, ist über so ein scheiß Nagelband drüber. Also sie können das nicht einfach grundlos hinlegen, um das geht's nämlich. Warte, die sind gerade der X5 da, ne?
X6 ist es. Ja. X6, die waren es auch nicht, ne? Die waren es auch nicht, aber die standen maskiert davor. Ich habe mit denen ja schon geredet gehabt. Okay. Ich denke halt mal echt, das waren die Cops, weil die waren, sind glaube ich irgendwie vor 10 oder 20 Minuten hingekommen. Ja, ich weiß auch nicht, aber die haben auch gesagt, es war keiner von denen. Ich wollte nur fragen. Und die stehen da voll mit Montur, also mit Sinn machen. Ja, ich meine, ich habe zwar Nagelbänder mit, aber ich habe die nicht geworfen. Ich habe da noch 3 von 3. Ist halt kacke mit dem nicht aufheben, muss ich nochmal gucken, dass man die wieder aufheben kann. Weil, in so einem Notfall ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich dachte, dass Zivilisten zumindest so bekannt sind, wie die damals auch aufheben konnten. Ich schau mal, dass. Wenn es nicht ging, dann sollten wir immer Homeland rufen. Ich guck mir das mal schnell an. Schauen wir mal da drüber. Ja, klar. Lange ist her. Hab ich mal mein Tablet. Ich habe nur zur Polizei gesagt, die soll runter von meinem Rasen, aber jetzt irgendwie nicht. Achso, gehört das dir da drüben? Nee. Leider nicht. Nicht, gell? Wäre schön, wenn es so wäre. Wäre schön, wenn man es kaufen könnte. Firmenkasse sagt ja. Firmenkasse sagt ja. Warte, wer ist denn das hier drüben? Ich frag die mal. Ich frag die mal auf Ehre. Jo. Das sind nur andere Leute. Ich weiß nicht. Nach Hause. Hauptplatz? Ich würde gerne. Hallo. Von euch hat wirklich jemand das Nagelband gelegt? Keiner? Doch, ich glaube, hat jemand gelegt. Aber Marshall von uns, ja. Aber keiner von uns drei. Aber warum? Weil, nee, das Problem war jetzt, die wollten das wegmachen, weil die wollten da reinfahren. Keiner konnte reinfahren, weil da das Nagelband lag. Genau, also zur Situation, wir hatten den aktiven Kocher. Okay. Mussten halt jetzt auf die Kollegen noch warten, weil wir nur zu zweit hier waren. Und der Kollege in seinem X6 Undercover hat da ein Nagelband hingelegt, das sie nicht abbauen. Aber wir mussten halt jetzt so lange warten und dann war halt das hier dazwischen, dass wir halt jetzt nicht zum Zugriff kamen. Ah, okay, der M6 hat das, okay, gut. Also da war aktiv, wurde drin gekocht? Ja. Ja, klar. Und da wollten wir jetzt den Zugriff eigentlich machen, aber naja. Achso, waren das jetzt die da jetzt weggefahren sind? Ja, ja, vermutlich, ja. Okay. Ja, warum seid ihr nicht hinterher? Ja, wir funken eigentlich die ganze Zeit durch, die soll mal zur Brücke fahren, aber irgendwie meldet sich keiner. Und weil wir ja noch im, sag ich mal, Gespräch waren, ja, wegen dem Spike-Strip, bevor, ne? Ja, es ging ja schnell. Die abgehauen sind. Ja, aber lag's nicht. Problem. Okay, achso, der hat das Ding gemacht. Nee, weil es war blöd, weil ich glaube, du kannst nur über diese Straße raus. Es gibt, glaube ich, keine andere Straße, wo du rauskommst, also steht halt direkt davor. Und ist halt blöd, weil da kommen auch Unschuldige rein und raus, weil hier ist halt alles offen, ne? Ist halt wie wenn du jetzt hier mit auf der Straße so ein Nagelband legst es hier rauf, fahren da irgendwelche Leute drüber, weil da war gerade irgendeine Party oder so drin. Dann kommen Leute rein, die damit nichts zu tun haben und fahren über die Spikes drüber und keiner weiß, wer die gelegt hat. Also es wusste gerade keiner. Deshalb wurde ich gerade gerufen, weil die dachten, ne? Okay, gut. Also ich habe noch eine Frage. Ja? Und zwar, wenn jemand, also wenn ich jetzt jemanden aufhalte zum Beispiel und ich sage ihm und ich bitte ihn halt jetzt zum Beispiel so 10 Mal, dass er vom Motorrad oder vom Auto aussteigen soll, darf ich dann das F6-Menü verwenden, um den quasi so aus dem Auto zu zerren? Ja, wissen wir. Das nicht, aber man kann damit drohen, dass man bei einer Wegfahrt ihn die Reifen zerschießt. Das ist halt eine Androhung, die man machen kann, im schlimmsten Fall. Okay, alles klar. Wir werden also auf die Reifen geschossen. Wenn jemand, also wenn wirklich jemand anhält und sich wirklich einfach nur weigert, dann kann man eben ihm androhen, ja, wenn sie wegfahren, dann werde ich ihn halt die Reifen zerschießen, ne? Das ist halt das, was ich machen würde. Okay, alles klar. Muss aber auch unter sicheren Umständen passieren. Also wenn jetzt da 50.000 Leute drumherum stehen, sag mal Hauptplatz oder so, wäre es nicht so sicher, aber wenn das jetzt irgendwo am Ende der Welt ist oder irgendwo rechts an der Straße, am Straßenrand irgendwo, wo keiner ist, dann kann man das schon durchziehen. Okay, alles klar. Jawohl. Danke. Bitte. Soll ich mir nochmal anschauen, Leute. Nicht folgendes Problem haben wir hier gerade. Folgendes Problem haben wir hier. Du kommst nämlich hier nur um diese Tür rum. Und hier drin Wahnsinn, ne? Und du hast hier keine, also ich wüsste jetzt, ich kann mir das mal anschauen. Du hast hier keine andere Wahl, mit dem Auto hier rauszukommen. Nee, hast du nicht. Du hast hier keine zweite Ausfahrt. Ist halt... Ich weiß nicht, ob der Cop das wusste mit dem Rausfahren vom Auto. Bin mir nicht sicher. Aber man sollte es eher nicht machen. Weil das so ein Ding ist, grenzt halt an Unfairness, wenn das hier ist. Aber der war doch nicht aktiv am Kochen, oder?
Das grenzt an schon so ein bisschen Power-RP, weil du keine andere Wahl hast, außer durch diese Spikes durchzufahren, ne? Ich meine, wir sagen auch immer, Leute, bleibt fair, ne? Wenn jetzt zum Beispiel hier vorne die Spikes liegen, kein Problem, ne? Oder hier, da kannst du ja vorbeifahren. Also ich hätte jetzt, wäre ich ein Kopf gewesen, nicht hier hingelegt. Einfach aufgrund der Fairness, ne? Weil du kannst halt nicht ausweichen, du fährst hier durch. Und du musst da durchfahren, du kommst ja nicht weg, wenn hier die Spikes... Ich meine, ich kann es jetzt nochmal testen. Ich mache mal schnell Police, dass ich das hier aufheben kann. Leg das hier mal hin. Du hast halt no chance, da rauszukommen. Ohne. Nee, hast du nicht, guck. Du hast halt keine Chance dann. Da fährst du 100% drüber. Und dann kannst du eh sowieso nichts machen, weil wenn du hier im Gelände mit platten Reifen fährst, was willst du machen, ne? Kannst du ja nicht abhauen. Also das ist schon sehr unfair von dem Polizisten gewesen, dass er die Spikes hingeballert hat und dann sagt er, war es nicht. Das ist nicht gar nicht so geil. Müsste man vielleicht mal kommunizieren, dass man das nicht machen sollte. Aufgrund Fairness und Power-RP, dass sowas nicht passiert. Also ich bin immer so der Fan von, man sollte fair spielen. Bin ich der Fan von. Wisst ihr, weil... Sowas, da drängst du den ja da rein, das geht ja nicht anders. Wobei, man könnte wiederum sagen, man könnte hier abhauen, aber wisst ihr, was der einzige Punkt wäre, dass du hier abhauen könntest hier drin? Sag ich das mal. Der einzige Punkt, den du hättest, wäre... Na, hier kannst du auch nicht drüber. Nee. Hier, glaube ich. Nee, hier kommst du auch nicht drüber. Du kommst hier gar nicht weg. Wie willst du hier wegkommen? Ja, du könntest nur übers Wasser natürlich, aber das war's dann auch schon. Du könntest ins Wasser reinspringen. Kommst ja sonst nicht mehr raus. Also du bist hier drin richtig hart gefangen. Ist ja richtig kacke eigentlich. Also du kannst hier hoch, kannst du hoch. Aber hier kommst du auch nicht raus. Ja moin. Du hast hier gar keinen Ausweg. Du kannst hier nirgends rausspringen oder so. Du bist das aufs Dach irgendwie. Ja. Also du... Ah, da kann ich probieren. Schaut mal hier. Hier, das wäre... Nee, es geht auch nicht. Zu weit weg. Ja, also eigentlich hast du keinen anderen Ausweg, außer vorne an dem Tor rauszukommen, ne? Das sag ich immer zu den Leuten, seid ein bisschen fair, macht sowas nicht. Gut, aber haben wir geklärt. Also Nagelbänder werde ich jetzt mal gucken, warum man die nicht mehr aufheben kann. Die sollte eigentlich ein Spieler auch aufheben können. Ich check das jetzt mal schnell. Vor allem in solchen Fällen wäre das nicht schlecht, dass man es aufgehoben bekommt. Warum hast du denn hier? Ah, hier Spike Strips. Schauen wir gleich mal in die Config rein, was da drin steht. A required shop to place a Spike Strip. Das ist aber komplett falsch eigentlich false. Should everyone be able to remove a Spike Strip or just people with a chop a lot? Nee. Das ist a required shop. Place machen wir mal false. Weil placen kann es jeder, das ist schon mal kompletter Schwachsinn, dass das hier drin steht. Und ich frage mich nicht, warum das drin steht, es steht einfach drin. Ich mach mal... So. Oh, da sind noch Prints vom Auto-Key-Script drin, das muss ich auch mal wegmachen. So, teste ich das mal. Mhm. Ja, da haben wir das Problem. Okay. Dass der Job das nur entfernen kann, was keinen Sinn ergibt, das müssen wir anders machen. Weil es sollte jeder eigentlich entfernen können. So war es damals eingestellt, anscheinend geht das nicht mehr. Job nehmen braucht man nicht. Nee. Genau hier. Bedeutet sich den Job. Is police true. Ah, hier. Da fragt er nämlich zuerst ab den Job und dann macht er Remove. Das Komische ist aber nur, er entfernt es ja trotzdem, aber ich krieg die Sachen nicht mehr zurück. Ach, was in der Function drin steht? Da steht dann das Ganze drin. Lass mal gucken. Da müsste er den Return geben. Nee, das macht aber jetzt keinen Sinn. Warte, du removest das? Das macht er doch. Also jetzt bin ich verwirrt.
Jetzt bin ich hart verwirrt, warum das nicht funktionieren soll. Schauen wir hier mal. Ah, ja, 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 ja. Und fragte das 100 pro hier. Ah, hier. Das ist der Sound of a Spende. Required job remove if is police. Ah, okay, er macht das über die Dings drüber, ich weiß schon. Gut, ich mach mal das hier raus. So, zack, zack. Danach sollte es funktionieren. Wenn nicht, dann habe ich noch eine Idee. Aber theoretisch müsste jetzt jeder, wenn ich jetzt das Spike Strip lege, das wieder entfernen können. Oder auch nicht. Mhm. Bin ich hier am richtigen Server angemeldet, ne? Ja, ich bin im richtigen Server angemeldet. Gut. Aber das ist komisch, weil ich habe Required Shop Removed. Das habe ich doch auf False gesetzt hier unter der Config. Ist auf False. Ach, warte mal. Ah, ich muss das. Ah, ja. Ich hab schon, Leute. Ich bin ein Trottel. I am an idiot. I did something wrong. Ich hab gedacht, das gehört auf true, der Wert gehört false. Also steht if not, steht in der Dings drin. Also if, wenn du es nicht, also wenn ich jetzt nicht hinbekomme, dann wundert mich wirklich, weil jetzt muss das doch funktionieren. Jetzt müsste ich das wieder bekommen. Ja, jetzt geht's. Ja, moin. Das ist einfach komplett verkehrte Psychologie, weil da steht Required Job Remove. Für mich war das so, ich brauche es, um einen Job, ich brauche einen Job, um es zu removen. Jetzt habe ich hier True drin gesteht, aber gut, ich bin komplett lost wieder. Gut, es war nur eine kleine Änderung, es geht. Das ist super. Also jeder kann wieder Spikes platzieren und wegnehmen. Finde ich auch geil im RP, weil dann haben es die Cops nicht so einfach, Spikes überall hin zu platzieren und keiner kann sie wegmachen. Und vor allem, man kann Spikes einfach aufsammeln. Oh, beide. Oh, da gucke ich aber hin. Beide Richtungen komplett gesperrt. Was ist denn da passiert? Da muss ich hin, Bruder. Die ist gesperrt. Da vorne. In der Mitte. Oh, das ist ein Unfall. Der erste Unfall ist passiert. Ja, da bin ich unterwegs, Jungs. Brücke gesperrt. Da müssen wir hin. Rein in die Olga! So schnell es geht! Ich hab gesagt, so schnell es geht, ne? Fahren wir mal durch den Wald. Ah! Hui! Hui! Unterboden freut sich! Der Unterboden lacht! Die Sonne scheint am Unterboden, so. Erfreuen wir uns! Ah, egal. Das heißt, wenn ich jetzt nichts zu essen dabei habe, komme ich nicht mehr aufs Festland und muss hier verhungern. Das ist halt das Traurige. Habt ihr gerade gemerkt, ich bin hier gerade nicht mal ausgehebelt. Also ich glaube, das lag echt an dem Frontbumper hier. Das ist jetzt alles. Auf zur Komplettsperrung. Wir dürfen ja. Wie komme ich denn da durch? Glaube ich, komme da durch? Ich will was angucken. Hallo. Bin gar nicht da. Ich sneak mich hier nur durch. Ich sneake mich durch. Einfach durch die Sperrung. Also die machen das jetzt, wie schön. Ich will so abchecken, ob die das richtig gemacht haben. Die haben auf beiden Seiten gesperrt. Die Einfahrt ist gesperrt. Drüben ist auf der anderen Seite gesperrt. Das checke ich jetzt ab. Das heißt, hey, warte, warum beidseitig gesperrt? Ist ein Unfall auf beiden Seiten passiert? Eigentlich musst du nur eine Seite sperren. Ah, jetzt bin ich aber verwirrt. Warum ist die Seite gesperrt und die drüben auch beidseitig? Ah, jetzt muss ich mal wieder aufklären. Okay, hier vorne sind die ersten Autos. Das heißt hier. Ah, okay. Ist da wirklich ein Unfall passiert oder haben die einen Schusswechsel gehabt?
Sag nicht, sie hatten ihren Schusswechsel. Oh doch, oh doch, oh doch, oh doch, oh doch. Da gab's einen Schusswechsel. Uiuiuiui. Da gab's einen Schusswechsel, Leute. Guck dir das an, bitte. Oder ein Unfall. Das sieht für mich gerade eher nach einem Schusswechsel aus, weil die Polizei wollte hier was machen noch, ne? Gucken wir uns das mal an hier. Ah, sieht doch eher der Unfall aus, wenn ich mir das so anschaue, weil der Wagen steht quer, ne? Schauen wir uns das mal an. Geschossen? Das ist eine Kopfkarre, ne? Glaube ich. Ich glaube zu vermuten. Dario liegt da. Also ich vermute mal, dass die geschossen haben, oder? Ich kann es nicht sagen, Leute. Ich kann es nicht sagen. Haben die geschossen da drauf? Leute, haben die da gerade drauf geballert? Ich will jetzt nicht reingehen und danach fragen. Mich interessiert das gerade nur. Ah ne, weil er steht daneben. Nee, die haben einen Autounfall gehabt. Nö, Nylon HD, Schalt 50 Euro, danke für die Unterhaltung. Bleib, du bist ein Kuss, geht raus, Nylon HD. Kuss, 50 Euro. Ah, vielen herzlichen Reiz da, mir. 50 Euro, vielen, vielen Dank. Zwar ohne Fies, aber ich küsse dich trotzdem. Nee, danke schön. Nylon HD, danke, danke, danke. Liebe und Kuss geht raus, Leute. Lass mal alle mal ein Like-Hype da hier jetzt. Hau mal raus hier. Solange es noch geht, Leute. Hau mal raus. Wichtig und richtig. Jetzt ist Feuerwehr auch da. Jetzt füllt sich's langsam. Jetzt füllt sich der Server langsam. Hau mal auf den Like-Button hier, solange er noch explodiert. Nee, also ich glaube, der hat einen Autounfall, weil hier steht der Typ, guck mal, der steht hier einfach nur rum. Und die waren ja alle zusammen im Auto, glaube ich. Die hatten, und ich sehe auch keine Schussdings hier. Also nichts, dass hier geschossen wurde. Also ich denke mal, die sind hier mit dem Auto gefahren, hatten einen fetten Unfall, weil die sind ziemlich beschädigt, also wenn ich das so angucke. Gut, auf beiden Seiten haben die jetzt gesperrt, die Brücke komplett. Ja, doch, die sehen sehr kaputt aus. Ich sehe auch nichts, dass hier irgendwo geschossen wurde. Guck. Ja, guck hinten. Ich glaube, dass der Wagen vorne im Hinten voll rein ist oder so in der Art. Was ist denn da gerade vorbeigefahren? So viel zu beidseitig gesperrt, so die eine Seite gesperrt anscheinend. Weil eigentlich sollte der hier mit dem Wagen nicht da rumstehen, wenn das hier gesperrt ist. Also wenn es nicht gesperrt ist. Gut, dann checken wir das mal ab. Ich fahre mal. Der steht hier aber quer, komme ich nicht durch, Leute. Der komme ich nicht durch, gut, aber hier. In beide Richtungen komplett gesperrt, ist eine gute. Super, da komme ich nicht rüber, ne? Also hier, oder? Ja, da komme ich rüber, passt. Perfekt. Schauen wir das mal von drüben an. Weil da sind die gerade durchgefahren, ne? Trotz Sperre. Beide Richtungen gesperrt. Also ist ja nichts an der Sperrung. Beide Richtungen steht, ne? Stand in beiden Richtungen gesperrt. Die haben aber hier nichts abgesperrt. Was ist denn da los? Ja, da werde ich mich hier mal quer hinstellen als Homeland. Dann werde ich hier mal absperren zur Sicherung. Die ihren Job nicht nachgehen können. So. In beide Richtungen gesperrt. Leute, wer kennt das nicht? In beide Richtungen gesperrt, guck. Und hier fahren die Leute weiter durch und vorne steht ein Einsatzfahrzeug auf der Straße. Wer kennt es nicht? So, ich stelle mich mal hier quer. Perfekt. Übernehme ich heute mal die Arbeit hier. Homeland Security, wir sind für Sie da. Habe ich hier Hütchen zum Aufstellen? Natürlich nicht. Ich glaube, das reicht hier so, ne? Mit meinem Auto, wenn ich hier so stehe. Wird schon so passen. Kann ich mich hier ganz wichtig machen.
Ich sag dem vorne nichts davon, dass hier nichts gesperrt ist. Aber ey, der hätte es doch selber merken müssen, dass hier die Leute durchfahren. Hier kommt ja kein. Ich kann mich ins Kassenhäuschen setzen, ja. Haben Sie schon das Spezialticket bei uns? Das kostet 1,50 am Tag. Na, schauen wir mal. Totalsperren. Hallo, Mann! Speedway-Fan, geiler Stream, immer sparen PS. Bau bitte keinen Unfall. Ja, heute nicht so schlimm, Bruder. Alter, vielen Dank an Muss los. Kuss aufs München. Immer am Start, immer dabei. So, ich hab mich immer so, bis das hier fertig ist. Muss los, vielen Dank. Als Speedway-Fan, das, sorry, ich bin jetzt durcheinander gekommen. Jetzt habe ich schon mal muss los gesagt. Speedway-Fan, vielen Dank für 55 Euro, 55 Cent mit Fies, mein Lieber. Kuss. Warum kommt denn jetzt 50.000 Donations ineinander? So, muss los. Brudi, feier deine Streams, bist der Beste. Vielen Dank auch an dich, lieber. Muss los. Jetzt haben wir das auch richtig. Aber waren auch 50 Euro Superchat. Two Cold Eyes ist auch dabei. Abend heute mal nicht im RP, deswegen Support. Grüße vom Ralle Randstein. Kuss geht raus an Two Cold Eyes oder Ralle Randstein. Vielen Dank. Ralle Randstein. Was ein Name. So, schauen wir mal, dass hier jetzt keiner kommt. Weißt du, Hauptsache, jetzt stehe ich mich hier hin und jetzt kommt keiner. Das ist wieder so typisch. Ich warte, bis hier die Brücke nicht mehr gesperrt ist und dann geht's hier weiter. Weil das ist, die Leute müssen ja für die Sicherheit zuständig sein. Und vor allem, Homeland Security ist gar nicht so schlecht für den Job hier an diesen ganzen Mautstellen, weil Homeland Security ist ja eigentlich dafür da, wer es nicht weiß in Real Life, um zu gucken, dass das Inland geschützt wird. Das heißt, Homeland Security ist in Real Life sehr viel an so Airports oder halt überall, wo Menschen aus dem Ausland reinkommen. Ja, und das passt hier relativ gut mit dieser Brücke, weil du kommst ja von Kalifornien, fährst hier runter. Also das passt schon ganz gut. Oh, schaut mal, wie geil das hier ist. Das sieht so nice aus. Ich bin so froh, dass ich das geholt habe, das Ding. Die Brücke der neuen ist in meine Richtung komplett gesperrt. Verstoß führt zur Führerscheinabnahme. Oh, das, der Typ, der da mit dem Tesla durchgerast, ist ja was scheißegal, ne? Soll ich mal zum LAPD in Funk reingehen und immer sagen, dass die nicht abgesperrt haben? Weil, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Brücke absperren, aber hier machen sie dann nichts. Ich schau mal schnell. Soll ich mal. Ach, wie meint das am besten, dass ich ihnen das Bescheid gebe? Ich fahr vorne hin, aber ich will jetzt nicht vom Auto wegfahren. Das steht hier jetzt so quer. Ich könnte ja höchstens eine Absperre hinmachen. Hm. Weil vorne steht auch kein Kopf, ne? Hier vorne sperrt auch keiner ab, glaube ich. Da hat er sich jetzt alle hingesammelt. Nö, guck, niemand. Nichts. Nicht mal einer. Einer von den Stadtwerken rast hier gerade durch mit 150.000 Sachen, aber sonst nix. Na, ich sag dem das mal, dass der vorne auch absperren muss, weil sonst, ja komm, scheiß drauf. Ich sag dem das mal. Ich fahr mal nach vorne, ich geb dir mal Bescheid, dass da die Leute durchrasen. Dass es auch zum Unfall kommt. Hallo. 12 Kanal EKG ist dran, Oximeter ist dran. Die wollen nur Bescheid geben, vorne hat keiner abgesperrt. Sehr schlecht. Ja, das PD ist heute sehr organisiert. Habt ihr es durchgegeben? Ja, schon 28.000 Mal. Stefnik ist genau soweit. Ich habe mich da jetzt hingestellt, habe geguckt, dass kein Durchfall war, weil es sind jetzt gerade 50.000 Autos gefühlt da durchgefahren, weil die es nicht gecheckt haben, dass vorne zu ist. Ja, danke dir. Jawohl. Super. Das PD, die haben das schon, ja ich denke mir, die haben das 100% durchgegeben und es kommt keiner. Organisiert des Todes. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich wirklich aufpassen, nicht dass da jetzt einer durchrast. Geisterfahrer. Wir stellen uns vorne quer, können wir auch machen. Dann fahrt hier gar keiner erst dreimal, ach dem ist der Return, ne. Dann stelle ich mich hier hin. So. Stellen wir uns hier erstmal quer, ist schöner. Immer mehr Platz hier. So. Das PD wieder super organisiert heute. Keiner hat Bock, einen Job nachzugehen. Er gibt's 28 Mal durch. Wer hat die Nagelbänder gelegt? Von uns ist keiner. Ja, ich war's. Ja, kannst du mal die Straße absperren. Ich mal auf beide Richtungen. Nö. Kommt einfach niemand. Mach ich.
Das ist unser PD heute. Immer was Elin, ne? So, nicht Lean. Gut. Das ist schon eine schöne Aussicht hier, ne? Nadja, danke für den Euro. Vielen Dank. Ah, jetzt kommen sie, ne? Ah, ne, das ist der Einsatz schon beendet. Na, gut. Ja, wenn heute keine Reports reinkommen, kann ich heute ein bisschen aushelfen beim PD. Wenn sie Hilfe brauchen. So, Dankeschön an It's Tom für 1 Euro. Kuss geht raus. Nylant HD haben wir ja vorgelesen, genau. Inspire for me, Dankeschön an Inspire for me. Für 2 Euro. Fabian An, danke auch für deine Donation. Fabian An nochmal. Alles Gute zum Geburtstag, kauf dir Döner. Dankeschön, ich habe ja jeden Tag Geburtstag, Bruder, du weißt. Dankeschön an Claire. Fraser, spring oder will ein Cookie. Das war von vorher, das ist aber schon lange her. Aber vor 30 Minuten noch nicht. Der Anzeige wieder komplett falsch. Benjamin Latzke, Hexion, wünsche dir einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst. Wie geht es dir so und kennst du mich? Hashtag Furz. Der ist für dich, mein Lieber. Du hast jetzt regelrecht verdient wieder ein Cookie. War mal Fußball spielen. Können wir heute vielleicht machen. Wenn ich hier fertig bin mit meinem Job, mal schauen, was wir dann angehen. Die Pizzeria hat geöffnet. Gut. Jetzt ist gleich mal los. Jetzt füllt sich das so langsam. Hallo. Jetzt kann ich es übernehmen, danke. Funk, keine Ahnung, will keiner. Also, habt ihr das durchgegeben und keiner hat sich gemeldet oder hat sich wer gemeldet und gesagt, er macht's? Nee, wir sollen es irgendwie selber machen, dies, das, aber wir können die Leute halt dann nicht sterben lassen, so. Nee, klar. Nicht. Naja. Ja, gut. Boah, halt wieder. Nimmt er das? Gut. Ja, das war fett. Schon wie viele Leute sind. Stell dir mal vor, ihr ist gesperrt, denn die kommen da nicht mehr rüber. Gut. Da fahren wir in Richtung Hauptplatz. Ein bisschen Action auf der Brücke. Erstmal, was ich da einen Unfall gesehen habe. Ja, ich bin auch ein Grund. Oh, Alter. Boah, ey. Bruder. Kommt noch ein Krankenwagen angefahren. Ist auch schön. Alles toll und super. Der einzige Vorteil, der hier wirklich ist, du bist in der Nähe vom, vom Dings hier, von der Steinwäsche, wollte ich schon sagen. Nee. Tatsächlich, die Steinwäsche hier gleich um die Ecke. Nee, du bist richtig in der Nähe vom FD. Das ist hier vorne, an der Ecke. Also wenn mir was passieren sollte, FD ist da. Hier haben sie soweit. Also ich glaube, wir haben es weiter nach Palito hoch. Also nach Palito braucht das FD länger als auf die Insel rauf. Der einzige Vorteil. So ist eigentlich die Brücke gesperrt. Da war gerade ein fetter Autounfall. Und beide Seiten wurden gesperrt, weil auf der anderen Seite der Cop angefahren ist. Und sobald irgendwo eine Blockade ist auf der Brücke, muss die Brücke gesperrt werden. Das haben wir so gemacht, damit es nicht zu Aufruhrunfällen kommen kann, wenn da die Leute mit 300 Sachen durchrasen. So. Also stell dir mal vor, du hast hier unlimitiert. Jemand baut einen Unfall und die Brücke ist nicht gesperrt, Alter. Was dann da los wäre, wenn da viele Leute mal drauf wollen auf die Insel, weil dann hast du ein Problem. Dann hast du ein richtiges Problem. So, schauen wir mal hier hin. Was machen die denn hier? Ach, die haben hier oben ihren eigenen Dings hier. Genau, ihren eigenen. Was ist denn das hier? Hier oben. Oh mein Gott. Wollen wir mal zuschauen? Wie die Sachen aufladen? Schauen wir uns das mal an. Der ladet jetzt das Auto auf. Ja, guck. Schon geil. Macht der gerade einen. Ich glaube, der macht gerade so einen Führerschein für. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, blöd gelaufen jetzt. Vielleicht macht er so einen Gabelstapler-Führerschein. Das kann ja sein, ne? Mhm. Oh, oh. Oder wollte er das mit Absicht machen? Na, ich glaube, der macht. Ich glaube, der macht gerade hier so seinen Führerschein für Gabelstapler fahren oder sowas. Müssen ja auch ausgebildet, also Mechaniker kriegen ja auch eine Ausbildung. Alter, am Hauptplatz tummeln sich die Leute, da fahr ich mal hin. So, Benjamin Latzke, ich wünsche dir einen schönen guten Abend, ich bin was umgefahren. Kann heute bitte irgendwann einen Zusammenschnitt machen, nach dem Stream, wie viel unfällig gemacht habe und wie oft ich irgendwo reingefahren bin? Danke, würde mich sehr freuen. Ich glaube, beim Schild hat es angefangen. Ich wünsche dir einen schönen guten Abend, ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst. Das war ja vorgelesen. Ich bin so dumm, Alter, ich habe es gerade vorgelesen.
Weil ich meine, wo du die Brücke her hast, wie heißt der Aussteller? Boah, außer ich weiß nicht, aber die kannst du trotzdem kaufen auf 5M auch. Ich weiß den Aussteller leider nicht auswendig, Bruder. Aber es alles, kannst du alles kaufen. Aber danke fürs Draufhauen, Brudi. Wird mich einfach ignoriert. Passt. Jetzt gedacht, der fängt jetzt immer Smalltalk an. Hat der mich nicht gesehen? Also ich halte hier ganz normal an der Ampel an, der fährt mitten drauf. Ich wollte jetzt mal. Oh! Kurt war ein Streamer meinem. Ah, was? Anbauspot und jetzt kommt ein Officer direkt und straight zu meinen Pflanzen. Das müssen wir uns aber angucken. Ah, ein Problem hat der Spot halt. Es ist ein bekannter Spot. Das ist nun mal so gesagt, ne? Aber schauen wir das mal an. Ob wir dann Meterbeter haben oder nicht. Holen wir mal die. Ja, das ist immer so ein Problem, wenn ich... Hey, aber warte mal. Wait a minute. Kurt war on stream an meinem Anbauort. Wo? Ach so, ja gut, ich habe ja gequackt dort. Ja, stimmt, dann weiß sie das, dass ich das bin. Das finde ich gut, streamen oder so, dann weiß es. Ich dachte mir schon, hey, woher weiß sie, dass ich stream so? Ich meine, ein Problem hat der Ort, er ist halt wirklich saumäßig bekannt und die hatten die R1 vielleicht oben. Ich frag mal nach und schau mal, wer das ist und ob da irgendwas auffällig ist. Ich werde mich aber ranpirschen an die ganzen Sachen. Ihr wisst, Leute, heute kein RP, ich fahre wie ich will. Wie viel Unfall ist das heute schon? Also, wir können heute wirklich, es ist unglaublich. Ich kann nicht mal einen schönen Stuntsprung wie bei Alarm für Cobra 11 machen. Jetzt darf ich wieder meinen schönen Panzer auspacken, das Ding hier wieder anschubsen. Ich bin zu, jetzt ist der Panzer zu groß dafür. Was mache ich denn jetzt am besten? Forklift? Mache ich das halt auf die Forklift-Art und Weise? Wie mache ich denn das? Welcher Taste macht man das mit? Geht das überhaupt mit dem Ding? Hilfe! Scheiße, wie macht man das? Mit E, X, Y, Z? Hallo? X, Y, Y, F, V? Ich krieg das Ding nicht rauf. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir! Na, Hauptsache ich krieg das Ding wieder umgedingst, das ist ja, passt schon. Den hat man auf eine andere Art und Weise benutzt. Straight zu meinem Pflänzchen wurde reported, ne? Also wenn ihr jetzt wirklich... Ah, mein Gott, wenn ihr jetzt wirklich... Ich muss echt aufpassen. Wenn ihr jetzt hier wirklich angefahren sind, ohne irgendwie nachzugucken, woanders und straight auf die Pflanzen, ist schon sehr auffällig. Also da muss ich recht geben, wenn das so ist. Aber sonst, der Spot ist bekannt bei den Jungs und Mädels und... Okay, da ist gerade sehr viel Polizei. Die riecht den Braten. Ja, ich fahr mal an Hops, was da los ist. Nicht kurz den Herrn Hobbs entführen? Ja. Nein! Kannst du mal schnell bei mir einsteigen? Jo. War kurz ganz schnell weg mit dir. Was über die Pflanzen gefunden hat? Ja, der Kollege da hinten. Nee, warte, ich muss mal aus dem Funk die Laben noch kurz anführen. Ja. Nee, so, ich wundere mich, ich konnte ja auffällig anfahren, weil die Dame da unten weiß auch schon, dass ihr hier seid. Deshalb, weil die meinte jetzt, weil ich ja on-stream den Anbauspot gezeigt habe, dass jetzt die Officer straight zu den Pflanzen anfahren. Okay. Was die jetzt sehr komisch fand, ne, weil ich genau hier vorhin war, für eine, also ganz kurz,
Weil jetzt sind es halt so viele Officer, aber ich meine, es ist halt ein Anbauspot, den kennt ihr ja irgendwo, ja. Die Frage ist halt nur, die meinte so, die Kopf war direkt da und ist, hat es so direkt gesehen und hat es angefahren, so. Jetzt na, war der Kollege da hinten in diesem älteren Tau. Könntest du den Kollegen bitten, dass der die, nur zur Sicherheit, ich weiß nicht, hat der eine GoPro an? Hoffe ich mal für ihn. Ich hoffe auch, ne, weil ich, nur zum Absichern, dass ich da... Kannst du dich schnell fragen? Ja, warte. So, dann von keinem. Man kann jetzt Zufall sein, ne, aber nur zur Absicherung wäre es gut. X-Ray 5 für X-Ray kommen. Hattest du eine Bodycam laufen gerade? Ja, passt. Ja, hat einen an. Ja, kann er das dann bitte alles abspeichern, so viel wie möglich, was da passiert ist, wie er das gefunden hat, danke. Jo, nur, dass wir das abchecken können, wie er das gefunden hat. Jo, würdest du einmal bitte die Bodycam absichern? Vom Fund halt, ne? Soll er sie dann per Ticket zukommen lassen gleich, oder? Ja, bitte. Passt. Einmal ein Staatsticket schreiben dann bitte. Geht nur darum, dass ich die Dame unten versichern kann, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Jo, passt. Jawohl. Oh. Alles gut. Jawohl, da fahre ich wieder. Oder soll ich die zurückfahren? Achso, ja, ne. Die 10 Meter Sport ist zu viel? Nee, natürlich. Ja, wie jetzt? Ja, was jetzt? Ja, komm, ich nehm dich mit. Ja, komm, steig ein, komm, die 10 Meter fahre ich dich. Ach komm. Ich hätte eigentlich mit Serie zu anfangen können, die wusste eh schon, dass sie hier seid. Aber so. du weißt es ja nicht. Nee, natürlich nicht. Na, passt. Jawohl. Tschüss. Nee, weil jetzt hätte die das jetzt nicht gesehen, dann wäre ich das ja nicht angefahren, ne? Ich das ein bisschen mehr. Ist die Dame jetzt da? Ja, bin schon da. Hallo. Ist alles klar? Der Officer, der das hier gefunden hat, ne? Ja. Der hat alles schön auf Dashcam, der wird mir das zusenden und ich werde es mir angucken. Okay, perfekt. Nee, weil ich habe ihn vorne auch beobachtet und er ist straight hierher gefahren. Straight. Er ist nicht groß rumgefahren, er ist straight hierher gefahren. Okay, ja, wie gesagt, ich werde mir das angucken, weil ich muss, also je mehr Info ich darüber habe, desto besser, weil man weiß ja nicht. Ja, ich habe leider keine Dashcam, aber ich, wie gesagt, ich stand da hinten, habe noch gewartet. Nicht. Musst du nicht. Und er ist halt wirklich einfach straight auch über die Hügel gefahren. So wie ich hier reingefahren bin, ist er exakt mit hinterher gefahren. Deswegen war es mir ein bisschen komisch. Ja, ich sage folgendes, dass der Spot hier sehr beliebt ist, der sehr oft angebaut wird, aber es ist schon auffällig, sag ich mal. Und ich hatte ja auch schon mal solche Situationen. Und deshalb, ich fordere bei sowas immer direkt, wenn es gibt, diese Aufnahmen von den Leuten. Mhm. Und dann schaue ich da drüber und gucke, was, also wie er es gefunden hat. Und ja, ich gebe dir dann Bescheid, sonst machst du einfach ein Ticket auf und ich kann dir dann Bescheid geben. Okay, perfekt. Ja gut, ich lasse jetzt die Pflanzen dann Pflanzen sein, die können sie dann von mir aus zerstören. Ja. Und dann quatschen wir nochmal drüber. Okay, alles klar. Perfekt, vielen Dank. Bitte. Ciao. Ja, das ist halt immer der Kack, weil ich halt dort war, ne? Und einer macht einen Meterpeter, du kannst es halt sehr schwer nachweisen. Ist jetzt sehr schade um die ganzen Pflanzen, die da stehen. Aber wenn sie mir so sagt, pass mal auf, wenn ich hier reinfahre, der ist von hier gefahren, ne? Also wenn ich hier kontrollieren würde, ich sag mal, wie es ist, ich würde jetzt kontrollierend fahren, dann würde ich natürlich zuerst hier lang fahren und hier gucken. Hier lang, hier gucken. Ne, hier einmal rüber. Und dann würde ich erst hier gucken, ne? Weil hier wurde auch schon angebaut. Und dann erst, ja, dann würde ich mich auf den Weg hier machen. Hier so gucken. Also wenn er von da drüben gekommen ist. Also schauen wir uns mal die Aufnahmen an. Ob wir das zusenden. Gucken wir gleich mal. Wir schauen mal gleich mal ein Ticket rein. Jetzt mal halt gucken, ne? Oh, Desert schreibt mir. Habt ihr das gesehen, dass du die Mille geknackt hast? Herzlichen Glückwunsch. danke so. Schreibt er mir jetzt auf Discord, weißt du, der Racker. So, ich schau mal. Ticket. Will ich den richtig zusenden lassen? So. Oh, da muss ich jemanden arbeitslos melden. Na gut, das kann ich gerade nicht. Das muss wir anders machen. Gut, Ticket wurde nicht eröffnet.
Wer kommt mir jetzt mit, die Aufnahme hat er nicht. Weil wenn sie mal sagt, er ist hier straight zugefahren, ist es schon auffällig, Bruder. Das ist echt auffällig. Also straight dazufahren würde ich niemals als Cop machen. Ich weiß ja selber, dass hier öfters angebaut wird, aber der erste Ort, wo die Leute auch anbauen, ist ja hier, ne? Genau hier. Und da fahre ich doch hier so rein und guck halt hier, was die meinte, der ist hier über den Berg und so. Direkt da auf sie zu. Also sie konnte jetzt flüchten, das ist so positiv, aber... Das ist dir den Braten ja schon gerochen. Ja, schauen wir uns an. Vielleicht gucken wir uns den Clip zusammen an, mal schauen. Vielleicht schauen wir uns jetzt, wobei ich weiß ja nicht, dass da Copyright-Mogel drin ist oder so. So, wo steht mein Auto? Hallo? Mein Auto? Wo zum Teufel ist jetzt meine Karre? Sag nicht, die ist jetzt weg. Ich war doch die ganze Zeit da. Auto! Hm. Vor allem jetzt nebelt, jetzt sehe ich mein Auto nicht, oder war das hier oben? Scheiße. Hä, Leute, wo war mein Auto? Ah, hier. Im Busch, gar nicht gesehen. Gut, da ist es wieder. Aber da bin ich drauf gespannt, wie der dazu gefahren ist. Da wird man dann seine Aufnahme zusenden. Wir sollten vielleicht echt mal so verpflichtend machen, dass Cops eine Dashcam drin haben. Wäre gar nicht so schlecht, dass wir das verpflichtend machen. Wenn sowas mal passiert. Aber ich sage immer so, man kann nicht allen trauen. Aber man darf auch keine Falschanschuldigung machen. Weil da ist so der Zwiespalt zwischen, was machst du jetzt, ne? Ich meine, hatte ich in meinen Streams auch schon, dass wirklich Cops bei mir waren. An Orten, wo ich mir gedacht habe, wie, Bruder, wie? Aber es kann ja auch Zufall sein, ne? Also man darf nicht immer direkt sagen, ja, der Meter. Es gibt halt Zufälle, die passieren. Und der Ort hier ist halt ein Ort, wo oft angebaut wird. Es ist leider so. Und wenn die jetzt kontrollieren fahren überall. Und die finden es halt genau da, dann ist es halt so. Kann passieren, aber ich schau's mir mal an. What the fuck? Okay. Ich will mal einen Nebelwälder zu haben. Hatten wir schon lange nicht mehr. Na, gucken wir mal hier. Also die machen jetzt hier den ganzen Braten, aber mir fällt gerade auf, polizeitechnisch. Ah, also sieben ist was los. Polizeitechnisch kontrollieren sie anscheinend nur hier. Also es ist keine andere Einheit unterwegs. Die sind jetzt komplett dafür da. Ich weiß auch gerade nicht, wie viele Cops da sind. Wir könnten sonst mal gucken. Warte, komme ich nicht ins MDT rein? PCAD? Nee. Muss ich Cops sein. Boah, Alter, schreck mich so. Obwohl, ich bin über einen Vogel gefahren. Ups. Ja, schauen wir mal. Nichts Spektakles hier. Oh, schauen wir mal rein doch. Das interessiert mich gerade, was die reden. da kann ich dann auch keine schlechte Information mitnehmen. Grüß dich, Felix. Hä? Immer noch Jonas. Ja, gerade nicht viel los hier, ne? Gerade nicht viel los hier. Das ist schon eine Schande. Weil wir wissen alle, dass Felix Ju, ne? Also schon frech. Das stimmt. Ja. Boah, stell dir vor, der hätte sich jetzt umarmt und er hätte mich umarmt. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Gut. Ja. 1:7 ist ein bisschen was los. Nicht viel, aber ein bisschen. Heute ist echt eher gechillt, eher ruhig. Eher ruhig heute. Der arme Vogel, ja, aber es muss ja einer überfahren werden. Einer muss. Also Ticket ist noch keins offen. Ich glaube, der macht hier das Ding noch fertig und dann geht's los. Schauen wir mal. Schauen wir nochmal da rein. Nee, noch kein neues Ticket. Ich warte aufs Ticket. Mich freuen, wenn das bald da ist, dass ich es begutachten kann. Das Begutachtungsticket. Ich will mal schauen, ich muss noch schauen wegen Ticket, weil es gab ein Problem mit Nitro-Einspritzung heute. Da kam nicht der Report rein, dass unsere Nitro-Einspritzung legal, so auch illegal gleichzeitig ist. Haben wir heute eine Regelung nochmal geändert für Nitro. Das selbst, also wir haben es jetzt so geschrieben, davor war es so, dass man Nitro im Kofferraum legal lagern darf und sonst steht halt keine Information dabei. Jetzt gab es da ein bisschen Auseinandersetzung, wie ist das? Jetzt haben wir es so geschrieben. Sobald du Nitro als Fahrer in deinem Inventar hast und du bist der Fahrer des Fahrzeugs, ist es schon illegal.
Das heißt, das, was ich jetzt gerade mache hier mit Nitro in meinem Dings, ist illegal, ne? Ist aber, finde ich, so eine gute Regelung, weil somit kannst du jemanden dann noch nachweisen, dass er Nitro eingepackt hat und dann passt das. Weil sonst musst du Nitro einfach dem Beifahrer geben oder du tust es halt in den Kofferraum rein. Das kannst du jederzeit machen. Oh, ich muss zu McDonald's fahren, ich habe kein Essen mehr. Oh, Verkehrsmeldung, guck. Brücke ist wieder freigegeben. Ja, das wundert mich. Haben die so lange gebraucht für die Brücke? Warte, jetzt sind sie erst fertig? Habe ich das richtig verstanden? Hä? Die ist jetzt erst fertig geworden, die Brücke. Jetzt sag mal, was ist denn da passiert? Da war ein Radlfahrer, ja, leider nicht angefahren. Die tun mir gerade leid. Ich wäre sehr gerne hinterher gefahren. Ja, hallo, Buddy. Ich warte eigentlich nur drauf, bis endlich mal jemand hier einen Bankraub oder sowas angeht, dass jemand zugucken kann. Ich glaube, ich gönne mir jetzt noch mal ein bisschen was zu essen und dann werde ich ein bisschen schauen, was die Leute machen. In der Map rum. Ich will mal angucken. So, setzen wir uns hier rein. So. Da wird jetzt erstmal schön gegönnt, der Snackel. Wieder befahren werden. Dankeschön. Danke für die Information. Warte, ich geh einfach verwenden, bin ich schneller. Oh, da ist ja jemand. Ich dachte, ich wäre komplett allein. Ups. Und ich dachte, ich wäre hier alleine am McDonald's. Hm. So. Sebastian Pop, danke 5 Euro. Grüße dich. Dankeschön. Was zuckst denn so? Danke für 1,07 Euro vorhin wieder. MSTB. Kuss aus Tirol, mein Freund. Dankeschön zurück an MSTB. Hat ein bisschen gebraucht, bis ich es vorgelesen habe. Aber jetzt mal, Kuss geht raus an dich. Hast du den Police Job selber gemacht oder ist ESX oder nutzt ihr MF Opland? Also beides nicht. Also wir nutzen ein komplett anderes Skript für Pflänzchen und wir haben das auch ein bisschen selber geschrieben. Also wir haben da den Code komplett umgekrempelt. Komplett umgekrempelt. Auf 3.0 kommt ja sowieso was ganz Besonderes. Da kommen dann ganz andere Pflänzchen rein. Aber Police Job ist der Standard ESX Job. Wir haben den halt umgeschrieben. Also da ist nichts mehr original drin an sich. Jonas Urban, die Mittelmeerpinie. Das haben wir mal vorgelesen tatsächlich vorhin, ne? Habe ich sonst noch irgendwas nicht vorgelesen? Eigentlich habe ich jetzt alles hier unten fertig, ne? Yannick Keck, habe ich den vorgelesen? Ich glaube nicht. Nee, da habe ich aufgehört zu vorlesen. Stimmt, hier unten. Uiuiui. Ray Jay-Z, das habe ich vorgelesen. Danke für 60. Friederikus Reifeschuld, das haben wir auch vorgelesen? Da war ich dann das letzte. Tommy. Servus, schönen Stream und Grüße aus Braunau am Inn. Dankeschön an Tommy. Und Yannick Keck kann ich jetzt auch vorlesen mit dem Euro. Stefan Stirner und Lars Lappen, danke für 1,90 Euro. How to Play YouTube, danke für 90 Cent. Steven Deppen, danke für 1 Euro. Sonnengurten, danke für 1 Euro. Jana Knoblauch, danke für 1,90. Travis, die haben alle die dazu geschrieben, danke für 1 Euro. Zockergame, danke für 90 Cent. Die schreiben allerdings dazu, jetzt waren Sticker. Da fragt jemand, Juxio, meine erste Do, die wollte mal fragen, wie man die California Plates in 5M reinmacht. Die werden gestreamt über den Server. Und da musst du eine eigene Datei anlegen. Also eine eigene Texturdatei und die dann ersetzen. Eine Replace-Datei erstellen. Ist ziemlich aufwendig, das ist nicht so einfach, dass du die Plates reinziehst in eine Reshare und dann wird das gestreamt. Du musst was eigenes schreiben. Also ich habe da das Skript komplett selbst geschrieben, dass die reingeladen werden. Ist aber ein kleines Skript, geht eigentlich easy. Ist eigentlich nur Basic 5M Scripting. Da gibt's so eine Replace Texture Native gibt's da, dass du die ersetzen kannst. Da kannst du sogar auch animierte Texturen draus machen. Also kannst du zum Beispiel theoretisch hier den Wagen eine Rainbow Textur drüber ballern, so eine GIF-Datei und dann flackert der wie sonst was. Das ist ganz lustig. So, Travis, danke für den Euro. Sagergeber, danke für das Set. Vielen Dank. Was habe ich nicht vorgelesen? Anubis 1337 fährst ja mit deinen Straßenfahrzeugen auf Sandwegen. Ja gut, das stimmt vorhin. Da bin ich auf Sandwegen gefahren. Vielleicht hat sich das dann mal rausgeschaltet. Du bist Schaffner und Sky Julian einfach versuppt werden. Ja, Illuminatenkönig für 1999. Ja, das lese ich jetzt erst vor. Vielen Dank. Der Aalwall. Wo gibt's dein MD? Wo kann man das downloaden? Das muss man kaufen.
Ich habe es damals aus Versehen bei einem Leaker gekauft und wusste es eine Zeit lang nicht. Und dann hat mir der Ersteller, hat mir das dann geschenkt. So war die Story. Also ich habe es tatsächlich nicht bei der Person gekauft, die es erstellt hat. Ich habe es damals bei dem Leaker gekauft. Und der hat dann sein Ding zugemacht, weil ich dann den echten Typen gefunden habe. Und der hat mir dann als Dankeschön den echten Ding gegeben, ne? Das echte MD. Xion's Big Mac. Weil hast du zuletzt mit Fox geredet? Boah, letztes Mal, ich weiß nicht. Ich glaube, das letzte Mal, als er mir mal alles gut zum Geburtstag gewünscht hat. Also nicht geredet, aber geschrieben. Also schon länger her. Ah, Stoffel! Ah, das tut mir so leid, dass ich das jetzt vorlese. Ich bekomme jetzt das dazu, Leute. Ich lese ja gerade vor. Schreibt, Liebe, später als die, herzlichen Glückwunsch zu den 1 Million einfach verdient. Mach weiter so, find's geil mit der Brücke und der Insel. Freue mich schon selbst, mal über zu scheppern. Grüße, Dankeschön, Stoffel. 2904, Black Jakob, Dankeschön. Der Darkness, moin Xion, kennst du mich noch? Der Fuß ist auf dich. Alles gut nachträglich. Wann ist denn die Hochzeit hier wieder mal ein Döner für dich? Vielen Dank. Zum Mobile Gamer. Kannst du meine Freundin, meine... Das ist der Sound of ich grüße Mobile Gamer. Gerade noch gerettet. Hundewander zu 7 vor auch 2 Stunden. Warum habe ich das jetzt erst gelesen, Alter? Hallo Xion. Bist der Beste. Liebe deines Streams, kannst du mich grüßen, meinen Freundin Sven Erik. Sven und Erik, wie es war. So, Anubis nochmal. Dankeschön für deine Donation. Giftet Backfisch. Mit der Insel gibt es schöne neue Fluchtmöglichkeiten. Das stimmt auf alle Fälle. Sehr schön, 50. Moin, viel Spaß beim Stream. Kuss, Dankeschön. Killer Wotan. Karl-Heinz ist Admin. Karl-Heinz, immer zu Diensten. Oh, jetzt darf ich mich wieder umziehen. Hä? Achso, ich hab die jetzt ausgezogen, so. Ach, Menno. Oh, Menno. Das war auch nicht schlecht. Also, wir sollten vielleicht mal Kappen machen für uns. Wäre nicht so schlecht. So, Killer-Wotan, danke nochmal für deine Doni, ne? Vielen Dank. So, jetzt habe ich die unten alle durch. Boah, das hat jetzt lange gedauert. Alex, a.k.a. der Bruno, der Kameramann. Moin, moin, danke für 5 Euro. The Dark Shadow. Eine kleine Spende zwischendurch, bist der Beste. Dankeschön. CTV. Könntest du mich, was, einen illegalen Tierschmuggel machen? Das wäre eine Idee, oder was meinst du dazu? Erstmal Haie fischen dort hinten und Curtle Turtles fischen. Wir haben ja illegalen Handel mit Tieren, ja, mit den Turtles, mit den Curtle Turtles und mit den Haifischen, die man fangen kann. Man könnte dort theoretisch auf der Insel das hinplatzieren, dass man die dort verkaufen kann. Das wäre gar nicht so schlecht. Karl-Heinz ist klein.de. Was benutzt ihr? Ah, wie viel? So viele Fragen, was benutzt ihr? Das ist die Sound, was ihr einsehen könnt, welche Datei von wem bearbeitet wurde und kennst du mich? Ja, wie welche Datei von wem bearbeitet wurde, verstehe ich gerade nicht. Was? Ja, das ist eine Frage, die verstehe ich nicht. Die Datei von wem bearbeitet wurde. Keine Ahnung, was du meinst, Bruder. Wirklich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was eine Datei ist, welche von wem bearbeitet wurde, okay. Fabian Arendt, danke für den Euro. Rammsteiner 97, danke für 90 Cent. Zion 107 Happy. Bin heute auch dabei, wünsche dir viel Spaß, vielen Dank. Julian Kuhn, kannst du 1455 HD grüßen? 1405 HD grüße ich einfach, so. MXHD. Was geht? Wie geht's dir? Kannst du mich und meinen Bruder Jakob grüßen? Grüß meinen Jakob, mein Bruder Jakob. Julien Konoma. Wie war die Hirschweih? Die war super. Soll ich mich vielleicht wieder als Hirsch verkleiden? Könnte man machen, ne? Was machen die da vorne? Aussteigen und gucken zu McDonald's? Ach nee, das sind die Uber-Fahrer, ne? Ja, ja. Das sehe ich, Arbi. Lieber gegen YouTube. Was habe ich verpasst? Alles, Bruder, alles. Nadja H., danke für den Euro auch. Vielen Dank. Alles verpasst, Bruder. So. Christoph Seeler, danke für 90 Cent. Adisba, wie lange streamst du noch? Ich höre genau jetzt auf. Genau jetzt. Tschüss. Die Frage mal. Nee, so lange wie ich Bock habe. Ich habe keine festen Streaming-Zeiten von dem her. Alex, a.k.a. Bruno, mal vorgelesen. Perfekt, habe ich alles vorgelesen. Ich bin sehr stolz auf mich. Alles durch. Gut. Ah, da haben wir noch eine. Xerox Gaming, kannst du mich grüßen aus Wels? Hab heute Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag aus nach Wels. So, Daniel Fiedler, jetzt hauen sie alle raus für einen Euro. Und Xion Zabub, danke für 2 Euro. Wie heißt eine Oma im Ofen? Hildegard. Den hast du ja echt verdient, Bruder. Xion Zabub, den hast du ja verdient. So, jetzt gucken wir mal, was die Leute machen. Spieler zuschauen. Der Letzte, der connected ist.
Mechanic 12, back 10-8. Perfekt, der ist einfach mal 10-8. So. Jens wird gestalkt, Leute. Nein, ich verhört, also ich hab kein Gehen mehr. Also diese Stimme, ganz Bruder. Da hast du dich verhört. Einmal komplett durchgucken, was denn jetzt genau fehlt. Diese Stimme. Kotzi? Okay. Was hast du gesagt? Bei der Bar Florian Gambino. Die wird ja mit Nachnamen geschrieben, also buchstabieren. Keiner, der von der Polizei flüchtet heute? Nobody? Leckt es Jahrtausends gerade. Ich glaube, mich haut's gleich raus. Ah, nee, doch nicht. Boah, jetzt habe ich aber gerade richtig weggeleckt hier. Ja, der hat gerade richtig seine Zeit gebraucht, bis er dort war. Aber nee, eigentlich kenne ich selber auch sehr gut. Alter, diese Stimme. Man schläft gerade. Braucht ihr noch hier Hilfe? Wacht gerade auf. Man ist nach dem Schlafgefühl noch müder als davor. Machen wir das. Was diese Stimme. Volle Inspektion. Hinten hat der ein komisches Geräusch. Da hinten rechts, dann müsste die Feder einmal bitte überprüft werden. Könnte sein, ob der einen Federbruch hat. Er ist ein Husmombo. Also nur aber der könnte, nicht ersetzen, ja. Ey, no joke, der könnte, der Typ ja, könnte doch, einfach ja, ein Hörbuch ja, vorlesen. Heißt, Wechsel. Ja, es hätte ja sein können, dass erstmal nur eine Bestandsaufnahme ist. Ich fahr mal ja, zum Haus. Ne, ohne Scheiß, der könnte einfach ein Hörbuch aufnehmen mit der Stimme. So ein richtig spannendes, entspanntes Hörbuch. Ach, schau, das war auf der Insel. Hauptsache, der TP zur Insel geht schnell. Was macht der denn da? Hä, was macht er denn hier? Der guckt ja einfach nur blöd. Ach so, wer kocht, guckt der, ne? Der guckt darüber, ob da wer kocheln tut. Ja. Ist da drüben jemand? Das schaue ich mal. Nee, da ist keiner. Nee. Aber der guckt da in die Richtung und schaut, ob wer kocht. Das ist gar nicht mal so dumm von dem. Sag mal, isst der gerade was? Hört ihr das? Der hat sein Mikrofon auf Dauerfeuer. Das höre ich mir jetzt aber an. Kann nochmal neu laden. Was? Hat er gesagt, wir nochmal neu laden? Oh, ich glaube, das. Der hat sein Mikrofon auf Dauerfeuer. Das ist nicht gut, Bruder. Dann kann er alles hören. Man hört, wenn er isst. Man hört, wenn er niest. Man hört, wenn er Nasen bohrt. Ist das schön. Aber den beobachte ich mal ein bisschen. Das macht Spaß. Ach ja, ein kleiner Hinweis. Alle Leute, die hier... Oh, das ist eine Collision, die nicht sein soll. Gut, wartet. Ah, nee, da, Spot saven. Es ist sehr wichtig, dass ich das sehe, dass da eine Collision ist. So, Spot gesaved, dann weiß ich, hier müssen wir nacharbeiten. So, hier mache ich dann nochmal Ding. Genau hier in dem Busch. So. Da ist eine Collision, die gehört hier nicht hin. Wenn er ruft mich jetzt, dass hier eine Collision ist, die da nicht hin soll... Kleiner Report oder so, da macht jetzt ein Ticket auf. Vielleicht hört man es ja, vielleicht hört man gleich die Tastatur klimpern. Aber gut, dass ich das gerade live gesehen habe hier. Perfekt. Wir könnten theoretisch jetzt probieren, ob er den Stream guckt und mich jetzt mich ganz laut mache. Sollen wir mal probieren? Passt mal auf. Vielleicht scheppert es da das Ding durch. Muss jetzt ein bisschen lauter. Hoppala, jetzt habe ich N gedrückt. Hat das trotzdem gehört? Bin so ein Trottel. Ich hab gerade N gedrückt. Ah, er hat sich gehört, weil ich auf Reden bin. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich habe auf N gedrückt. Ich dachte, sie hat das gehört. Das war so ein Reflex, dass er nicht was sage, dass ich auf N drücke. Weißt du, seine ganze Arbeit besteht gerade darin, hier zu gucken, ob er was macht. Das ist echt lustig. Der chillt jetzt den ganzen Tag, Leute. Das ist seine Polizeiarbeit hier. Ja, guck mal, hier ist eine Collision, die da nicht hin sollte. Merkt ihr? Merkt ihr, ne? Er ist selber verwirrt, guck. Ich schau mal, ob er ein Ticket aufgemacht hat. Hat ein Ticket aufgemacht, das ist eine Collision. Ah, da ist noch eine. Oder ist da ein unsichtbares Auto oder sowas? Mal gucken. Alter! Speedway-Fan! Im Falle eines Falles ist richtiges Fallen alles.
Was sagt das aus? Richtig, Fallen beim Fallen. Oh mein Gott. Liebe und Kuss geht raus an Speedway-Fan. 111 Euro und 11 Cent. Mit Fies. Mit den wohlbekannten Fies hat er rausgeschaltet. Ja, hau mal jetzt aber mal raus hier für dich. Da hau mal jetzt aber mal raus, Leute. Dass alle mal ein Herz sind. Dafür Speedway-Fan. 1-1-1-1-1 wird donated. Da hau mal raus. Einen vielen herzlichen Reizdarm und Gruß geht raus an den Speedway-Fan. Lass das mal im Chat regeln, oder? Lass mal die Herzen regeln im Chat. Vielen, vielen Dank. Kuss, 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 Kuss. Aber das ist jetzt ein Auftrag, ist aber heute echt den ganzen Tag gucken, aber jetzt ist langweilig. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht, dass er irgendwas sagt oder so. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, weil das war ja zu schnell. Das Geile ist jetzt, das hat das Outdoors endlich etwas zum komplett Ausfahren, ne? Fällt mir jetzt so auf, weil das Outdoors konnte nie legal die Autos komplett ausfahren. Das können sie jetzt eben. Nee, der hat unten. Boah, Alter! Das ist die Sound of a Spende. Scheinwerfer bis runter. Ich sehe nicht mehr so gut. Ich glaube, die haben einen Bankraub geplant, so wie das aussieht, Leute. Oh ja, die haben einen Bankraub geplant. Da bin ich gespannt. Alle Autos sind schwarz. Guckt. Ja, die haben was geplant, sage ich euch. Die haben was geplant. Die müssen ja was geplant haben für den Bankraub, wenn die alle Autos gleich färbeln. Ziemlich sicher sogar. Ah, da waren wir vor, ne? Ja. Servus, Schmidt, LAFD. Da ruft wer an. So, ich fahr runter mit dem hier. Was läuft der Kübel? Hast du Samen dabei? Nee, ich hol doch schnell in der Stadt. Wir müssen in die Stadt runter. Ach, die gehen anbauen, schön. Ja, schau, noch einer. Wie gesagt, doch, die haben was geplant, guck. Die haben was geplant, die Jungs und Mädels. Von all dieselbe Karre. Oder es gibt irgendwo ein Eclipse-Treffen, was ich aber eher nicht glaube. Schwarze Eclipse-Treffen, ja, ja. Aber sicherlich, so, der fährt immer noch rum. Das ist eigentlich der einzige Cop, der hier gerade rumguckt. Bei Steffi war ich doch gerade erst. Oh, jetzt bin ich rausgecrashed, danke. Ich glaube, jetzt habe ich zu viel gemacht. Danke dafür nichts, Alter. Danke für nichts. Jetzt darf ich mein Game neu starten. Ich glaube, ich bin zu oft zwischen Dingen geswitcht. Egal. Einmal neu starten, bitte. Das ist halt das, wenn du dich überall hin tippst 10.000 Mal, irgendwann hängt es dich auf. Das ist meistens so. So, Dankeschön an Daniel Fiedler, Max222, der Megamapper. Habe das damals auch beim Leaker gekauft. Ja, es war richtig beschissen. Und mich dann gewundert, wieso der weg war. Er hieß MRX oder so, glaube ich. Ja, ja, genau. Das war dieser MRX-Typ, war das. Und bei dem habe ich das gekauft und dachte, das wäre sein Werk, ne? Also richtig abgezockt. Alter, Matan, bin ich auf der Stelle und... Was ist weg? Muss ich mal gucken. Ein Fovi! Vielen Dank! Und Feiert sind weg. Was? Feiert sind weg. Steht hier einfach und Feiert sind weg. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Oh, meine Fähren sind weg. Ich bin gerade so verwirrt. Feiert sind weg. Bruder, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Was haben wir nicht, Stefan? Wahrscheinlich aber Kuss geht raus. By the way, ich habe diesen Song gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe letztes Mal gesucht, du musst mir mal einen Link senden, bitte. Er meint irgendwas wegen dem Song und ich habe gesucht, ich habe es nicht gefunden. Einfach nicht gefunden. Alter, Kuss geht raus, 50 Euro. Matan Berlin, Stefan Schneider, Kuss geht raus, auch schon so lange dabei bei mir hier auf dem Kanal. Schon sehr lang dabei. So, gehen wir wieder zum Mark Rumpel de Pumpe. Ich frage mich jetzt, wo ich spawne. Ist mein Auto noch da? Das ist die Frage aller Fragen. Nee, ne? Ah, das ist aber doch dieser Crash hier, ne? Das ist halt, wie wir das Ding hier drin haben. Ihr werdet es mir nicht glauben, Leute. Aber dieses MLO hier, ne?
Das ist von Gaps. Gaps macht gut qualitativ hochwertigen Content, eigentlich. Aber, seitdem ich dieses Ding hier drin habe, habe ich ab und zu, aber nur ganz, ganz, ganz selten, da so ein Crash wegen Skeleton irgendwas, keine Ahnung. Da kommt er mit irgendeinem Model nicht zurecht. Und das ist aber erst, seitdem ich hier dieses Autohaus hier drin habe. Das verursacht bei uns irgendwie Problems. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, für irgendwelche Serverbetreiber von euch. Aber das Ding hier macht manchmal ein paar Crashy-Crashy-Probleme. Wo ich mir aber gedacht habe, dass Gaps immer sehr gute Maps gemacht hat, wo es eigentlich nicht zu solchen Problemchen kommt. Aber komischerweise hier, die eine Map, die macht Probleme. Deshalb hat mich gerade vorhin rausgecrashed, weil den hatte ich schon einmal. So, Spiele zu schauen, schauen wir mal. Ist ja nicht so, dass wir im Ocean gerade schon uns Bett geteilt haben. Ja, ja. Okay, liebe Leute, da schalte ich mal direkt ab. Das geht mir jetzt doch zu weit. Ich sagte, komm gut unterm Bus. Das waren wir wieder zu viel für heute. Hey, die Thrifty ist überfallen. Mal gucken, wie ist das hier an. Oh, Freddy. Freddy ist da. Oh, ich bin wieder weggecrashed. Nein. Warum crash ich jetzt die ganze Zeit weg? Nein, ich wollte nur zu Freddy. Ich glaube, ich soll dieses Menü nicht verwenden. Kann das irgendwie sein, dass ich seit neuestem aus diesem Menü rauscrashe, wenn ich zu Leuten mich dingsen will? Ich habe gerade diesen Render-Frame-Draw-List-Scheiß hier bekommen. Jetzt muss ich mich fragen, wo Freddy war. Ach, so eine Scheiße, weißt du, wie mit so Freddy reinballern. Ich tippe mich jetzt einfach nur zu Leuten, weißt du? Dieses Zuschauer-Ding kann mich echt mal. Jedes Mal crasht es mich raus. Ist nicht das erste Mal, dass ich durch dieses Zuschauerteil hier einfach rausballer. So, Jens, danke für 2,10 Euro. Bist der Beste, Dankeschön. Erstmal, dass du Game noch starten. Christian Woll, Kai Feier, ich hoffe bald 2 Millionen, ja. Übermorgen schaffen wir es, Leute. Karl-Heinz Klein.de. Hast ja vorhin gesagt, Andel hat mit X Uhr am X-Datum die Datei XY geändert. Ist das GitHub oder was? Nee, du siehst einfach nur, wann die Datei geändert wurde. Also wenn ich sehe nicht, wer es war. Ich sag nur, höchstwahrscheinlich hat es Andel umgesetzt. Wir haben ja nicht viele Devs. Wir haben ja nur jetzt gerade sind immer 3 Leute, die aktiv sind. Einer ist gerade, der hat ein bisschen viel zu tun, der ist jetzt nie da gewesen. Also es können nur 3 Leute sein. Also entweder es ist unser Tennisball, Andel oder ich. Aus dem Grund dachte ich jetzt, Andel hat es vielleicht geändert. Also es ist nicht GitHub, das ist einfach ganz normal. Wenn du guckst, bei Windows war wohl das letzte Mal die Datei geändert. Da steht ja dabei, um wie viel Uhr und um welches Datum. Also Datum, Uhrzeit, da steht am Server dabei, wenn du eine Datei, eine File änderst. Als unser Bub, wie nennt man ein... Hä? Okay, kann ich auch nicht vorlesen, danke dafür. Der kommt mit Witzen, die ich nicht vorlesen kann. Christian Volk, einfach in eure 7 Cent. David, bist der Beste auf der Welt, mach weiter so, dankeschön. Kommas, moin, wie viel Devs seid ihr? Ah, damit ist die Frage auch beantwortet. Jetzt gerade 3, aber sonst 4. Aber der vierte hat gerade sehr viel zu tun. Ist gerade leider nicht so oft da. Finde ich etwas schade, aber... Eigentlich insgesamt sind wir 4. Jetzt so um den Dreh sind wir 3. Der war hier oben? Nee. Ach, laber keinen Scheiß, der war doch nicht hier oben, der Freddy. Freddy war doch Bus bauen. Wenn ich jetzt nochmal rauscrashe, dann stimmt was mit Freddy nicht. Blip blub. Blip, blub. Ich bin der Freddy und ich baue gern Büsse. Ich bin der Freddy und ich bin gern unsichtbar in der Luft. Ich bin der Freddy. Fredward? Freddy Benson? Fredward Benson, hallo? Von Alkali, sind Sie hier? Also Hauptsache, ich gebe einen Mod in meinem Chat und dann ist er nicht da. Unglaublich präpotent. Unglaublich präpotent und abgehoben, dieser Freddy. Guck mal, nicht immer reden will er mit mir. So abgehoben. Also seitdem Freddy Mod bei mir ist, ist er echt abgehoben. Unglaublich. Oh nein, ich hab ihn eingefroren. Upala. Ich hoffe, ich hab den jetzt nicht eingefroren. Nee. Ach, so hat er, der vorhin springen wollte, ne? Der war schnell wiederholt. Er ist aber ganz schön wieder weg. Schon wieder! Was ist denn los? Jetzt crasht mein Nvidia-Driver. Ich benutze das nicht mehr. Ich mache irgendwas falsch. Jetzt crasht mir mein Nvidia-Driver ab. Also entweder meine Grafikkarte geht mir jetzt gerade ein, hier live on stream. Oder es ist einfach das Skript, dass ich mich hier zu Leuten die ganze Zeit hier zugucke. Bin ich wieder weggecrashed? Das gibt's doch nicht.
Das gibt's. Ich hab doch vorhin ganz normal geguckt. Jetzt haut's mich wieder raus. Nee, ich mach jetzt keinen Dings mehr hier. Ich spiel Fortnite, hab nichts gehört. Bruder, warum spielst du Fortnite und hängst in der Luft? Weißt du, Freddy ist derjenige, der hat zwei Spiele auf einmal offen und ist ihm einfach komplett egal, weißt du? Abgehoben. Einfach zwei Spiele auf einmal offen. Er kann flexen. Alter, ich mach das jetzt nicht mehr. Jetzt mach ich das nicht mehr. Nee. Jetzt nicht mehr. Ich hab noch nie einen Nvidia Crash gehabt in 5M. Noch nie. Also entweder meine Grafikkarte geht mir jetzt hier live on stream wirklich ein oder ich weiß nicht, was ich mache. Keine Ahnung, irgendwas mache ich. Das Pet-Script. Nee, an dem liegt's nicht. Nee, das ist es nicht. Bei mir haut's gerade. Also entweder ich habe wirklich gerade Pech meines Lebens. Ich crash sonst nie raus. Nie crash ich raus. Aber mir kommt vor, es ist irgendwie das Zuschauer-Script gerade. Das gerade richtig Probleme macht. Oder Andel ist schuld. Andel hat sicher das Skript verändert. Es crasht's weg. So. Hey, die Drifty ist überfallen. Ja, überfallen. BVB. Den kann ich auch nicht vorlesen. Danke, dass du BVB. Ich lese das die Witze vor, bevor ich sie hier vorlese. Also ich lese sie für mich erstmal vor. Zibak 12. Moin, bin tatsächlich kein Abos dabei. Mach weiter so. Dankeschön. Na, du kleine Sonne, wie geht's? Wie steht's? Immer gut. Ich hoffe, bei dir auch mal Zahn Berlin, Schäfer, Schneider. Vielen Dank. Einfach nur zocken. Danke fürs Subwerden auch. CTV. Könnt ihr auf der Insel machen, dass man Schlangen oder tropische Vögel einfangen kann und dann irgendwo verkaufen. Wäre meine Idee, was meinst du? Tropische Vögel verkaufen? Tropische Vögel verkaufen? Also, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, auf der Insel zu kochen oder tropische Vögel zu verkaufen, ich würde eher kochen auf der Insel. Jetzt habe ich aber. Ich tippe mich jetzt einfach nur zu den Leuten, das ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. Schauen wir mal. Ich crash wieder raus. Ne, jetzt nicht. Ich dachte, ich crash schon wieder raus, Alter. Ja, das kann man alternativ anbieten. Ja, im Rollstuhl. Da geht ja, entweder Sie können sich jetzt entscheiden für 20 Monate Gefängnis oder 20 Monate Sozialstunden. Nee, das weiß ich. Ja, das ist so, ich stehe das nur mal an. Da komme ich dann zu. 10 Monate, dann sind wir im Deal. Da weißt du, wir hier auf dem Bazaar, oder? Ja, sie haben wer bietet mehr, wer bietet weniger. Ja, gut, sie haben zusammen haben wir auch 20. Warte. Wir halbieren und wir haben beide 10, dann haben wir auch 20. Ich biete mein Arschloch. Was? Ja. Herr Seovic, sind Sie gesund, oder? Ja, ich bin gesund. Sie bieten ja Arschloch. Was? Wir machen jetzt beide 10 Monate, das geht doch, oder? Beide 10 Monate sind doch insgesamt 20. Hab mal letzte Woche meine Achseln rasiert, seitdem stinken's nimmer. Denken Sie, was wird mit uns Krüppeln im Gefängnis gemacht? Das ist mir grundsätzlich nicht so wichtig, aber... Ja, was machen wir jetzt? In einen anderen Trakt. Also, ich bin... Ja, dann nehmen wir ihn und schubsen ihn mit dem Rollstuhl die Treppen runter. Ja. Na, sagen wir so, Sie haben sich auf jeden Fall die Brücke runtergeschmissen, was ein rücksichtsloses Verhalten gegenüber anderen Personen vorbringt. Wir wollten, dass ich auf die Brücke runterbringe. Ja, aber auch selbst da dürfen Sie keinen. Sie können nicht auf öffentlichen Gebäuden einfach draufgehen und Fallschirmspringen. Ja, wir hatten eine Genehmigung. Vor allem nicht auf so einem... Sie hatten eine Genehmigung. Das ist doch auf dem offenen Meer. Das gehört doch keinem Staat mehr an. Die Brücke, das sind doch keine Regeln. In der Schule haben wir mal ins Pissoir geschissen und dann waren die Lehrer zwieder auf mich. Aber haben Sie eine Genehmigung dafür, dass Sie auf die Brücke klettern dürfen und dort Fallschirm springen dürfen? Ja, es ist das offene Meer, da gibt es keine Absolut Gesetze. Nicht, ne? Doch. Das offene Meer ist das Meer und nicht eine Brücke. Ja, das war doch auf dem offenen Meer. Das war aber absolut eine Brücke, auf der Sie rumgelaufen sind. Das ist aber kein Land, die Brücke ist doch kein Land. Aber das ist wie auf einer Bohrinsel, da ist auch kein Gesetz. Da muss eine Flagge dran hängen. Mit 16 habe ich einen Traktor von meinem Vater geschrottet. Ja, aber da ja diese Brücke noch innerhalb der 15-Meil-Tunnel ist, gilt das amerikanische... Ob wir nachsitzen müssen bei der Ingrid drüben am Bauern auf die Kirchführern? Aber haben Sie eine zweite Persönlichkeit? Wer genau? Ich glaube, hier drüben sitzt noch einer in der Rollstuhl. Da sitzt hier noch wer in der Zelle. Ich weiß wieder, nicht. Dass er wieder im Schießstand verschwindet. Ja, richtig. aber wirklich, also 20 Sozialstunden kann ich Ihnen anbieten, mehr nicht, leider. Oh, Freddy, guck zu, wow. Der abgehobene Freddy.
Okay. Soll ich am Hauptplatz auch wenn wir hier nicht auf dem Passat sind, aber wir machen jetzt hier 15 Monate für beide. War zu schön. Ich wette was, ich crash hier nochmal weg, ey. Also ich habe heute echt massive Probleme. Ihr fragt mich nicht, warum passiert. Hauptsache jetzt geht's, ne? Ich darf nur nicht so rein. Sagen gibt's, ne? Dass du noch lebst. Alter. Warte. Ich glaube, die verdienen relativ schlecht Geld hier, ja, guck. Mach mal. Geringverdiener. Ich geh mal lieber weg, Alter. Wenn sowas kommt, nee, Alter, ganz ehrlich. Nee, da passiert nichts. Das ist ohne irgendwie Gefahr. Mach was? Mal Slash, mach mal Muskel, CPR. Das Slash habe ich gehört. Mach mal. Das ist nix. Das ist das hier, guck. Oh mein Gott, die wollen ihn das jetzt. Ach nein. Ja, ich weiß schon, was du willst. Mach mal. Gott. Na, ich weiß schon. Hey. Oh mein Gott. Ach schau. Das ist Alpha. Moin. Unser neuer Commissioner, by the way. Und unser Dev. Moin. Tja, ja, guck. Da geht er mit seinem Anzug. Das ist der neue Commissioner. Das ist der, der Andl abgesetzt hat. Ja. Guck, da geht er. Guck, wie er geht. So abgehoben. So abgehoben und eingebildet, gell? Jo, immer nur Spaß. Ja, das ist der neue Commissioner, der leitet hier das Ding. Er ist Commissioner und keiner kennt ihn mehr aus, das ist perfekt. Kann ich ihm gleich sagen, dass die Kollegen ihre Arbeit nicht nachgegangen sind. Das ist keiner hingefallen, soll ich mich doch mal beschweren? Ja, ich geh mal hin. Boller. Denkt gleich, ich überfalle ihn und klaue einen Striezel oder so. What are those? Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte Ihnen mal nur was zukommen lassen. Was wolltest du mir zukommen lassen? Sie flüstern? Ja. Okay, warum flüstern Sie? Ja. Weiß ich nicht. Das ist keine Information, die schlimm ist. Ja. Hey, die Drifty ist überfallen! Ich habe voll mitbekommen, dass ein paar Kollegen etwas verzweifelt waren, weil die eine Sperrung machen wollten an der Brücke und es da Kommunikationsprobleme im Funk gab mit anderen Einheiten, dass sie die Brücke nicht abgesperrt haben. Das ist der Sound auf die Spende. Okay, ich bin gerade das Kommen, ich habe keinen Schimmer. Vielleicht, dass sie eine Funkdisziplin einführen, dass entweder die Leute antworten, dass sie kommen oder nicht, weil sonst kennt sich keiner aus. Ja, das ist das Thema, empfehlen. Haben wir gestern eigentlich erst angesprochen. Ja, weil das ist genau heute wieder passiert. Ich musste nämlich... ja, genau. Ich musste heute extra einen Einsatz machen und die Brücke mit absperren, weil die Kollegen das nicht übernommen haben und das im Funk 10.000 Mal durchgegeben wurde. Ja, super. Ja, wir haben eigentlich gestern sogar eine Anweisung schriftlich rausgegeben. Ja. Ich sag, der Polizeikollege meinte, dass das sehr unorganisiert wieder war und halt sich keine Sau drum gekümmert hat. Wow. Ach ja, und noch eine Sache gab's an den Nagelbändern. Da hat irgendwer auf der Insel Nagelbänder gelegt, dann war es anscheinend irgendwie keiner, dann auf einmal doch, irgendwann vor Polizei. Dass man den vielleicht verklickert, dass die das vielleicht nicht aus einem einzigen Ausgang hinlegen, wo man durchfahren muss. Gab es nämlich keine andere Möglichkeit, man musste da durchfahren und da haben ein paar Leute fast einen Platten bekommen, die eigentlich nichts davor konnten. Ja super, nee, das sollte eigentlich so nicht sein. Gib mal weiter. Jawohl. Perfekt. Dankeschön. Danke für die Info. Bitte, tschüss. Tschüssi. Es ist besser, wenn ich ihm das so weitergebe, als dass ich jetzt out of RP irgendwelche Leute auf den Deckel nehme. Wir wollen das ja alles ein bisschen verbessern. Gut. Ah, ich komme ja nicht raus, bin ja zu blöd dafür. Da war ja was. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Den Big Boss darauf hingewiesen. Schau, der Chivapchichi ist auch dabei. Chivapchichi verhaftet. Oh, bester Name. So. Schauen wir gleich mal. Wer ist denn alles da? Wer ist denn alles reingejoint? Wer ist denn alles hier? Ich fahre hier nochmal rüber. In die Richtung. Ja, das sagen die alle und dann sind sie schwanger, gell? Ich bin gar nicht schwanger. Nö, gar nicht. Ich hab gar nichts. Oh Mann, jetzt wurde ich weggeschubbelt. Ja, nicht nur du, ich auch. Setzt euch einfach wieder. Was ist das für eine Stimme? Die kenne ich gar nicht. Ja, meine Fresse. Das ist echt unhilflich. Ich bin einfach zu fett. Oh mein Gott, diese Stimme. Das nimmst du zurück.
Was ist das für eine Stimme, Alter? Fußraumspinne 3.0? Das aber nicht. Wurde das ist ja nicht vom Schwanger betitelt. Alter, schwanger. Nein. Mehr schwanger wurde ich betitelt. Komm, kuschel dich zu mir. Ja, komm. Ich auch. Du bist sexy. Und das ist mein Beantwortung. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Das, die Stimme höre ich gerade zum ersten Mal. Ich will den Manager sprechen. Dafür habe ich die Kamera. Oh, nicht schlecht. Die hört zum ersten Mal die Stimme. Das ist echt nicht schlecht. Du bist nicht schlecht. Mal was anderes. Also das hat man auf jeden Fall auf 50 Kilometer, wer das ist. Er fragt, wer hat mit dem Bankraub gemacht? Kann ich nicht sagen, hat er eine Maske auf? Egal, wer da reinkommt oder nicht. Mich stört gar nichts. Mich auch. Krass. Was man nicht alles so sieht, ne? Wie viele da sind. Oh, jetzt sind die Leute zusammengestaucht, da bin ich dabei. Warte mal schnell. Ist zusammengestaucht hier wegen meiner Rede hier? Meine Rede kurzer Sinn? Oder gar nicht? Kannst du irgendwie schräg? Jetzt gibt's Standpauke. Oh, jetzt gibt's Standpauke, da bin ich dabei, Leute. Jetzt bin ich zusammengeschissen. Jetzt hat die Eier geschwult. Vorher nochmal wir kurz beide, oder? Was? Wolltest du vorher nochmal kurz mit mir, oder? Ja, bitte. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ja. Wenn du Homeland machst, du kannst einfach dich trotzdem ins RP einbauen, ne? Dann kannst du trotzdem Infos reinballern, so, die wichtig und richtig sind, um die Sachen zu verbessern. Weil, ich sag mal so, Homeland, wir können uns trotzdem immer noch mit ins RP schmeißen. Das ist eben der Vorteil so. Weil du bist halt, du hast keine scheiß Admin-Weste an. Du gehst einfach ins RP und sagst, was Sache ist, so. Bevor du das jetzt über ein Ticket oder so klärst, dass es da Problemchen gibt, ne? Intern. Weil das mit dem Funk, das ist halt ein Problem, das besteht schon länger, ne? Du funkst was durch und keiner gibt dir eine Antwort. Das ist halt auch kacke. Und dann glauben halt Leute, ja, es kommt eh wer, dabei kommt dann keiner, ist halt auch blöd dann, in der Hinsicht. Da lässt sich gerade eine neue Friese machen. Die Maske schon dran ist, sind die Feder ungefähr noch drin sein müsste. Müsste gleich leer sein. Was hab ich hab wieder den falschen Ding gedrückt, ich Trottel. Ich hab wieder Spieler zuschauen, das soll ich ja nicht machen. Würde ja zu Spieler TP'en. Ah, süß. Ja, wenn da Leute das auch prüfen und dann Philipp bauen. Aber wenn man zu dumm ist, auf einer geraden Straße zu fahren, weiß ich halt auch nicht. Das sind dann die anderen immer, ne? Sind immer eine Fledermaus essen. Ratten auch nicht. Wenn's die da unten hat. Das bin ich wieder auf Spieler zuschauen gegangen. Wie doof bin ich denn eigentlich? Hoppala. Noobs. Ich bin zu blöd für alles, Alter. Ich bin einfach zu blöd, um das wieder zuzugucken. Aber also Cisco auf dem Server. Wäre schon mal lustig, so einen Tag Cisco raufballern und schon mal so macht. Wäre irgendwie lustig. Okay, da liegt er im Bett. Freddy, kann ich nicht hin, der ist zu abgekommen. Zu spielen. Mehr Dingsbums hier drin sein. Muss ich, wo du baden kannst oder wahrscheinlich. Warte mal, achso, ich hab ja keine. Keine Blips, ich sehe nicht, wo jemand ist. Oh, guck mal, hier kannst du. Stimmt, wir können jetzt hier Hochzeit feiern. Das ist eine geile Idee. Ich mache vielleicht die Hochzeit. Ey, das könnte man machen, Bruder. Best idea ever: Hochzeit auf Insel. Gute oder schlechte Idee, Leute? Also ich würde das feiern, ja, da kannst du richtig fett Party machen. Gibt's ja am Beach, gibt's auch diese eine Location, diese Party-Location. Willst du mir sagen, der ist noch immer hier der Kopf? Nee. Schau mal hier. Hier kannst du einfach fett Party machen. Und hier Hochzeit so. Den Abend ausklingen lassen, das ist schon. Na, schon cool hier eigentlich. Hochzeitstechnisch. Nee, also der Kopf ist nicht mehr da. Ich glaube, der hat aufgegeben an der Zeit. Ach so, nee, lieber nicht, Bruder. Ja, aber hier Hochzeit ist schon nice. Ah, und hier ist noch Polizei. Schon wieder abgesperrt? Nee, ne? In der Stadt darf man es ja nicht. Naja, nächstes Mal fliegen wir mit dem Heli hier rüber, ey. So ekelhaft, ey. Wir wollten anbauen, ne? Ich glaube, hier kannst du noch nicht anbauen. Geht, glaube ich, erst ab einer bestimmten. Links oben. Aber hier haben die wieder abgesperrt. Das gucke ich mir jetzt aber an. Warum? Ah, wieder ein Unfall? Nee, komm.
Nicht ernsthaft. Alter, wie schnell geht denn das am Laufen? Da ist doch nichts. Wie schafft man hier einen Unfall? Selbst ich schaff das nicht mal. Also wenn das selbst heute ich nicht geschafft habe, hier fetten uns, also bis auf Ende, das ist ja gut. Aber nicht mitten auf der Straße hier. Die fahren hier mit 300 und es geht geradeaus. Wie? Was macht man denn? Oder die boosten das mit dem rechts hier oben mal wieder hoch und so, das kann sein. Dann fahren die irgendwo rein oder so. Aber wie, Alter? Das ist doch nur eine Strecke nach oben. Ach, unglaublich. Unglaublich, wie man das schafft. Unglaublich. Der baut hier sicher an. Schauen wir uns das gleich mal an hier oben. Wie dann die ganzen Spots aufdecken. Wo ist der hin? Da war doch einer. Ach so, die sind jetzt. Ah, die sind Kartfahren, glaube ich, oder so. Da unten irgendwie. Oder? Hier? Ja, warte, hier warst du. Nee, doch nicht. Bruder, keine Ahnung, wo die sind, aber die sind anscheinend hier irgendwo da. Okay. Keine Ahnung, was die machen. Fahren wir nicht. Fahren wir mit Schoki. Da baut wer an, da fährt wer hoch. Ach, das schaue ich mir jetzt an. Da bin ich jetzt dabei. Ich schaue, ob das ein Kopf ist und der hier einfach hochfährt, oder? Weil hier baut wer an, ne? Sind das Cops? Ne. Oder? Das sind Cops immer. Das ist ein Undercover X6, ne? Ja klar sind das Cops. Oder? Die gucken sich jetzt das hier an, ne? Wir fahren jetzt hoch und schauen, ob da was auf ist. Sieht aber nicht so aus. Und da oben ist eigentlich wer. Mhm. Ich mache mal kurz mein Menü an, dann kann ich das besser sehen. ESP. Dann sehe ich direkt, wo was ist direkt. Weil sonst tue ich mir schwer. Ah, hier ist was, genau. Ah, nee, ein Kopf fährt drauf. Da baut gar keiner an. Der kontrolliert hier. Okay. Also das ist gar nichts. Ich dachte zuerst, der baut hier an. Also da fährt nur ein Kopf drauf gerade. Also gerade nie so spannend. Ich dachte zuerst, der baut wer an und die gucken. Also ich glaube, das ist Zivilpolizei. Bin mir nicht sicher. Aber das war noch die von vorher, ne? Mit dem X6. Die hier. Ich hätte das jetzt auch so bedenken. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt den Spot gezeigt, ne? Und. Oh, das ist ein Admin. Ja? Ich hätte jetzt den Spot gezeigt und die versuchen da schon die ganze Zeit und finden dann wen. Dann wäre halt auch wieder, ne? Verdacht gewesen, aber dann wäre halt nichts. Da unten sind aber welche. Und die kontrollieren sie nicht, glaube ich. Ah, hier, guck. Da. Da ist jemand. Von den Bikern. Und der geht hier von. Er geht hier hoch und jetzt baut er das an, schätze ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, was der macht. Keine Ahnung. Mhm. Tja, ja. Aber von hier oben siehst du auch schwer. Wenn der wüsste, dass der hier oben gleich mit Kopf voll ist, ey. Wenn der wüsste. Ja, so bis jetzt baut keiner an, ne? Merkt ihr? Es ist gerade hier alles clean. Die kontrollieren hier gerade alles. Also die machen gerade hier ihre Tour, gucken, aber es baut gerade niemand an tatsächlich. Niemand. Weil die zwei sind hier am Berg und das war's. Hier unten, er ist halt am dingsten. Also hier nichts. Nothing. Sind alle hier Richtung Insel. Ja, gut, hier staut es gerade sowieso anscheinend. Aber keiner baut an, das wundert mich gerade. Aber hier oben ist ja alles clean dann. Also einer probiert's aber. Was ist hier? Oh, Andel macht wieder seine Metal-Party. Hundertprozentig. Oder? Ah ne, doch, da so. Ich hab gedacht, das wäre. Ach ne, da ist der Andel sein Metal-Raum. Er soll mal überlegen. Wie gesagt, das ist. So haben wir, soll das so haben? Ja. Wie viel werden wir denn überhaupt?
Gut, ich möchte jetzt nicht, ich will jetzt nicht spoilern. Ich will nicht schauen, was sie da machen. Wie er sich wieder vom Kran werfen. Ich sag der alte Opa wieder. Er will mir erstmal vom Kran werfen, Bruder. Alte Opa. Ach, viel besser so zum Gucken. Komm ich ja besser irgendwo hin. Da sieht man auch, wie lange eine Bubble reicht. Ab hier ist die Bubble weg. Hier ist sie wieder da. Hier ist sie weg. Hier ist sie wieder da. Genau. Alter, sind viele. Bist du deppert? Okay, passt. Wenn wir bereit sind, gehen wir rein. Steht Kusch noch unten hinten? Nee, der bringt gerade Dings hoch. Oh, Digga. Warte mal, am 1 und 7 heute Verhandlungen? Komm. Mhm. Der wollte dich abzuholen. Na, wir doch nicht. Na. Du kurz, so, wann ist mal kurz beim Waffenladen? Kam hier Verhandlungen anscheinend. Wer sonst? Was machen die? Willst du gleich mit ins Krankenhaus? Oh mein Gott. Ja, die tasern sich gegenseitig, auch nicht schlecht. Willst du gleich mit ins Krankenhaus? Du hast mir eine Brust blutig geschlagen. Also ich glaube, die Mechanik haben ganz schön viel ich Spaß mal sagen, hier. Wir fahren gleich in, Da hin. Kommt eine Aufgabe. Oder? Ich da hasse ihn. Was? Was ist jetzt eigentlich mit meinen Reifen? Die sind noch alles platt. Gut. Ich habe nur gesagt, da kommt eine Aufgabe. Das ist deine Reifen. Ja. Ja, wenn wir im Krankenhaus sind, sind wir im Krankenhaus. Da kommt eine Lieferung. Aber meine Brust ist gut. Jetzt, ja, dann komm. Ich glaube, der fand das gerade nicht so lustig. Ich fand's gerade lustig. Oh mein Gott. Hast du dich auf Fresse gelegt? Oh nee, zittert nicht. Hilfe! Zittert nicht. Tasern sie jetzt alle gegenseitig. By the way, wenn man sich tasert, dann leben, also es ist nicht so geil. Ja, jetzt bluten ich alle. Blute. Perfekt. Perfekt, genau das wollte ich sehen. Wegen ihr blute ich. Schau mal, der sieht, dass ich hier bin. Guck. Der merkt das. Er merkt, dass ich anwesend bin. Er merkt es. Er kann Geister riechen. Er hat mich gerade gespürt. Bei deinem Auto, was nicht seine Krampfanfälle gekriegt hatte. Oh nö, bei mir funktioniert das mit der Rampe eigentlich immer ganz gut. Achso. Das Auto wurde nicht für diese Rampe konzipiert. Soll ich mal reingucken? Was die machen wegen Verhandlung? Aber Verhandlung ist aber langweilig. Also meistens zumindest. Ja, ich guck mal, Kami wird angeklagt wegen was? Urteilsberatung. Sie dürfen mir nun beide folgen. Ah, ist schon fertig. Das ging aber auch schnell. Jetzt höre ich mal zu, wie viel die bekommen hat. Achso, die besprechen sich so. So. Zuhören. So, jetzt aber. So, gefordert waren 60 Monate. Das ist das unterste Ende quasi des Strafmaßes. Ja. Für den schweren Raub, damit sind wir ihnen eigentlich schon sehr gut entgegengekommen. Was? Die Frage geht nicht? Ich habe immer gesagt, so 40 Monate und 20 Bewährungen. Wissen Sie, ich habe ja auch direkt gestanden, ich war sehr nett, ich habe das eingesehen, mein Fehler. Ist keiner verletzt worden an dem Tag? Wir haben es ist keiner verletzt worden an dem Tag, okay. Was ist denn da passiert? Ich kann sagen, ich wäre auch einverstanden mit 50 Monaten und 10 auf Bewährung. Ah, oh, für Raub. Schwerer Raub wurde vor. Ja, ist okay. Ich das noch kurz und dann komme ich gleich zur Urteilsverkündung raus. Sie dürfen dann nun weiter draußen Platz nehmen. 50 Monate und 10 auf Bewährung ist okay. Also für schwerer Raub ist hier halt oben los. Was machen die denn? Okay. Also die haben irgendwas Fettes geplant, frag mich nicht was.
Irgendwas haben die geplant auf alle Fälle. Ja, was machen die? Wir wissen, was die da oben machen. Nimm eine Waffe und ziel hier, wenn du so rumläufst. Ja, mir geht's eher wieder ums Runter. Ich hoffe jetzt. Keine Ahnung, was sie machen. Fahren wir nicht, Bruder. Fahren wir nicht. Vorbereitung auf den Raub. Wir treffen uns. Wir treffen uns auf den Kran. Vorbereitung für den Raub, Bruder. Ja. Hier scheint nicht zu sein. Die suchen immer noch, glaube ich, noch jemanden, der hier oben anbaut, aber werden sehr bitter enttäuscht. Mal gucken nach oben. Ja, es sind immer die Zivilcops. Die gucken hier immer noch. Aber hier ist wer am Rand. Ich wette, was mit euch, der hier am Rand ist, am Kochen. Das ist so ein richtiger Kochspot hier hinten. Das hier. Ich will das mal gucken, ob der kocht oder nicht. Aber die fahren hier gerade alles ab, von vorne bis hinten. Also das ist alles ganz schön, schön, was sie machen. Was zum Teufel? Was ist das denn? Ja gut, das sieht man nicht. Ah, nicht mal. Ah, der spawnt gerade. Ui. Dass ich sowas mal miterleben darf. Guckt. Der ist auch im Loading-Screen. So sieht's aus, wenn du im Loading-Screen bist. Du spawnst einfach als dieser Typ ist. Wie heißt der nochmal? Wie haben wir den genannt? Ach, wie heißt das Ding? Wie heißt der nochmal? Leute, ihr wisst, wie ich meine. Stefan, so. Da ist er. Stefan. Machen wir mal hier links. Ich glaube, ja, ist gerade. Weiß ich, werde die ganze Zeit ein bisschen fetter Bankrupp oder was kommt heute. Heute noch so ruhig alles. Gut, Biker fährt gerade um die Gegend. Ist heute alles so relativ ruhig. Aber es liegt halt vielleicht auch damit, die Leute gerade auf der Insel gucken, was da abgeht, ne? Guck, das ist jetzt neuer Treffpunkt, neuer Hauptplatz hier. Alter. Das ist halt echt neuer Hauptplatz hier. Gleich mal hier mal. Mir fällt mal eine Aufnahme machen direkt. Sieht ja geil aus, wenn man sich das so anguckt. Und dann schön im Fotomodus ein schönes Foto draus machen, ist doch was Geiles. Es freut mich, dass die Insel genutzt wird, das sieht schon mal sehr gut aus. Wenn man bedenkt, es ist noch nicht mal viel drauf und die Leute benutzen sie schon, das ist immer schön. Hier ist grob nichts. Was steht denn da eigentlich? Nichts, ne? Ja, eigentlich steht hier nichts. Was macht denn Woody hier? Ah, der taucht. Was sucht denn der? Was? Aber warte, da drüben gibt's Nessie, stimmt? Der taucht da rüber. Ah. Er taucht zu Nessie. Ja. Kann man drauf reiten eigentlich? Nee, ne? Ah, doch, kann man. Wie cool. Die schwimmt nämlich da. Das habe ich gar nicht. Ich voll vergessen, dass wir das hier haben. Guckt. Wir haben ein eigenes Seemonster. Das hat irgendwer so vom Freizeitpark hat das hier mal ausgesetzt. Ist leider kein echtes. Ja, und, also wie lustig wäre das, wenn ihr so ein Seemonster rumguckt irgendwo. Also Riesenoktopus, das wär's. Hat der Typ schon die Dashcam? Ah, das würde ich mir auch mal fragen. Bezüglich der Pflanzenticket öffnen. Nee, hat sich noch nicht gemeldet. Das ist nicht gut. Mal schauen, wann es kommt. Der wollte hier doch nicht hin? Okay. Ich dachte, der wollte zu Nessie hin. Wo taucht. Da will er hin! Der erkundet hier gerade alles, glaube ich. Ist ja geil. Ist aber mal ein UFO unten. Er erkundet hier gerade mal alles durch, was hier alles so liegt am Boden. Was? UFO ist echt nice. Kann er mal ein Foto von machen. Kann er so Insta posten. Was man nicht hier alles sieht hier unten am Meeresspiegel. Hier so ein altes Tugaboot. Ich wusste gar nicht, dass es. Was ist das denn für ein Ding? Hä? Ist das ein Flugzeug?
Das ist so ein... Ey Leute, ich kenne die ganzen Sachen hier noch nicht. Ich hab hier noch nie reingeguckt. Weil das ist ja von diesem DLC. Ich weiß gar nicht, was da alles unter Wasser alles auf uns wartet. Aber ich finde schon mal creepy, dass da so ein fettes UFO einfach ist. Ja, krass, krass. Okay, hier wird's dunkel. Hier schaue ich lieber nicht. Ich weiß nur, hier gibt's ja diese Bomben, die überall sind. Wenn du hier lang guckst, sind dann überall solche... Ja, das ist auf Nessie drauf, ja. Da gibt's ja irgendwo diese Bomben. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt hier drin haben. Und ja, meine Grafikmod ist immer noch verbuggt unter Wasser. Ich muss das echt mal fixen irgendwie. Meine Grafikmod buggt unter Wasser übelst rum. Sollte eigentlich nicht so aussehen. Da muss doch hier noch was anderes geben, außer das mit Nessie und so. Ja, sicher irgendwas, was richtig, richtig creepy noch ist. So ein U-Boot wäre übelst creepy, finde ich. Wenn so ein, irgendwo so ein U-Boot liegen würde. Davor habe ich immer Angst, wenn ich ins Meer gehe, dass unter mir so ein fettes U-Boot auf einmal auftaucht. Ja, ganz komische Geräusche. Krass. Ne, also, fix es mal nochmal in die Richtung. Ah, schon cool. Verwandelt dich als Blauwal. Nein, danke. Ja, aber Bomben, die sind doch hier überall. Ach, hier waren die. In dem Spot waren immer diese Bümpchen. Aber die haben wir ausgestellt. Ne, die sind hier gar nicht mehr. Ja, die haben wir nicht. Die sind weg. Ist aber eh gut. Die brauchen wir ja eigentlich eh nicht. Waren immer so Unterwasserbomben, die so ein Kettengang sind. Das braucht halt eh keine Sau. Also nee, dann gibt's hier wahrscheinlich nur das Easter Egg mal Wasser schon, ne? Hm. Kann man U-Boote kaufen? Leider nicht. Leider not. Ich kann mal probieren, mit einem U-Boot zu fahren. Wartet mal. Ich teste das mal. Wie ist denn der Spawnname von so einem U-Boot? Theoretisch müssen wir das spawnen können. Also mal schauen. Vehicle List. Schauen wir gleich mal. U-Boot. Warum raucht's denn da unten? Jetzt bin ich verwirrt. Warum zum Teufel raucht's denn hier? Ist aber sehr, ein sehr komischer Rauch, der hier ist. Also, oder ist das, weil das... Ja, wartet mal. Kann das sein, dass das irgendwie vom UFO kommt? Strange, Alter. Richtig strange. Guck ich das bitte an. Von Weitem sieht man es aber eh nicht. Komisch. Er hat gerade seinen Spaß seines Lebens gehabt. Ich hab mal, warte, U-Boot. Jetzt aber. Zack, 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 zack. Jetzt muss er... Ah, hier! Ich hab's. Ich test's mal, Leute. Schau mal, ob es funktioniert auf dem Server. U-Boot fahren. Ja, Chat schreibt sogar, wie es heißt. Alter, funktioniert. Geil, ey. Ich fahr zum ersten Mal hier U-Boot. Leider keine Hupe, das Ding. Ja gut, wer braucht schon eine Hupe am U-Boot, ne? Kann ich das irgendwie senken? V oder sowas. Oh, oh. Bin ich aufgesetzt? Was zum Teufel ist das? Wartet mal. Ich hab V oder so gedrückt. Ey, das... Ich find U-Boote so derbe creepy, Alter. Also U-Boote sind mit Abstand eines der Fahrzeuge. Wenigstens wie, Bootsfahrzeuge, was auch immer das sein soll. Was ist das? Du hast... Ich schieß doch nicht, oder? Leute, ich turne doch nur. Ich schieß nicht. Leute. Ich mach das nicht. Ich schieße nicht an dem Boot. Das ist, weil ich hier drehe oder so in keine Ahnung. Drück mal, Abschlusstaste. Nee, nee, danke, danke, danke. Steuerung. Ah, okay.
Ach, weil es hier so seicht ist vielleicht. Ja, gut. Hoppala. Oh nee. Oh nee, Alter. Oh je, Mini. Was habe ich gemacht? Ah, ich habe eine Idee. Komplett nass. Ich probiere mal da so ein bisschen anzufahren, ein bisschen angeben und so. Wir werden ein U-Boot haben und die nicht. Wasserbomben, vielleicht mit Q. Nee. Aber langsam ist es. NOS-Flasche. Shift und Steuerung. Also mit... Ah! Jetzt... Also ich muss gedrückt halten. Na, jetzt versteh ich's, Leute. Dankeschön, jetzt versteh ich's. Ich muss runter. Jetzt funktioniert's. Danke, Leute. Krank. Wie riesig ist das bitte? Sehr groß. Also mal Schlüssel klauen von dem Teil. Ich glaube, ich komme hier unten schon an, wenn ich da fahre, ne? Ja, muss auf mit dem Ding. Kommt ein U-Boot angefahren. Die gucken schon. Kann man da eigentlich reingehen so? Nee, ne? Ja, guck, die gucken. Was ist denn da los? Wir müssen das ganz schnell verschwinden hier. Jetzt haben wir schön geflext, jetzt können wir damit auch abhauen. Bin zu groß dafür, ich muss weiter ins tiefe Meer. Dreck bin ich. Oh, jetzt erstmal reinballern hier. Volle Kanne, volle Kanüle rein. Schau mal, wie tief man damit tauchen. Also, man kann damit schon. Wie tief kommt man damit runter, wenn ich jetzt wirklich ans Meer runter will? Damit könnte man Drogensprung, ja, das wär's doch, ne? Das wäre dann aber ganz schön teuer, das Ding. So, schauen wir mal, dass wir da runterkommen. Das ist creepy, Bruder. Vor allem bei der Grafik. Oh, Alter, ich schleife an unten. Hilfe, ich sehe nichts. Achso, weil ich unten bin, natürlich. Logisch. Problem ist halt, dass man die Grafikmod das Wasser so verbuggt, dass ich nichts mehr sehen kann. Muss es auftauchen, Leute. Jetzt hier sind so noch weiß. Ah, so sehe ich ein bisschen was. So kann ich was sehen. Und schießt mit der rechten Maustaste, nö. Tauch jetzt mal ab auf Ehre. Voila. Hab ich jetzt rüber geschossen? Nee. Sag nicht, ich hab da rüber geschossen jetzt. Nochmal auftauchen? Ja, ich sehe halt nichts, Bruder. Ich sehe gar nichts. Das ist so creepy, das Teil. Ich muss echt mal meine Grafikmod updaten, dass das Wasser normal ist. Drück mal F. Ja, ich schau, ob ich ins Innere reinkomme davon. Weil im Online-Modus geht's, ich weiß nicht, ob das gescriptet ist. Aber das zählt im Fahrzeug machen. Pass mal auf. Ich schau mal mit F. Ne, mit F steige ich hier aus, ne? Ja. Ne, dann ist das gescriptet in GTA Online.
dass man hier reinkommt, so. Ja. Kein Fahrzeug in der Nähe, sagte mir, weil das Ding so riesig ist. Jetzt kann... Tick! Tick! Offen! Es ist offen! Schaut mal, was ist eigentlich dafür gedacht? Das ist komplett für GTA Online konzipiert worden, das Ding. Ah, jetzt geht das da so rein, guck. Und wenn ich aber wieder raus... Ah, jetzt funktioniert's! Ja, dann tut er mich oben raus. Ah! Man kommt, glaube ich, nicht rein. Das ist einfach nur so eine Tür, die ist einfach nur so zur Optik da, ne? Lass mich raten, da ist genau nichts drin. Schauen wir mal. GIF. Weapon. 2020. Weapon. Flashlight 1. Ja, wir gucken mal. Das ist einfach eine Textur, ja. Leider. Also man kann leider nicht rein. Leertaste. Mach die Grafikmod aus, das hat nichts mit Ausstellen zu tun, da wurde die Game-File wurde da geändert. 21 Uhr, ui! Oh, stimmt, Fred Ward, ich bin ja komplett bescheuert. Es ist 21 Uhr, Dankeschön an Freddy. Wir haben nämlich heute noch eine Teambesprechung bei RLO. Ich habe das jetzt voll vergessen, die Zeit ist so schön vergangen, Alter. Ach, hier kommt man aber rein, guck! Also man kommt halber rein. Guckt, einen Geheimraum gibt's. Hätte eine Frage mit dem Unicorn, ja, das ist aber eher nichts, was jetzt. Ja. Ich lasse das Ding hier stehen. Ich habe Bock drauf, das hier stehen zu lassen. Vielleicht holt es ja wer. Sieht man es von hier hinten? Nö. Das despawnt einfach. Ja, moin. Zack, zack. Guck. Ah, ne, ist jetzt da. Komisch. War mir nicht. Ich lasse das mal liegen, vielleicht holt es sich wer. Soll wer Spaß mit haben. Ja, Besprechung ist, sorry Leute. Die Zeit ging so schnell weg, ich streame eh schon wieder 3 Stunden 21. Bin komplett fertig wieder mit der Welt. Dann lese ich euch die Donis vor. Und dann muss ich leider eh schon weg, Leute. Heute ist noch Besprechung 21 Uhr, ich bin eh schon wieder zu spät. Es ist schon 21:02 Uhr, tut mir leid, Leute. Ui, guck mal, was da liegt, Memo. Sehe ich jetzt auch erst. Wie nice. Wie nice ist das denn? Ich will jetzt aber hier rüber TP, dann lege ich aber nicht weg, ne? Oder crash wieder weg. Nö. Schau, jetzt crash ich nicht mehr. Das ist wirklich dieses Zuschauer-Skript, ist ein bisschen buggy. Dass du da einmal weg crash. Jetzt crash ich nicht mehr weg. So, Leute. Dann war das wohl ein etwas kürzerer Stream. Ich meine, ich hab's eh gewusst, dass ich um 21 Uhr heute weg muss. Aber ich meine, Alter, 3 Stunden 30 fast hier am Dingsarbeit machen. Heute leider relativ wenig Anfrage. Ich meine, ist ja gut. Dann wisst mal, es ist nicht das Problem. 102 Leute sind gerade online. Das heißt, heute gibt es eher weniger Probleme bezüglich Dings im Mumsen, das passt schon. Stimmt. Fehler-Peer oder so, haben heute nichts. Dann schauen wir gleich mal. Talfi Ramicevic, ich hoffe, das richtig ausgesprochen. Danke fürs Resum das 16. Mal. Mr. Kuba 097. Ach, check mal die Cops und Leute mit dem Panzer. Ja, das wär's. Dann ist aber Aufstand, ne? Gaming Gang, danke fürs Zip werden, Magna Lump. Wer Angst vor Rost hat, sollte Iron Maiden, oh mein Gott. Hausmeister in Nudelfabrik. Facility Manager wegen, oh mein Gott, danke dafür. Warum heißt es Tzatziki und nicht Grießbrei? Danke, Magna Lump, hat wieder lange Zeit gefehlt, Kuss geht raus. Was haben wir den Stefan Schneider? So, es hat endlich mal geklappt, du hast jetzt meinen Link. Dankeschön, schau ich gleich mal. Und Nico Stein, danke für den Euro und Skinzabub. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vorm Kater haben. Pff. Ich sag dazu aber nichts mehr. Ja, Unfall, oh schau. Heute sehr viel unterwegs mit Unfall hier. Nico Steiner, kommst du aus der Steiermark? Positiv. Sky Julian, mag dich und mach weiter so. Kannst mich grüßen, müssen mal Sky Julian, jawohl. Guck mal auf Insta, wenn nicht, müssen wir zurückschreiben, kann ich rüberschicken. Ich schau mal auf Insta. Dankeschön, Mama, Marzin. Zahnbärling, ich einfach schneller. Nico Stein für 1 Euro. Und danke Nico Stein für 20 Euro vorher. Bist du deppert? Hau da raus. Er schreibt nichts dazu im Superchat. Der Sackrock, danke für 1 Euro und 87 Cent 187. Sky Gamer D. Bin dabei und erste Mal Shisha rauche. Bist der Beste und ich bin schon seit 1 Jahr und 4 Monaten Mitglied. Vielen Dank. Sky Gamer. Hatte ich Gott sei Dank bist nicht ohne Glied. Fritzia TV, danke für 90 Cent. Und Toxic Salt, da habe ich gerade wirklich gedroppt. Ne? Danke fürs Resum.
White. Was? White Trio soll das richtig sein? Ich hoffe. Feiner Streams, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt modern. 10k Likes mit Hund mit Hut. Fragen fürs Unicorn. Pläne fürs Unicorn. Ja, das ist sowas, das gehört halt unter. Nicht hier rein, es gehört unter Dings rein. Also, ich werde Freddy seiner Stelle dorthin geflogen hätten und gesagt, das ist nur zum. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, ne? Oder wenn es irgendwo einen Bug oder sowas gibt, auf die Schnelle nicht für Pläne. Pläne immer Ticket aufmachen. Ryan Albanison. Grüße mal die Albos Bro. Die Albos Bro, grüß mal, jawohl. Oder Bros. Albos Bros, soll ich grüßen? Okay. Einfach nur zocken, danke für den Euro. Such mal, wenn du. Nochmal für Kanal bitte mit Maus, so heißt der Song. Schau ich dann. Alles klar, mache ich. Und Xön, also 7 HP, danke für 1,49 Euro. Genau so ist es. Ich glaube, ich habe alles vorgelesen heute. Doch, habe alles vorgelesen jetzt. Ah, hier noch nicht. Alexe, aka Bruno, tschüss, war schön. Dankeschön. Das war's wirklich. So, liebe Leute. Eigentlich wollte ich eine Fußballspinne machen. Heute wollte ich mal wirklich, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Jetzt gib mir die Zeit weg. 21 Uhr, ich bin schon wieder zu spät, Leute. Ich komme selbst zum Gespräch zu spät. Ist einfach unglaublich. Kommt zu allem zu spät. Muss so, ne? Muss so. Aber mein Gott, ist so. Wir hatten heute wenigstens Spaß. Wir haben heute ein bisschen Edmund Duty gemacht. Haben die neuen Sachen angeguckt. Nächsten Tagen kommen dann wieder RP-Leute. Ich werde auch schauen, dass ich wieder Kopf spiele die nächsten Tage. Und schauen wir mal, ob wir Rumpe oder Kopf spielen das nächste Mal. Aber ich habe mal wieder Bock auf Kopf. Haben wir echt mal wieder Bock auf einen geilen, nicen Kopf-Stream. Also, Alter, da ist was. Bist du Depper, da ist was los? Wenn überhaupt jemand im Funk ist. Ich glaub's nicht. So, eine kleine Info an alle Einheiten im Funk. King 11 meldet sich ein letztes Mal, 10-7. Und King 10 meldet sich hiermals erstmalig 10-8. Einer geht, einer kommt. Wie schön. Glückwunsch. So, Leute, also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Kauft schöne Pufferbälle. Schaut auch gerne bei mir ganz, ganz kostenlos in meinem Shop vorbei. Wo ist denn meine Shop-Einblende? Hier. Schaut gerne mal im Shop vorbei. Leider gibt es da keine Pufferbälle. Vielleicht in Zukunft ja. Schön wär's. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Reizdarmwoche, was auch immer. Macht's gut. Wir sehen uns dann und dann höchstwahrscheinlich einen längeren Livestream. Weil heute leider nur ein kurzer. Ich habe leider Besprechung, Leute. Aber wir sehen uns.